Fighting Against Myself. Eine Tuttle-Fanfiction. Freitag, der 21. Juni 2019. Vorsichtig klopfte er an die Tür. Genau genommen wusste er nicht, warum er seinen Eltern und deren Freundin diesen Gefallen tat. Aber was soll's. Über Geld und Kochrezepte wollte er sich mit den anderen Erwachsenen auch nicht unbedingt unterhalten. Dieses Mädchen, das er treffen sollte, sollte wohl ein paar Jahre jünger sein als er. 17 oder so. Als keine Antwort kam, drückte er die Tür vorsichtig auf. Er würde sie schon nicht bei etwas Intimen oder Ähnlichem stören. Ansonsten hätte sie bestimmt etwas gesagt. Und wenn doch... Er sah sich bereits wegen des Verdachts auf Pädophilie hinter Gittern und schrieb seine Verteidigungsrede, als sein Blick auf eine am Boden kauende Gestalt fiel. Sie schien ihn nicht bemerkt zu haben. Vorsichtig räusperte er sich. Hallo? Mit einem erstickten Aufkeuchen schnellte der Kopf des Mädchens in die Höhe und es fuhr zu ihm herum. Ihre Augen weiteten sich, während sie nach Luft japsend auf dem Boden kniend vorm zurückzuweichen schien. Die Kapuze ihrer blau-schwarz gestreiften Jacke rutschte ihr dabei vom Kopf, sodass tiefblaues Haar zum Vorschein kam. Sorry, ich wollte nicht, stammelte er nervös, musterte sie noch einmal, ehe er sich umdrehte, um sie nicht mehr so abwesend und irgendwie ziemlich unbeholfen anzustarren. Schon gut, flüsterte eine leise, in sanften Tönen gehaltene Stimme, welche ihm sogleich die Sinne zu benebeln versuchte. Bist du Liz? Fragte er vorsichtig, darauf bedacht, sie nicht wieder so sehr zu erschrecken. Das Mädchen nickte, wobei er dies nur erahnen konnte, da er sie ja schließlich noch immer nicht sehen konnte. Und du Thaddäus, richtig? Ja, Tuttle. Er konnte hören, wie sie schneller zu atmen begann, schwieg aber dazu und setzte sich langsam auf den weichen Teppich. Eine kleine Katze schlich sich an ihn an. Er begann sie zu streicheln, jedoch floh das Tier relativ schnell zu dem Mädchen. Nach einigen Minuten der Stille fragte er schließlich, wie alt bist du? 17. Du? 20. Cool. Yep. Und das Schweigen begann von neuem. Nach etwa 5 weiteren Minuten, in denen keiner der beiden ein Wort gesagt hatte, öffnete sich die Zimmertür und eine Frau begann, die beiden zu mustern, wie sie da so schweigend und ohne sich anzusehen auf dem Teppich saßen. Elizabeth, hast du gefragt, ob er vielleicht etwas trinken möchte oder etwas essen? Nein, Mama. Tut mir leid, ich frage sofort. Ein wenig verwirrt über den plötzlichen Stimmungswechsel des Mädchens schwieg er, bis ihre Mutter wieder gegangen und auch ihre Schritte auf der Treppe längst verklungen waren. Alles klar? Die Kleine nickte und begann zu lächeln. Ja, tut mir leid. Möchtest du denn etwas trinken oder essen oder irgendwie etwas anderes? Nein, danke. Wirklich alles okay. Du wirkst ein wenig... Es ist alles okay! Ja? Unterbrach sie ihn barsch, aber es brauchte keine weitere Sekunde, bis sie beschämt wegsah und eine unverständliche Entschuldigung murmelte. Der junge Mann nickte bloß, die Lippen zu einem schmalen Strich verzogen. Unser Auto springt nicht an und Catherine hat leider derzeit keines. Es sieht so aus, als müssten wir heute wohl erst einmal hierbleiben. Die Busse fahren ja schon ab 18 Uhr nicht mehr, teilte Clarissa ihrem Sohn die unschönen Umstände mit. Der nickte nur stumm. Nun, ich habe deinen Eltern bereits mitgeteilt, dass ihr für diese Nacht gerne hier schlafen könnt. Leider haben wir jedoch nur noch ein freies Zimmer. Thaddäus, ich hoffe, es ist okay für dich, wenn du in Elizabeths Zimmer schläfst. Sie würde natürlich auf das Sofa im Wohnzimmer gehen. Catherine Routledge lächelte. Und es missfiel dem Blauhaarigen, dass die Frau ihre Tochter gar nicht erst gefragt hatte. Aber die schien auch keinerlei Anstalten zu machen, widersprechen zu wollen. Wenn es niemandem etwas ausmacht, kann ich euch auf dem Sofa schlafen, bot er daher an und erwiderte das Lächeln, irgendwie unzufrieden. Das kann man doch nicht erwarten. Du bist schließlich unser Gast. Catherine, habt ihr vielleicht eine Matratze? Dann schläft er einfach mit bei ihr im Zimmer und keines der Kinder muss auf dem Sofa schlafen, schlug nun aber Thaddäus Mutter vor. Und außer den Kindern war jeder einverstanden. Schweigend blickte Thaddäus an die Decke. Er wusste, dass Liz noch wach war. Und er wusste, dass sie weinte. Alles klar? Fragte er leise in den abgedunkelten Raum hinein. Das unterdrückte Schluchzen verstummte. Ja, kam es irgendwann ebenso leise zurück. Tut mir leid, dass ich jetzt so in deine Privatsphäre eingedrungen bin. Kannst du doch nichts für. Das Mädchen stand auf und wollte auf die Zimmertür zugehen, als es mit einem Mal heftig in Schwanken geriet. Pass auf! Stieß Thaddäus hervor, sprang ebenfalls auf und eilte zu ihr, um sie zu halten. Aber da war es schon zu spät. Mit einem leisen, verzweifelten Ächzen, wobei es auch irgendwie eher wie ein Schluchzen klang, fiel sie zu Boden, wo sie einige Augenblicke lang reglos liegen blieb, ehe sie tief Luft holte und sich ein wenig unbeholfen wieder aufzurappeln versuchte. Der Junge kniete sich neben sie und berührte vorsichtig ihre knochige Schulter, was sie kräftig zusammenzucken ließ. Er zögerte, ehe er sich nervös durch die verwuschelte Frisur fuhr und anschließend nach seinem Handy griff.
Yo, Arz, sorry für die späte Störung. Was hast du immer gemacht, wenn... Er suchte nach den richtigen Worten. Naja, du weißt schon. Wenig später legte er das Handy wieder beiseite, setzte sich neben die leicht zitternde Gestalt und beobachtete sie schweigend. Das würde eine lange Nacht werden. Beim Frühstück unterhielten sich die anderen Erwachsenen angeregt über die neuesten Studien. Die beiden Jüngeren blieben jedoch ungewöhnlich still. Magst du nicht noch etwas essen? Irritiert blickte Thaddäus auf. Seine Mutter musterte ihn neugierig. Sie hatte ihn wohl ganz offensichtlich aus seinen Gedanken gerissen. Nee. Nein, danke. Und du, Liz? Das Mädchen schüttelte matt lächelnd den Kopf. Nun, wenn das so ist. Gut geschlafen? Beide nickten. Elizabeth, du sitzt wie ein Bauerntrampel da, ermahnte Catherine ihre Tochter. Die nickte wieder, streckte den Rücken durch und bejahte die Frage von Thaddäus' Mutter nun noch einmal. Aber diesmal wörtlich. Beim Abwasch, Liz hatte diese Aufgabe übernommen, ging der Blauhaarige ihr nach kurzem Zögern doch zur Hand und trocknete das nasse Geschirr ab. Er sagte nichts dazu, dass sie ihre Ärmel nicht hochgekrempelt hatte, wodurch sie an den Spitzen bereits teilweise durchnässt waren. Dumm war er ja schließlich auch nicht. Und schon wieder war da dieses unangenehme Schweigen, weil keine der beiden dazu in der Lage war, ein vernünftiges Gespräch zu führen. »Du hast derzeit Ferien, richtig?« tastete sich Thaddäus dann schließlich doch noch vorsichtig an ein halbwegs akzeptables Gesprächsthema heran. »Ja.« »Und wie ist die Schule hier so?« »Gut.« »Viele Freu...« Nervös brach er ab und biss sich auf die Unterlippe. »Idiot.« »Klar.« Er wollte den leichten Sarkasmus in der kaum hörbaren Stimme eigentlich nicht ignorieren, wusste aber nicht, was er dazu sagen sollte, weshalb er beschloss, vorerst einmal zu schweigen. »Magst du nicht vielleicht die letzten Tage deiner Ferien mit nach Köln? Mal etwas anderes sehen als immer nur die Deiche und Kühe?« Elizabeth fuhr herum und starrte ihn entgeistert an. Meinte er das ernst? Wie zur Bestätigung nickte er. »Wenn«, sie zögerte, »meine Mutter nichts dagegen hat?« »Okay, cool.« Er lächelte und stellte den letzten Teller in den Wandschrank. Und entgegen aller Erwartungen stimmte die stets beschäftigte Geschäftsfrau zu und ließ ihre Tochter mit dem, im Prinzip noch ziemlich fremden, jungen Mann nach Köln fahren. Wenn er es nicht besser wüsste, würde er doch glatt meinen, sie würde sich nicht für Elizabeth interessieren. Kapitel 2. Ah, die ist nett, meinte Thaddäus mit einem leichten Lächeln, als er die Tür zu dem großen Mehrfamilienhaus aufschloss. Elizabeth nickte vorsichtig. Er weiß bereits, dass du eine Zeit lang bei uns schlafen wirst. Die andere noch nicht, aber sie sind ganz cool drauf, wie du vermutlich schon wissen dürftest. Wieder nickte sie. Brudi! Ein schwarzhaariger Junge kam in den Flur gesprintet und wäre beinahe an das Mädchen hineingerannt. Tut mir leid, entschuldigte er sich auch sogleich, blickte zwischen den beiden hin und her und grinste leicht. Ihr seid nicht zufällig Geschwister. Blaue Haare sind nicht vererbbar, erwiderte Thaddäus, schloss seinen besten Freund für einen kurzen Moment in die Arme und lief dann weiter an Elizabeth vorbei in die Wohnung hinein. Als es an der Tür klingelte, war Adi am Computer und nahm etwas auf. Tuttle im Bad und Liz... Sie traf das große Unglück und durfte nun also aufmachen. Ein junger Mann mit rötlichen Haaren stand im Türrahmen und wollte schon zu einer Begrüßung ansetzen, stockte dann aber, senkte den Kopf auf ihre Höhe und zog die Augenbrauen irritiert zusammen. »Bist du Tuttles Schwester?« Unsicher schüttelte sie den Kopf. Ihre Augen huschten unruhig umher. »Kannst du ihm und Adi vielleicht ausrichten, dass ich sie zum Grillen am Abend heute einladen wollte?« Sie nickte, lächelte unsicher und öffnete den Mund. Das Mädchen schien etwas zu sagen, zumindest bewegten sich ihre Lippen, aber mehr als ein heiseres Geräusch kam bei dem rothaarigen Mann nicht an. »Und du bist dir sicher, dass du nicht mit möchtest?« fragte Thaddäus ein weiteres Mal, aber wieder lehnte Elizabeth das Angebot dankend ab. Sie war nicht mit eingeladen worden und wollte da dann echt nicht als unangemeldeter Gast mit aufkreuzen. Noch dazu war es ihr irgendwie unangenehm, dass man sie ja eventuell als kranken Fan abstempeln könnte. Zumal sie an diesem Tag ihre heißgeliebte, gestreifte Strickjacke aus German Let's Plays Shop trug. Und so gingen Tuttle und Adian alleine den recht abgelegenen Park, wo ihre Freunde bereits auf die beiden zu warten schienen. »Jo, wer ist denn eigentlich das Mädchen bei euch?« fragte Simon noch eine Weile. »Die Tochter von einer Bekannten meiner Eltern. Es ist nicht unangenehm, einen Fan bei sich in der Wohnung gammeln zu haben, nur weil die Eltern das wollen?« »So ist sie doch gar nicht«, murrte Thaddäus und stand auf, wobei er beinahe sein Glas umgestoßen hätte. »Ich habe sie außerdem von mir aus gefragt, ob sie mit möchte, okay?« »Scheint sie ja ganz schön lieb zu haben«, schätzte Felix, der sich sein Grinsen nun nicht mehr länger verkneifen konnte und schließlich ganz zu lachen anfing. »Warum ist sie nicht mitgekommen?« fragte Alexander, besser bekannt als Izzy, und lehnte sich im von der Abendsonne aufgewärmten Gras ein wenig zurück. »Weiß nicht. Sie wollte nicht.«
Wollte, glaube ich, nicht stören, also schätze ich mal, murmelte Thaddäus und zupfte einige Grashalme aus dem Boden, ehe er sie auf Adis Haaren ablegte. Ah, fuck, das könnte meine Schuld sein, meldete sich Simon wieder zu Wort und musterte schuldbewusst den immer dunkler werdenden Himmel. Ich habe nur gesagt, dass ich euch zwei, also dich und Adi, einladen wollte. Sie habe ich nicht erwähnt. Ich meine, sie wirkte irgendwie ziemlich unsicher. Vielleicht solltest du Psychologe werden, Simon, meinte der Blauhaarige, stand auf und machte sich daran, sein und Adis Longboard im Arm, zurück auf einen zumindest einigermaßen ebenen Weg zu kommen. Ich bringe sie gleich mit, rief er noch über die Schulter, war sich aber nicht sicher, ob seine Freunde ihn überhaupt gehört haben. Liz, rief er in die ungewohnt stille Wohnung und ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen. Zielstrebig lief er auf die Badezimmertür zu, hinter welcher er eben noch etwas zu hören geglaubt hat. Es dauerte gefühlte Minuten, ehe diese geöffnet wurde und das Mädchen mit leicht gesenktem Blick heraustrat. Elizabeth zögerte, blickte dann aber doch noch auf und musterte die kleinen Sprenkel in seiner Iris. »Magst du nicht vielleicht doch mitkommen?« fragte Thaddäus und zwang sich zu einem Lächeln. Es missfiel ihm, dass er es noch nicht geschafft hatte, herauszufinden, warum dieses Mädchen so verschlossen war. »Ich möchte nicht stören, tust du nicht.« Simon hätte dich auch mit zum Grillen eingeladen, wenn er gewusst hätte, dass du am Abend noch da bist, fiel er ihr kurzerhand ins Wort. Sie schüttelte den Kopf. Du kannst ruhig. Du nervst doch nicht und störst doch niemanden. Ich würde mich freuen und die anderen sich sicherlich auch, versuchte er es wieder, aber erneut lehnte die immer kleiner werdende Gestalt der 17-Jährigen ab. Liz, du darfst ruhig mit. Wenn dich etwas stört, dann kannst du es ruhig sagen. Ja? Er ahnte, dass sie allein das Reflex immer ablehnte und eigentlich ja sogar ganz gerne mitgehen würde, sich aber ganz einfach nicht traute. Zu gut kannte er ein solches Handeln von sich selber. Und tatsächlich nickte sie dieses Mal, wenn auch vorsichtig. Kapitel 3. Schweigend sah Elizabeth zu, wie sich die anderen um sie herum über die verschiedensten Dinge unterhielten. Sie alle schienen sich wirklich gut zu verstehen, als wären sie untereinander wirklich gut befreundet und würden in ihren Videos wirklich nicht nur so tun als ob. Während sie noch darüber philosophierte, wie oft sie wohl so im Durchschnitt pro Tag das Wort »wirklich« verwendete, sei es auch nur in Gedanken, richteten sich die Blicke von nahezu allen auf sie. »Ist was?« stammelte sie, den Blick schnell auf Thaddäus' Gesicht richtend, um auch ja kein Spott oder Ähnliches in den Augen der anderen deuten zu können. »Möchtest du mitmachen? Ganz klassisch, Wahrheit oder Pflicht?« fragte Taddle, ein vorsichtig und irgendwie ziemlich schüchtern wirkendes Lächeln auf den Lippen. »Also...« »Danke, aber keine Widerrede«, unterbrach Adi an sie, rollte eine leere Glasflasche in die Mitte des etwas unförmigen Kreises und begann sie zu drehen. Kaum hatte er eine zumindest einigermaßen glatte Unterfläche gefunden. Vielleicht war es der Alkohol, vielleicht aber auch nur das doch recht komplizierte Gedächtnis des Menschen. Aber am nächsten Morgen hatte Elizabeth keine Ahnung mehr, was am Vorabend noch alles passiert war. Warum sie genau in dem Bett des anderen Blauhaarigen lag, hinterfragte sie besser erst gar nicht. Oder zumindest hatte sie das vor, denn als sich neben ihr etwas Grummelndes regte und kurz darauf auch schon besagte blaue Haare unter der Bettdecke zum Vorschein kamen, blieb ihr eigentlich gar nichts anderes mehr übrig, als sich den gut 1000 schreienden Fragen in ihrem Kopf zu widmen. Liz? Hey Liz, alles klar? Hörst du mich? Irgendwann muss Thaddäus wohl gegangen sein. Er war zumindest nicht mal da, als Liz sich das nächste Mal langsam blinzelt umsah und Adi vor dem Bett auf dem Boden kniend vorfand. »Du ähnelst ihm«, meinte er, einen irgendwie undefinierbaren Ausdruck in den grünlichen Augen. War das Sorge, die dort in dem tiefen Meer aus Algen und dem Spiegelbild des Himmels aufblitzte? »Scheint nicht, als wäre das ein Kompliment«, erwiderte Elizabeth leise murmelnd. Als sie leicht schwankend aufstand, half Adi ihr nicht, wofür sie ihm weit mehr als so dankbar war. »Es ist auch nicht. Jeder hat schlechte Seiten und Zeiten, und es erleichtert mich ungemein, dass du im Herrn weißt, dass du da bald rauskommen wirst.« »Zumindest, bis du wieder bei dir daheim bist.« »Hast du meinen Lebenslauf gelesen?« »Ich denke nicht, dass du häusliche Gewalt bei der Erfahrung mit anderen Menschen erwähnen wirst.« »Also eher nicht. Ich weiß ganz einfach, wie Leute aussehen, die erst hunderte Kilometer von ihrem Wohnsitz entfernt entspannt aufatmen und leben können.« Stumm nickte sie. »Was sollte sie auch groß sagen? Freut mich, dass du scheinbar mein halbes Leben kennst.« »Willst du was essen?« Sie zögerte. »Du darfst. Sollte das der Grund deiner Unsicherheit sein?« Nicht nur, weil das Zuführen von Nahrung, wie wir eigentlich alle wissen, ein Grundbedürfnis darstellt, sondern vor allem, weil du offen und ehrlich gestanden weit unter einem normalen BMI bist. Gut möglich, dass dieser Hinweis pädagogisch unklug war, aber ich bin ja auch kein Psychologe, sondern Musiker. Wir haben noch Pancakes. Willst du? Was ist gestern Abend noch alles passiert? Irgendwie habe ich keine Ahnung mehr, kann mich aber auch nicht an einen übermäßigen Konsum von Alkohol erinnern.
gab Elizabeth wenig später von sich, kaum hatte sie ihr Besteck nach einem sorgfältig und langsam zerkauten und verspeisten Pfannkuchen in süßer und klitzekleiner Ausgabe beiseite gelegt. »Du hast nichts getrunken und nichts Dummes gemacht, keine Sorge. Ich will ja nicht sagen, woran deine kleinen Gedächtnislücken liegen könnten, weil du es im Grunde genommen auch selber wissen müsstest.« Erwiderte Adrian jedoch nur und beobachtete ihre wechselnden Gesichtsausdrücke neugierig. Genoss sie es, sich endlich mal über ihre Probleme unterhalten zu können? Oder tat sie es ganz bewusst nie, obwohl sie es könnte? Vielleicht erbrach seine wirren und doch irgendwie geordneten Gedankengänge ab, als sich die dünne Gestalt ruckartig von ihrem Stuhl erhob und in Richtung des Badezimmers wankte. Innerlich hätte er sich für die Dummheit von ihnen beiden schlagen können. Fett auf einen viel zu ausgehungerten Magen zu schmieren, war definitiv nicht ihre beider beste Idee gewesen. »Bin wieder da!« Thaddeus' Ruf erhielt keine Reaktion. Er ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen, erledigte sich der überflüssigen Kleidung, was sich zur Enttäuschung aller lediglich auf Schuhe und Jacke und nicht etwa auch auf das Oberteil bezog, und trat vorsichtig näher in die Wohnung ein. Ein ungläubiges Schnauben entwich ihm, wobei man nicht sagen konnte, ob dieses wirklich Verärgerung oder einfach nur Überraschung zum Ausdruck bringen sollte. Vor ihm auf der Couch war ein ineinander verwogenes Knäuel aus seinem besten Freundin Elizabeth entstanden. Es war schwer nachzuvollziehen, wie man eine so ungelenke Position überhaupt einnehmen und dann dabei auch noch schlafen konnte. Er räusperte sich leise. Arzt? Liz? Brudi, es ist echt nichts passiert. Wir haben einen Film gesehen, geredet und sind dabei dann irgendwie halt eingepennt. Mach dir mal keine Sorgen. Sie gehört dir. Verdammt, darum geht es mir doch gar nicht. Sie ist die Tochter von der Freundin meiner Eltern, okay? Wenn sie nachher mit Liebeskummer oder so einem Scheiß nach Hause geht, bekomme ich übelste Probleme. Darauf habe ich echt keinen Bock. Verstehst du das nicht? Taddel, zischte Adrian aufgebracht, zog den Größeren am Arm zu sich und drückte ihm seine Hand auf den Mund. Denkst du allen Ernstes, dass sie so naiv ist und mit dem Erstbesten, der nett zu ihr ist, was anfängt? Dass ich so naiv bin? Oder du? Gott, was ist denn bitte los mit dir? Wenn sie wieder bei sich in Ostfriesland ist, dann wird sie ohnehin wieder Probleme haben. Ich weiß ja nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber sie hat Angst, auch nur ein einziges Mal den Mund aufzumachen, wenn man sie nicht gerade ausführlich dazu auffordert, zu sprechen. Sie hat sich übergeben, weil sie einen scheiß Pancake gegessen hat. Thaddeus Tjerks seufzte leise. Natürlich wusste er das. Er nahm Adis Hand und hob sie von seinen Lippen. Ich weiß das. Ich kenne das Gefühlschaos von Angst und zerstörter Hoffnung, das in ihr herrschen muss, und so gut, falls du das vergessen hast. Aber was soll ich denn machen? Zu ihrer Mutter gehen und sagen, oh, tut mir leid, aber ihre Tochter wird von ihnen misshandelt und ich denke, dass sie dem Jugendamt Bescheid geben sollten, dass sie sich nicht gut genug um das Kind kümmern kann? Leise schluchzend ließ sich Liz an eine der Wände im Flur auf den Boden sinken. Das hatte sie nicht gewollt. Sie hatte nicht gewollt, dass sich die beiden nur ihretwegen stritten. Sie war schuld. Ganz allein sie. Wenn sie doch nur daheim geblieben wäre. Taddle hätte sich nie dazu verpflichtet gefühlt, seinen Eltern und ihrer Mutter den Gefallen zu tun, sie endlich mal von ihnen wegzuholen, weil die auch schon längst genug von ihr hatten. Sie hätte den anderen gestern nicht den Abend vermiest. Bestimmt hatte sie etwas Unpassendes gesagt. Sie alle hätten nicht das Gefühl gehabt, von einem Fan beobachtet zu werden. Sie alle würden sich jetzt nicht sorgen, dass jemand ihre Adresse veröffentlichen könnte. Warum hatte sie sich nicht ein einziges Mal, Liz? Fuck, ich... Scheiße. Adi... Adi, sie ist... Adi, verdammt, beweg deinen Arsch hierhin! Adians Versuche, seinen Mitbewohner von der verzweifelt weinenden Gestalt wegzuziehen, griffen ins Leere. Taddle war ganz einfach doch um einiges stärker als er. Es war kaum zu unterscheiden, wer von den beiden, also Liz oder Taddle, verzweifelter war. Felix? Ja, hey, hör zu, ich brauche ihm deine Hilfe. Kannst du schweigen? Sprach der Grünäugige in sein Handy und fuhr sich mit der Hand einmal kurz übers Gesicht, das ihm angesichts der unangenehmen Situation immer heißer zu werden schien. Warum hatte er denn auch nicht aufgepasst? Kapitel 4. Pass auf dich auf, ja? Elizabeth deutete ein Nicken an. Und wenn was sein sollte, schreibst du Adi oder mir, ja? Wieder nickte sie, griff dann ihre Tasche und stolperte so ein wenig unbeholfen auf den wartenden Zug zu. Kurz vor einem der Eingänge blieb sie stehen, blickte nach unten auf ihre Tasche und anschließend zu der großen Uhr neben ihrem Bahnsteig. Thaddeus drückte die kleine Gestalt fest an sich, kaum war sie regelrecht in ihn reingekracht. Danke, dass ich bei ihr sein durfte. Nuschelte Liz in seine Schulter hinein. Man konnte hören, dass sie weinte. Danke, dass du da warst. Erwiderte ihr Freund aber nur und strich ihr über das gefärbte Haar. Gerade als sie sich wieder umdrehen und zum Zug gehen wollte, richtete sich ihr Blick auf etwas, was irgendwo hinter dem anderen Blauhaarigen sein musste. Angst trat in ihren Blick und sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, schloss ihn dann aber wieder. Grüß Manuel von mir. Ich hab gehört, ihr nehmt gleich was auf. Stieß sich schließlich leicht grinsend hervor und ging mit einem letzten, flüchtigen Blick auf Taddles rot anlaufenden Kopf dann aber doch noch in den Zug.
Sonst wäre er womöglich noch ohne sie losgefahren. Welch ein Drama das doch gewesen wäre. Die letzten Tage in Köln waren relativ ruhig verlaufen. Es war nichts Spannendes passiert, aber es war angenehm so. Es war friedlich. Und obwohl die anderen alle einige Jahre älter waren als Liz, hatte das Mädchen die ungewohnte Zeit in der Großstadt genossen. Es war jedoch nicht der Freiraum, den es bereits beim Abschied vermisst hatte. Vielmehr, dass es dort eben diesen nicht genießen konnte. Es, das Mädchen, war von Leuten umgeben gewesen, die einander verstanden und liebten. Man hatte sie normal und nicht wie lästiges Ungeziefer behandelt. Sie war den anderen nicht egal gewesen. Schlampe! Ey! Elizabeths Augen verengten sich, als sie herumfuhr und sich einem blauäugigen Jungen gegenüber sah. Ich hab dich am Bahnhof gesehen. Du warst da mit diesem Jungen. Tuddle, nicht? Du warst ziemlich vertraut mit ihm. Du, ich weiß, dass du mich gesehen hast. Das Mädchen knurrte leise, ging einen Schritt zurück und musterte den Jungen verärgert. Mittlerweile hatte die Schule schon wieder begonnen und seit ihrer Abreise aus Köln war bereits weit mehr als ein Monat vergangen. Ohne ein weiteres Wort holte sie ein Heft aus ihrer Tasche und schlug es auf. Sie hasste ihr Herz gerade dafür, dass es mal wieder aus ihrer Brust zu springen drohte. Aber noch mehr hasste sie sich dafür, dass sie diesen Jungen vor sich nicht hasste. »Was wäre, wenn ich ein Foto davon gemacht hätte?« fragte dieser weiter und setzte sich an die andere Seite des Tisches. »Drück's aus, ramm es ein und häng's auf.« Er lachte leise. »Anderer Vorschlag. Ich lass hoch.« Es dauerte einige Sekunden, ehe Elizabeth aufblickte und in die funkelnden Augen ihres Gegenübers zu starren begann. Diese unglaublich schönen Augen, die an jede Sorge... »Elizabeth! Tobias! Könntet ihr euer Date vielleicht auf nach der Stunde verlegen?« mischte sich der Lehrer des Geschichtskurses des 12. Jahrgangs ein. Ein leises Schnauben kam von dem Jungen, aber er wandte sich nur schweigend ab und ging zu seinem Platz. Dies war der einzige Kurs, in dem sich keiner seiner Freunde befand, weshalb er sich auch meist relativ ruhig verhielt. Aber auch nur meistens. Die ganze Stunde über versuchte er, Liz' Blicke zu ignorieren, die schwer wie Eisen auf ihm hafteten, und erst nach den unerträglichen 90 Minuten Martin-Luther-Geschwafel kam er dazu, sie erneut auf das Foto anzusprechen. »Also, wie sieht's aus?« »Du hast das Foto. Musst du doch wissen.« Erwiderte sie aber nur und machte sich auf in Richtung Bibliothek. Der Junge hielt sie fest und stieß sie, sanft aber bestimmt, zu den Toiletten der Jungen. Außer zwei Fünfklässlern, die bei seinem Anblick relativ schnell das Weite gesucht hatten, befand sich niemand dort. Kein Wunder. Es roch entsetzlich nach einer undefinierbaren Säure. Aber woher kam die überhaupt, wenn doch nahezu niemand jemals wirklich freiwillig in diese Gaskammer ging? Du weißt genau, was passieren würde, sollte dieses Bild jemals an die Öffentlichkeit geraten, nuschelte er undeutlich und strich der wesentlich kleineren einige Haarsträhnen aus dem Gesicht. Und wir wollen doch nicht riskieren, dass unsere Queen hier von ihrem Thron gestoßen wird. Nicht wahr? Tobias! Der leise, sarkastisch lachende Unterton in Elizabeths Stimme machte ihre Abneigung gegenüber dieser Situation nur zu gut deutlich. Und dabei war sie doch eigentlich ganz zufrieden mit seiner Nähe. Du kannst mir nicht schaden. Nicht mehr. Vor nicht allzu langer Zeit noch hättest du es. Aber du weißt selber am besten, dass ich mittlerweile nichts mehr zu verlieren habe. Tobias' Augen wurden schmal. Ja, das wusste er. Er selber war es gewesen, der sich ihr als einer der ersten auf nicht gerade freundliche Art und Weise genähert hatte. Sei es auch so, dass er sich lediglich in der Öffentlichkeit über sie lustig gemacht hatte. Warum sie es gleich so überdramatisieren musste und von keinerlei nennenswerten Verlusten sprach, war mir doch schleierhaft. War doch schließlich nichts dabei, wenn man sich über das Aussehen anderer lustig machte. Sie sollte sich mal nicht so anstellen. Andere traf es schließlich bei weitem schlimmer. Ich glaube aber, dass sein Freund etwas zu verlieren hätte. Es war doch Tadel, oder nicht? Verdammt, was willst du eigentlich? Entgegnete Liz mit leicht gekräuselten Lippen. Der Versuch, ihr viel zu schnell schlagendes Herz zu überspielen, schlug kläglich fehl. So viel stand schon einmal fest. Meine Freunde und ich brennen darauf, dich endlich besser kennenzulernen. Vergiss es. Bei deinen Spielchen mache ich nicht mit. Das hast du schon mal mit jemandem gemacht und als es rauskam, war sie das Gespött der anderen und... Ihr Redeschwall wurde von den Lippen Tobias unterbrochen, die sanft gegen ihren Hals drückten. Ein Ausdruck von Entsetzen, oder war es nicht vielmehr eher Ungläubigkeit, machte sich in ihr breit, als sie für wenige Sekunden überlegte, ihn von sich zu stoßen. Aber gleichzeitig verspürte sie diese unglaubliche Freude, die sie sich schon seit so langer Zeit ausgemalt hatte. Diese Freude, wenn ihre Liebe endlich erwidert würde. Ein leichtes Grinsen schließ sich von Seiten des Jungen mit in den indirekten Kuss hinein, aber er machte keinerlei Anstalten, den eben nicht verhinderten Kuss zu unterbrechen. Er selber fühlte nichts dabei, nur war er es allmählich satt, von seinen Freunden als Schwuchtel bezeichnet zu werden, nur weil sie ihn ein einziges Mal dabei erwischt hatten, wie er einen anderen Jungen geküsst hatte. Und zugegeben war ihm dieser Schwuchtelkuss bei weitem lieber als der hier gerade. Und dabei war das hier noch nicht einmal ein richtiger. Wobei das wohl eher an der offensichtlichen Unerfahrenheit von Elizabeth lag, die nichts darauf zu erwidern wusste. Also,
Abgemacht? Fragte er, kaum hatte er sich von ihr gelöst. Sie nickte. Die Nachteile einer solchen Fake-Beziehung schob sie ganz gekonnt beiseite. Dafür war ihr Gehirn noch zu benebelt von einem eben erfolgten Halbkuss. Sag mal, kann es sein, dass das dein erster, beinahe Kuss war? Sie wurde rot, nickte und seufzte leise. Das würde ein langes letztes Schuljahr werden. Kapitel 4. Und wie ist es derzeit so? Tönte Tadeus' Stimme aus dem Kopf heran an Elizabeths Computer. Alles gut. Bei euch? Klar, nur manchmal ein bisschen stressig wegen verschiedener Aufnahmetermine. Cool. Das Mädchen zögerte. War cool nicht ein wenig seltsam als Reaktion auf Stress, den ein Freund hatte? Oder waren sie denn überhaupt Freunde? Also, ich meine nicht, fing sie schon an, aber Thaddeus unterbrach sie mit einem leisen, tiefen Lachen. Schon gut, Kleines. Eine angenehme Wärme machte sich in ihr breit, als sie diesen Namen hörte. Kleines. Es klang irgendwie liebevoll, ja fast schon beruhigend und doch freundschaftlich spöttisch. Irgendwie perfekt. Hä? Elizabeth wurde rot, als sie bewusst wurde, dass sie ihre Gedanken wohl vor sich hingemurmelt haben musste. Was? Nein! Nein, nichts, stammelte sie unbeholfen und drehte ein wenig an den Reglern an ihrem Mikrofon herum. Du hast gerade was gesagt. Was war das? Hakte der junge Mann einige hundert Kilometer entfernt nach und konnte sich ein leichtes Grinsen nur mit Mühe verkneifen. Er fand es süß, wenn sie so vor sich hinträumte und ihre Gedanken leise murmelnd in die Welt hinausschickte. Sie quiekte leise und schüttelte abwehrend mit dem Kopf. Zwar konnten die beiden sich nicht sehen, aber irgendwie fühlte sich diese Geste für sie gerade ziemlich passend an. Es war nichts, du musst dich verhört haben. Liz, lachte er laut auf und lehnte sich ein wenig vor. Du hast ja wohl etwas gesagt. Was war es? Es war nichts, murmelte sie aber nur. Erst nach einigen Sekunden des Überlegens hob sie ihre leicht schadenfrohe Stimme wieder an. Wie läuft's eigentlich so mit Manulein? Ach, halt die Klappe, erwiderte Thaddeus, und man konnte deutlich hören, dass er noch keinen Schritt weiter war. Wobei er sich eigentlich gar nicht mal so sicher war, woran er denn überhaupt war. Es war doch schließlich alles gut, oder nicht? Wie läuft die Schule? Fragte er daher, um irgendwie auf ein anderes Thema zu kommen. Es ist Schule. Ja, aber manche mögen die Schule. Das Mädchen seufzte leise. Ich gehe gerne hin. Aber? Naja, es ist halt... Sie unterbrach sich schnell selber und kniff ihre Augen fest zusammen. Nein, erinnerte sie sich an ihren Entschluss, niemanden von dem Deal mit Tobias zu erzählen. Ja? Hakte Thaddeus nach, aber sie schüttelte nur erneut abwehrend mit dem Kopf. Nein, ist egal. Liz, du hast... Es ist egal, okay? Brauste sie auf, zuckte jedoch noch in der gleichen Sekunde zurück, als sie sich ihrer eigenen Lautstärke bewusst wurde. Entschuldigung, nuschelte sie undeutlich und hängte noch schnell etwas von wegen, sie müsse noch lernen hinten an, ehe sie auflegte. Adi? Fragte Tuddle, kaum hatte sich seine Freundin etwas sehr unsanft verabschiedet und vergrub sein Gesicht in seinen großen Händen. Was gibt's? Irgendwas ist mit ihr, aber wenn ich sie danach frage, blockt sie ab, nuschelte er in seine Handflächen. Du warst auch mal nicht anders, erinnerte ihn der Dunkelhaarige mit einem sanften Lächeln an den Beginn ihrer eigenen Freundschaft. Bei unserem ersten Treffen waren deine Augen rot und verweint. Du hast mir immer wieder versichert, dass alles gut sei, bis du dann irgendwann von alleine auf mich zugekommen bist. Du konntest nicht mehr, das war okay, aber du hast dich selber dazu entschieden, mir zu vertrauen. Adi, murmelte Tuddle, blickte auf und seufzte leise. Aber was, wenn sie dann noch immer nicht rettet und aufgibt? So schätze ich sie nicht ein. Sie ist schlau und weiß es besser. Da bin ich mir sicher, versicherte Adi an ihm, ehe er nach Ideen fürs Abendessen fragte. Thaddeus seufzte ein weiteres Mal. Ja, vielleicht sollte er einfach abwarten. Ein flüchtiger Blick auf die Uhr ließ Elizabeth zusammenfahren. Es war bereits kurz vor Mitternacht und sie hatte noch immer nicht zu Abend gegessen. In Gedanken ging sie ihre bisherige Ernährung an diesem Tag durch. Frühstück, Mittagessen... Halt die Klappe! Zischte sie angestrengt, wedelte mit ihrer Hand durch die Luft und stand auf. Nein, danke. Zwar sprach sie nun nicht mehr deutlich weiter, aber ihre Augen verhängten sich ab und an, als würde sie sich ihre Mimik wie in einer Konversation verändern. Vom leichten Zucken ihrer Lippen begleitet, lief sie immer aufgeregter durch den Raum. Bist du nicht selber schuld daran? Murmelte sie vor sich hin, ehe sie sich auszuziehen begann. Ihr kritischer Blick glitt hinab zu ihren Beinen,
aber noch bevor sie ihre verräterischen Gedanken überhaupt selber hören konnte, erinnerte sie ihr Handy daran, dass sie nun endlich schlafen gehen sollte. Und letzten Endes tat sie dies auch. Und erneut hatte sie sich geradezu perfekt vor dem Abendessen gedrückt. Kapitel 6. Der nächste Tag zog sich zäh wie Baumharz. Der Schultag war voller nerviger Predigten über die angebliche Faulheit der Abiturienten, die ihre Zeit ja anscheinend viel lieber mit Drogen, Feiern und Koitus verschwendeten als mit Lernen. Genervt verdrehte Elizabeth ihre Augen. War es denn zu viel verlangt, einmal nicht mit lästigem Ungeziefer verglichen zu werden? Psst, machte der Junge neben ihr. Was ist das da zwischen dir und Tobi? Gute Frage eigentlich. Zu sagen, sie beide wären ein Paar, wäre glatt gelogen. Aber andererseits hatte sie sich das Versprechen abbringen lassen, niemandem zu erzählen, dass es eben nicht so war. Wir sind zusammen. Elizabeth, Ben, jetzt passt endlich auf und fang an zu arbeiten, ermahnte ihr Lehrer die beiden Schüler, wodurch das unangenehme Gespräch wohl oder übel auf die Pause oder weit, weit dahinter verschoben werden musste. Elizabeth war ein wenig unwohl zumute, als sie sich nach der sechsten Stunde zu Tobias Freunden stellte. Er selber war noch nicht da, wodurch die offensichtlich sehr verwirrten Jungen das unsichere Mädchen misstrauisch zu mustern begann. Oder eher gierig, aber das mochte wohl im Auge des Betrachters liegen. »Was machst denn du hier?«, fragte einer von ihnen. Seine roten Haare schienen regelrecht zu leuchten, als das Licht der Sonne direkt auf sie fiel. »Warten.« »Worauf?« »Auf mich«, raunte eine leise Stimme hinter Liz. Tobias lächelte leicht, als er seine »Freundin« von hinten umarmte und ihr einen sanften Kuss auf die Wange drückte. Ein ungläubiges Schnauben kam von vermutlich jedem von ihnen, aber sie sagten nichts weiter dazu. »Heute Abend bleibt aber doch noch unser Abend, nur für uns Jungs, oder?« vergewisserte sich der Rothaarige. »Wie hieß er noch gleich?« und atmete schon fast erleichtert aus, als ein bestätigendes Nicken von Tobi kam. Der schrille Läuten der Pausenklingel beendete das steife Gespräch der fünf. Nun gut, Liz hatte kein weiteres Wort mehr von sich gegeben und sie ging zurück ins Schulgebäude. Daheim schloss Elizabeth die Haustür so leise, wie es ihr irgendwie möglich war. Von ihrer Mutter gehört zu werden, konnte sie nun wirklich nicht gebrauchen. »Elizabeth?« »Ja, Mutter?« Sie unterdrückte ein Seufzen, drehte sich um und sah sich Catherine gegenüber. »Wie war die Schule?« Ein Ausdruck des Erstaunens legte sich über das Gesicht der Abiturientin. »Seit wann interessierte sich ihre Mutter für ihr Leben?« »Es ist halt eine Schule.« Ihre Mutter nickte. »Das Essen ist fertig.« »Ich habe keinen Hunger. Habe vorhin ja erst in der Schule gegessen. Aber danke.« Catherine nickte. Scheinbar wusste sie selber nicht, was genau sie dazu getrieben hatte, so ein völlig belangloses Thema anzusprechen. Obwohl, war es wirklich so belanglos oder stachen die Hüftknochen der 17-Jährigen nicht vielleicht doch schon zu sehr heraus? »Darf ich hochgehen?« »Klar.« Nach diesem schon irgendwie ziemlich fragwürdigen Gespräch schloss sich Liz in ihrem Zimmer ein und seufzte leise. Der Tag konnte ja nichts Gutes mehr mit sich bringen. »Hey, Kleines.« Sie drehte sich nicht um, als sie seine Stimme nah in ihrem Ohr hörte. Er würde ja doch nicht da sein. »Sind wir keine Freunde mehr?« »Waren wir es je?« murmelte sie und ließ sich auf den weichen Teppich sinken. »Die Besten.« »Dann komm am nächsten Mal auch zum Treffpunkt und lass mich nicht glauben, du seist tot.« Vor einiger Zeit war sie mal so naiv gewesen, sich auf ein Treffen mit diesem Jungen einzulassen. Mit diesem Jungen, der angeblich doch gar nicht existierte. Und wer war nicht aufgetaucht? Er. Sie fuhr ihren Computer hoch, kaum war sie wieder aufgestanden und setzte sich vor die zwei Bildschirme. Auf Discord fiel ein grüner Punkt neben einem ihrer Freunde auf und sie seufzte leise. Womit habe ich ihn denn überhaupt verdient? Neben Thaddeus' Benutzername tauchten drei Punkte auf, die signalisieren sollten, dass er gerade wohl dabei war, eine Nachricht an sie zu schreiben. Ob sie nicht doch besser einfach wieder offline gehen sollte? TJ Diskboy, 18.53 Uhr. Hast du kurz Zeit? Lizzie Shan, 18.54 Uhr. Hast du einen neuen Namen auf Discord? TJ Diskboy, 18.54 Uhr. Gerüchten zufolge ja. Ist nichts Besseres eingefallen. Also, hast du? Lizzie Shan, 18.57 Uhr. Gerüchten zufolge, ja. TJ Diskboy, 18.57 Uhr. Ich ruf an, warte kurz. Kurze Zeit später ertönte der typische Discord-Klingelton und das Mädchen seufzte ein weiteres Mal leise auf. Warum genau hatte er sich darauf eingelassen? Hey, meinte sie, kaum hatte sie den Anruf angenommen. Na du?
Sie beide schwiegen sich eine Zeit lang an. Elizabeth wusste, dass ihr Freund etwas sagen oder fragen wollte, weshalb sie sich auch ganz zufrieden damit gab, dass sie nichts zu sagen brauchte. Wie war die Schule? Fragte Thaddäus sich schließlich, womit er seine eigentliche Frage jedoch nur so weit wie möglich nach hinten zu schieben versuchte. Gut. Cool. Also, was ich fragen wollte, fing er endlich mit seinem Anliegen an. Bald hast du ja ein langes Wochenende wegen Tag der Deutschen Einheit und dann ja auch irgendwann wegen Herbstferien und bald ist das Jahr auch schon vorbei und dann hast du vorher wieder Ferien und ich wollte fragen, ob du dann vielleicht vorbeikommen magst. Elizabeth zögerte. Sollte sie wirklich? Ich will euch nicht zu sehr auf die Pelle rücken. Tust du nicht? Schnell senkte Tadel seine eben erst gehobene Lautstärke wieder und räusperte sich nervös. Sonst hätte ich nicht gefragt, glaub mir. Also möchtest du? In den Ferien habe ich bisher noch nichts vor. Am Tag der Deutschen Einheit bin ich mit meinem Cousin und meinen Großeltern in diesem Mini-Zoo hier irgendwo. Aber sonst könnte ich in den Herbstferien wohl, wenn du magst. Also, wenn ihr mögt. Also Adi und du, wenn er denn überhaupt einverstanden ist damit. Er ist einverstanden. Er hat mich sogar in gewisser Weise dazu gedrängt, dich zu fragen. Für einen kurzen Moment schwiegen sich die beiden Freunde wieder an, bis Tadel plötzlich mit viel zu schneller Stimme meinte, also damit meine ich nicht, dass ich das nicht will. Ich meinte nur, dass ich mich nicht getraut habe, also schon nur, getraut nur, mir nur nicht sicher war, weil du ja bestimmt auch was anderes vorhast oder so. Schließlich ist das ja dein letztes Schuljahr und so. Liz nickte bloß als Reaktion, die er noch dazu nicht sehen konnte. Also in den Herbstferien dann? Und die danach sehen wir dann irgendwie und Uhrzeiten könnten wir noch überlegen? Gerne. Gut, dann Manu wartet. Ist das okay, wenn ich jetzt gehe? Klar, viel Spaß, murmelte sie und lächelte leicht. Grüß ihn von mir. Mach ich. Nach einer kurzen Verabschiedung voneinander legten sie auf und Liz ließ sich rücklings auf ihr weiches Bett fallen. Warum genau soll er ihn von dir grüßen? »Das verstehst du nicht«, schnaubte sie leise, schnappte sich ein Kissen und warf es nach der blassen Gestalt neben ihr. Wie zu erwarten landete es bloß auf der Matratze, als hätte dort nie jemand gelegen. »Ich muss verrückt sein, ihm immer noch zuzuhören.« Kapitel 7. Mit einem zufriedenen Lächeln stellte Elizabeth den Kuchen auf die Arbeitsplatte. Er sah zwar nicht so gut aus wie auf der Verpackung der Backmischung, aber lecker würde er allemal sein. »Ist fertig!« rief sie, räumte die Sahne und den Zimt weg und lehnte sich an den Küchentisch. Ihre Mutter musterte den Kuchen neugierig. »Sieht gut aus.« »Danke«, erwiderte die Schülerin und überlegte, ob sie Teller und Gabeln schon einmal decken sollte. »Ich bin gleich mit Stefan in der Stadt. Du kannst ruhig schon was davon essen.« »Ich kann auch ruhig warten«, bot das Mädchen an. »Worauf?« »Naja, mit dem Kuchen essen. Ich kann ja ruhig warten.« »Ja, aber worauf?« Liz seufzte leise. Auf, kurz schien sie zu überlegen, begann dann aber wieder zu lächeln und suchte nach einem scharfen Messer. Weiß nicht, grinste sie schief und schnitt in den Kuchen. Vielleicht darauf, dass wir mal wieder einfach nur zusammensitzen? Ich bin dann oben, ja? Fragte sie und ging nach einem kurzen Einverständnis in ihr Zimmer. Unsicher, ob sie das Apfeltortenstück wirklich essen sollte, stellte sie es zwar auf ihrem Schreibtisch ab, wandte sich selber aber ihrem Keyboard zu. Frustriert strich sie über die defekten Tasten, schlug im nächsten Moment die ersten Töne von Summer Overture aus Requiem for a Dream an und seufzte leise. »Soll ich dir helfen?« Liz brummte leise. »Nein, danke. Du kannst selber doch keine Noten lesen.« »Du kannst es, aber tust es nicht.« »Jetzt sei still«, fauchte sie leise, wedelte kurz mit der rechten Hand durch die Luft und schellte das Keyboard wieder aus. »Sag mal, kann es sein, dass du deine Tage hast?« »Nein, habe ich nicht.« »Warum dann die Stimmungsschwankung?« »Ich habe keine Stimmungsschwankung«, brauste sie auf und setzte sich an ihren Schreibtisch. »Warum verstand er es denn nicht? Es ging ihr prima.« »Soll ich gehen?« »Ja, also, nein, ich weiß nicht.« Lustlos drehte sie sich auf ihrem Schreibtischstuhl im Kreis. »Liz?« »Hä?« »Dein Handy klingelt.« »Ist nur Toby.« »Elizabeth«, rief jemand von unten. »Dein Freund ist da.« »Wann bist du auf die grandiose Idee gekommen, mich zu besuchen?« fragte Liz keine 2 Minuten später und blickte Tobias vorwurfsvoll an. »Ich war gerade in der Nähe und wollte meine Freundin sehen.«
Toll, dann such dir eine. Liz, seufzte er, hielt sich fest und suchte ihren Blick. Ich bin es leid, von meinen Freunden aufgezogen zu werden, nur weil ich mal einen Jungen geküsst habe. Dann sag ihnen doch einfach, dass du auf Schwänze stehst und fertig ist. Das geht aber nicht so einfach, seufzte er, ließ von ihr ab und lief weiter. Ach, du verstehst das nicht. Du bist hetero und kannst das nicht nachempfinden. Ein leises Lachen drang aus der Kehle des Mädchens. War das gerade wirklich sein Ernst? Denkst du echt, ich wäre nicht mindestens bi? Fragte sie daher belustigt und folgte ihrem Scheinfreund. Du hattest bisher noch nie eine Beziehung. Woher sollte ich das denn wissen? Einfach mal fragen. Außerdem war ich mal... Sie zögerte. Ich stand mal auf eine Freundin von mir. Vor 2 Jahren oder so. So sehr interessierst du mich dann doch nicht. Fick dich. Dafür ist doch meine Freundin da. Sein humoristisch dreckiges Grinsen verging ihm, als Liz ihren kühlen Blick auf ihn richtete und ihn überholte. Fahr die Krallen ein. Ich rühr dich nicht an. Deine Jungfräulichkeit geht mich schließlich nichts an. Du warst selber nicht viel weiter. Sie beide hielten an einer kleinen Brücke und blickten einige Zeit lang stumm auf das ruhige Wasser. 2 Schwäne dümpelten seelenruhig vor sich hin. Eine Wespe summte an ihnen vorbei. 3 Enten schnatterten fröhlich um die Wette. Es war angenehm und friedlich, bis... »Warum trägst du die?« fragte Tobias mit einem Blick auf die gestreiften Armstülpen seiner Mitschülerin. »Mode?« »Du weißt aber schon, dass man bei dir auch gut denken könnte, du hättest dir darunter deine Arme aufgeritzt.« »Das klingt vulgär.« »Es ist auch.« »Hast du?« »Ich denke nicht, dass sich das was angeht.« »Hast du?« »Was interessiert dich das überhaupt?« »Ich stand 2 Jahre lang auf dich, in denen du dich nicht für mich interessiert hast.« »Zumindest nicht im Positiven.« Tobias seufzte leise. »Hast du?« fragte er ein weiteres Mal, nur war es diesmal etwas leiser und vorsichtiger. »Nicht tief.« »Warum?« Ihre Augen richteten sich auf einen Punkt in weiter Ferne und sie lächelte leicht. Oder grinste sie nicht viel mehr? Dabei fand sie dieses Thema alles andere als lustig. »Ich habe meine Gründe.« Als sie etwa 1 Stunde später wieder vor Liz' Haustür standen, blickten sie sich lange Zeit verstohlen an, als würde der jeweils andere nicht bemerken, dass ihre Augen sich immer wieder trafen. »Dann bis morgen«, flüsterte er, lächelte und ging einen Schritt vor. »Schätze ich mal.« »Ja«, erwiderte sie, tat es ihm gleich und zog ihn ohne noch groß zu überlegen in eine innige Umarmung. Als er sie für den Bruchteil eine Sekunde nicht erwiderte, bestimmt wollte er ja gar nicht so nah sein, löste sie sich schnell wieder von ihm. »Entschuldigung«, nuschelte sie, wandte sich ab und wollte schon ins Haus flüchten, als sich von hinten 2 Arme um sie schlangen und sie zurückzogen. »Hey, ist doch alles gut«, raunte Tobias, legte seinen Kopf auf ihrem ab und lächelte vorsichtig. »Ich war bloß überrascht.« »Ich kenn diesen Blick«, brummte der Junge neben Liz und musterte sie verärgert. »So siehst du ihn schon seit 2 Jahren an und er dich neuerdings auch.« »Halt die Klappe«, seufzte sie aber nur und ließ sich selig lächelnd auf ihr Bett fallen, ehe sie anfing, ihr Tortenstück vom frühen Abend zu essen, was sich im Liegen alles andere als leicht herausstellte. »Liebst du ihn?« »Nein.« »Aber du stehst auf ihn.« Der Vorwurf war eigentlich nicht zu überhören, aber scheinbar machte Liebe, oder was auch immer er stattdessen sein mochte, nicht nur blind, sondern auch taub. Noch dazu bereitete ihr das Tortenstück gerade mehr Schwierigkeiten als Manuels Eifersucht. »Darf ich nicht einfach mal in Ruhe glücklich sein?« Sie drehte sich auf den Bauch und warf einen flüchtigen Blick zu dem Jungen, der sie nach wie vor unzufrieden anblickte. »Ja, fein, meinetwegen«, murrte er. »Ey, Manu, warte!« wollte sie ihn aufhalten, doch es kam schon nichts mehr zurück. »Spast«, brummte sie, was auf und machte sich bettfertig. »Gute Nacht«, versuchte das Mädchen noch, den Jungen wieder zu besänftigen, aber scheinbar schmollte er noch immer vor sich hin. Kapitel 8. »Bist du schon fertig?« Neugierig schnappte sich Tobias Elisabeths Arbeitsblatt und überflog es grob. »Halt die Klappe und mach die Aufgaben selber«, brummte die jedoch, zog den Zettel zu sich zurück und musterte die wenigen, bereits geschriebenen Worte ihres Freundes. »Kann ich deine Handschrift haben?« Nachdenklich stützte sie ihren Kopf auf seine Schulter ab. »Dann wärst du ja auch überhaupt nicht OP oder so, ne?« »Hä, warum?« »Ich will doch nur nicht immer so eine scheiß Handschrift haben«, rechtfertigte sie sich und gähnte leise, was sich, zugegeben, als ziemlich unbequem herausstellte, wenn man das Visum ihres Kopfes bedachte. »Damn, 2,0 und eine geile Handschrift? Denk bitte nochmal drüber nach.« »Halt die Klappe.« »Könnten sich die Herrschaften nun bitte wieder auf die Aufgaben konzentrieren?« Herr Buchner, der Vertretungslehrer für den Geschichtskurs,
musterte die beiden Schüler streng, aber auch irgendwie mit einer Spur Belustigung. Klar, gab Tobias ein wenig perplex von sich, was Liz nur leise kichern ließ. Klar, stimmte auch sie zu, rückte ein wenig von ihrem Freund weg und machte sich höchst konzentriert an die letzte Aufgabe. Warum auch immer, sie fand diese Situation urkomisch. Elizabeth hatte gerade ihre Schuhe vor ihrem Zimmer abgestellt, als ihr Handy in ihrer Hosentasche zu vibrieren begann und die leisen Gitarrenklänge von Selfish ertönten. Haiti, nuschelte sie, ihr Mittagessen balancierend, und schloss ihre Zimmertür hinter sich ab. Bist du im Bad? Fragte er irritiert. Nee, warum? Weil du abgeschlossen hast. Ein wenig verwundert blickte das Mädchen von ihrer Steckerleiste auf ihrem Computer auf. Ob das so gesund war für den PC? Liz? Was? Ach so, nee, ich schließe mein Zimmer nur meistens ab, erklärte sie sich schnell, wobei die Frage nach dem Warum dadurch eigentlich noch immer ungeklärt war. Was wolltest du eigentlich? Ich, einfach ein wenig mitreden. Also, wenn es okay ist und du Zeit hast und Lust und... Sehr gerne, unterbrach sie sein Gestammel mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Okay, cool. Was machst du gerade? Fragte er, in der Hoffnung, jetzt ein wenig sicherer zu sprechen. Mein PC hochfahren und darauf warten, ihn wieder zu erdolchen. Du weißt aber schon, dass man seinen PC damit auch zerstören kann? Ja, schon, aber sonst kann ich ihn nicht benutzen, weil er sonst total den epileptischen Anfall hat und dann steht da was von wegen Neustarten und BIOS und... Warte kurz, ich helfe dir da, ja? Nein, musst du nicht, du hast bestimmt Besseres zu tun. Liz, ich krieg das schon hin. Wirklich, Liz! Langsam ließ sie ihr Handy sinken. Hatte sie ihn verärgert? Jetzt hör mir doch mal zu, lachte ihr Freund in sein Handy. Was mit BIOS gemeint ist, weißt du? Naja, murmelte sie. Okay, im Grunde genommen ist es eigentlich, begann er zu erklären. Es machte ihm nichts aus, seine Zeit damit zu verbringen, über solchen Themen zu helfen. Und um ehrlich zu sein, freute es ihn sogar, einfach nur ihrer Stimme lauschen zu können. Kapitel 9. Schöne Ferien! Was reden Sie da bitte von Ferien? Grummelte Tobias. Wir haben 2 Wochen frei, die ich mit Lern verbringen darf. Mehr nicht. Und einen Tag davon verbringe ich mit meinen Großeltern, stimmte Elizabeth in sein Gejammer ein. Während die beiden in Richtung Busbahnhof liefen, begann es leicht zu nieseln. Was hast du heute eigentlich noch so vor? Fragte Tobias, kaum hatte er sich die richtigen Worte zusammengesucht. Am Abend wollte ich noch mit T reden, aber ansonsten nichts. Du? Naja... Unsicher musterte er seine Scheinfreundin. Ich dachte, wir könnten vielleicht ins Kino gehen. Oder ein Eis essen oder sowas. Elizabeth lächelte. Du meinst, wie eine Art Date? Ein vorsichtiges Nicken war die Antwort. Vielleicht solltest du das besser mit jemandem fragen, den du wirklich magst, murmelte sie und richtete ihren Blick wieder auf die roten Steine unter ihren Füßen. Das habe ich. Mit einem aufrichtigen Lächeln hob er ihren Kopf leicht an, sodass sie direkt in seine Augen blickte. Augenblicklich begann sie leicht zu lächeln. Sehr gerne. Mit großen Augen blickte Tobi das Mädchen an, begann augenblicklich zu strahlen und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Ein wenig überrumpelt blickte sie ihn an, sagte aber nichts dagegen. Ich muss mich noch fertig machen. Wäre es okay, wenn ich dann jetzt auflege? Fragte Elizabeth einige Stunden später an ihr Mikrofon. Klar. Wohin geht's? Tadeo sprach leise. Er war müde und konzentrierte sich gerade auf den Schnitt seines neuesten Musikvideos. Ich treffe mich mit einem Freund. Einen Moment lang schwieg er, stützte seinen Kopf auf seine Hand ab und ließ seinen Blick schweifen. Einem Freund? Fragte er schließlich. Ein wenig irritiert erwiderte Liz. Ja, ein Mitschüler. Wieder schwieg ihr Freund. Hey, ist alles okay? Fragte sie ihn. Klar, brummte er. Ich hab sowieso noch einen Videodreh mit Adi. Man sieht sich. Keine Sekunde später hatte Tadel den Discord-Raum verlassen und war offline gegangen. »Du bist abwesend«, merkte Tobias an, während Alice starren Blick auf sich zog. Sie lächelte leicht. »Bin nur müde. Und eine scheiß Lügnerin.« »Ich hab Tadel, glaube ich, irgendwie verärgert. Keine Ahnung. Ich meine, ich hab mich von ihm verabschieden wollen und meinte, dass ich mich fertig machen muss. Er meinte dann halt, dass es okay sei und hat gefragt, was ich denn mache, als ich da meinte, dass ich mich mit einem Freund treffe und dass es halt ein Mitschüler sei. War total seltsam und meinte, dass er noch was mit Adi aufnehmen muss.« Er wirkte total abweisend. Keine Ahnung. Und ich meine, er ist nicht mal bei unserer ersten Begegnung so gewesen und... Sie stockte in ihrem Redeschwall. Fuck. Sorry.
Tut mir leid, ich rede wieder viel zu viel nur von mir. Tut mir leid. Verwirrt musterte er sein Date. Warum entschuldigst du? Tut mir leid. Wirklich. Ich meine, deshalb rede ich eigentlich nicht so viel. Weil ich dann immer nur von mir rede und scheiße, ich tue schon wieder. Und ich hab dich unterbrochen, oder? Tut mir leid. Wirklich. So amüsant ihre unbeholfenen Äußerungen auch wirken mochten, ein eindeutig zu geringes Selbstwertgefühl steckte dahinter. Ohne etwas zu sagen, blickte er sie nun an. Sie erwiderte seinen Blick, nur sammelten sich in ihren blauen Augen nach und nach immer mehr Tränen. Hey, ist doch alles gut. Ja, du hast gerade von dir geredet, aber das ist doch nicht schlimm, versuchte er ein wenig unbeholfen, sie zu beruhigen. Doch, das ist total egoistisch. Tut mir leid, wird dich wieder vorkommen, ja? Ey, stopp mal kurz. Inwiefern war das egoistisch? Wer erzählt so einen Bullshit? Er umfasste ihre Hände, während er vorsichtig über ihre Wange strich. Nervös biss sich das Mädchen auf die Unterlippe. Wie undankbar wäre es, zu verraten, wer ihr das erzählt hatte. Tobi seufzte leise, ehe er leicht zu lächeln begann. Hey, weißt du was? Ich lösch das Bild. Er holte sein Handy aus seiner Hosentasche, entsperrte es und öffnete die Galerie. Er wollte gerade bestätigen, dass er das Bild von Elizabeth und Tuttle wirklich löschen wollte, als eine Nachricht auf dem Display erschien. Tobias Augen huschten von rechts nach links. Auch Elizabeth las sich die Nachricht durch. Einmal, zweimal und auch ein drittes Mal. Liz, warte! Rief er aus, als sie gerade hatte gehen wollen. Seine Hand umklammerte ihre. Sie sollte nicht gehen. Ist das dein Ernst? Hast du sie schon flachgelegt? Gab sie den Inhalt der Nachricht wieder. Hey, das war nicht so gemeint, okay? Du kennst meine Freunde. Die sind halt so verdammt sexbasiert, fiel sie ihm ins Wort, riss sich los und ging einige Schritte rückwärts. Liz, ich will dich nicht flachlegen, okay? Ich wollte einfach nur mal außerhalb dieser Scheinfreundin-Rolle ein Date mit dir haben, okay? Mit dir als Freundin und nicht als Scheinfreundin. Ein raues Lachen entfloh ihrer Kehle. Natürlich. Du könntest jeder haben, aber niemand wäre so dumm, deine Freundin zu spielen. Nur ich, weil ich dich 2 fucking Jahre geliebt habe. Und du das wusstest und mich genau deshalb gefragt hast. So war das nicht, schrie Tobias. Ich hab dich echt gern, okay? Zum Ficken, was? Voller Zorn riss er die Kleine zu sich, umklammerte eine ihrer Schultern und holte mit der anderen zur faustgeballten Hand aus. Seine Augen waren weit aufgerissen. Tränen glitzerten in ihn. Fassungslos blickte sie auf seine Faust, die drohend neben seinem Kopf verweilte, nur um jeden Moment gegen ihren zu krachen. Ich, stammelte er unbeholfen. Er zitterte, ließ seine Faust jedoch an Ort und Stelle. Elizabeth holte tief Luft. Sie fiebte leise. Ich wollte nicht. Ist schon gut, flüsterte sie mit hoher Stimme. Ein verzweifeltes Lächeln lag auf ihrem Gesicht. Ich hätt's verdient. Tobias' Lippen zitterten. Er öffnete sie, schloss sie und öffnete sie wieder. Aber Liz war schon weg, hatte sich aus seinem klammernden Griff gewunden und war in der Dunkelheit verschwunden. Hey! Lächelnd lief Elizabeth am nächsten Tag auf ihren Cousin und auf den freien Sitzplatz neben ihm zu. Der Bus startete bereits, wodurch sie leicht ins Schwanken geriet, sich dann aber doch noch sicher auf das Polster fallen lassen konnte. Er lächelte ebenfalls, nickte und begrüßte sie. Die Landschaft um sie herum veränderte sich nach und nach immer mehr, bis ihnen ein großer Holzbär mit der Aufschrift Tierpark die letzten Meter in Richtung des Parks weiste. »Steigt aus, Kinder!« rief die Großmutter der beiden, kaum hatte der Bus gehalten. »Was sollen wir machen?« fragte Elizabeth, als die versammelte Mannschaft vor dem Reisebus stand. »Ach«, lächelte ihr Großvater, »ihr könnt euch den Park ansehen. Am Ende wäre es nur schön, wenn ihr uns helft, die Kleinen alle wieder einzusammeln.« »Okay, cool«, meinte der Junge mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. »Dann bis später.« Schweigend liefen die beiden nebeneinander her. Die Affen neben und unter der hölzernen Brücke blickten ihnen nach, als würden sie dem Mädchen Glück wünschen. Als würden sie mit ihr fühlen und sie gerne vor dem Kommenden beschützen. Aber was waren sie denn bitte? Nur dumme Affen. Nur die Verwandten des Menschen. So wie er der Verwandte von ihr war, mit dem sie sich damals doch so gut verstanden hatte.
Kapitel 10. »Ey, Schnitzel«, rief der Junge, während er das Nilpferd beobachtete, wie es seinen gewaltigen Kopf in Richtung der beiden Kinder schwenkte. »Schnitzel?« Belustigt lehnte Elizabeth sich an das gläserne Geländer. »Ich würde es ja eher Nils nennen.« »Nils?« Schnitzel.« Grinsend lief sie weiter zu dem Gehege der Ziegen. »Man kann da rein, oder?« fragte sie mit Blick auf ein Schild mit der Aufschrift »Streichelzoo«. Verträumt strich sie über das borstige Fell der kleinen Ziegen. Es kümmerte sie nicht, dass sie teilweise an ihrem Handy knabberten und einige Abdrücke auf dem Backcover hinterließen, was sie später noch genau an diesen Tag erinnern sollte. Aber woher hatte sie das denn noch wissen sollen? Schließlich konnte sie nicht in die Zukunft sehen und sie ganz sicher auch nicht verstehen. »Lass uns mal unterstellen«, meinte er, als die ersten Regentropfen auf ihren Häuptern Platz zum Leben fanden. Ohne dem Regen wirklich entkommen zu können, standen die beiden Kinder unter einem kleinen Bäumchen, welches gewiss noch nicht ausgewachsen war. Doch kaum hatte der Regen ein Ende gefunden, war der Weg von unzähligen, großen Pfützen übersät. »Hey, lass mal einen Huckepack«, schlug er vor und sie stimmte zu. Sie wunderte sich nicht sonderlich über seine ungewohnten Berührungen. Beim Huckepack musste man sich eben festhalten. Kaum war er wieder abgesprungen, rannten sie los. Das Lachen der beiden gellte durch den Tierpark. Erstaunlich wenig Leute waren in diesem Teil des Parkes. Ob er sich dessen wohl bewusst gewesen war? Er umschlang sie wie in einer Umarmung von hinten, als er sie erreicht hatte. Seine Hände umfassten leicht die Konturen ihrer Brüste. Augenblicklich verstummten ihre Gedanken. Hätte ihr jemand aus ihrem Kopf zugeschrien, dass sie sich bewegen sollte? Sie hätte es nicht gehört. Vielleicht hatte ihr Freund, Manuel, ihr sogar helfen wollen. Vielleicht hatte er versucht, sie zum Handeln zu bewegen. Aber nie hatte er etwas darüber gesagt. Also hatte er wohl auch einfach nur zugesehen. Zugesehen, wie man in ihr den Wunsch sehte, zu ertrinken. »Dein Herz klopft schnell«, flüsterte er. Ein unsicheres Lächeln huschte über ihr Gesicht, als sie seine Hände griff und sie vorsichtig von sich löste. »Ist logisch, wenn man eben gerannt ist«, meinte sie und lief weiter. Warum umarmte er sie schon wieder? Warum berührte er ihre Brüste ein weiteres Mal? Warum gab sie nicht mehr als ein »Ich mag Umarmungen nicht so« von sich? Warum schob sie es erneut darauf, dass er ihr Geschlecht vergessen hatte und wie falsch das ihr gerade wirken konnte? Und warum lief sie einfach nur weiter, kaum hatte sie sich erneut aus seinen Armen gewunden? Verunsichert hielt sie inne. Hatte er etwas gesagt? »Du sagst es niemandem, oder?« Nur kurz hob sie ihren Blick, sah ihrem Cousin jedoch nicht lange in die Augen. »Was soll ich denn sagen?« fragte sie eintönig. »Du sagst es deiner Mutter nicht, dass ich dir an die Brust gefasst habe, oder?« Einen Moment lang schien sie zu zögern, nickte dann aber. »Es gibt nichts, was ich sagen könnte«, murmelte sie schließlich. Und das war nicht als Einverständnis gemeint. Es gab ganz einfach nichts, was sie sagen könnte. Aber wenn nichts passiert war, warum war das Mädchen dann so erleichtert, mit diesem Jungen nicht mal alleine zu sein, als ihre Großeltern sie begleiteten, um sich ein Softice zu holen? Es war doch alles gut, nicht wahr? Oder? Es war doch alles gut. Schweigend sah sich Elizabeth die Bilder und ausgestopften Tiere im Kaminzimmer ihrer Großeltern an. Ihr Cousin musterte sie dabei. Woran dachte er wohl, während er seine nächsten Schritte wählte? Oder hatte er gar nicht nachgedacht über das, was er ihr angetan hatte? Das Brettspiel, irgendeines mit Hippos, das sie eigentlich hatten weiterspielen wollen, lag zur Hälfte ausgepackt vor ihnen auf dem steinernen Tisch. Einige Momente dauerte es noch, ehe der Junge die nur wenig jüngere Person zu sich zog. Sein rechter Arm war dabei ungefähr an ihrer Hüfte, sein linker unterhalb ihrer Oberschenkel, gefährlich nah an ihrem Hintern. »Bist du kitzlig?«, fragte er, scheinbar um seinem Handeln einen Grund zu geben. »Nee, eigentlich nicht«, erwiderte sie und rückte wieder ein wenig von ihm weg. »Sicher?« Als er sie das nächste Mal zu sich zog, »Willst du nicht auch hier übernachten?«, fragte ihr Cousin sie, als sie sich bereits aufbruchsbereit gemacht hatte.
Ihre Mutter meinte, das wäre okay. Du könntest hier ruhig übernachten. Stimmte ja. Ihr Cousin blieb noch einige Tage bei ihren Großeltern. Nee, ich schlaf lieber daheim, winkte Elizabeth lächelnd ab. Ach komm, du kannst hier auch übernachten, drängte sie der Junge. Nein, ich übernachte nicht so gerne woanders, verneinte sie ein zweites Mal. Und tatsächlich, dieses eine Mal ließ man ihr die eigene Wahl, über ihr Schicksal zu entscheiden. Aber wie wäre es gelaufen, wären die anderen Erwachsenen nicht bei ihnen gewesen? Was wäre gewesen, hätte sie nun doch noch nachgegeben? Was wäre in der folgenden Nacht passiert? Denn Liz wusste genau, dass ihre Großeltern nur ein Gästezimmer hatten. Mit nur einem Gästebett für zwei Personen. Eilig drehte sie das Wasser auf und ließ es in viel zu hohen Temperaturen auf ihren zitternden Körper prasseln. Sie schluchzte leise. Warum fühlte sie sich so schmutzig? Benutzt, als hätte man ihr etwas angetan, was sich nicht gehörte. Dabei war doch gar nichts passiert. Winselnd rollte sie sich auf dem Boden der Dusche zusammen. Ihre Nase und Mund waren unterhalb der bereits angesammelten Wasserfläche. Sie wusste zwar, dass sie so nicht lange klarkommen würde, aber war das so schlimm? Was wäre denn schlimm daran, nicht mal atmen zu können und in einer winzigen Pfütze Blut am Wasser zu ertrinken? Nach Luft schnappend fuhr sie hoch. Etwas hatte gestört. Etwas hatte einen Laut von sich gegeben. Etwas... Ihr Handy vibrierte unaufhörlich. Vorsichtig duschte sie sich zu Ende, verließ den kleinen Glasraum und wusch sich noch einmal Gesicht und Hände. Vorsichtig verteilte sie ein wenig Wasser auf ihrem Dekolleté in Richtung ihrer Brüste, ehe sie sich abzutrocknen begann. Vorsichtig berührte sie die Stellen, die er berührt hatte. Tadde? Flüsterte sie in ihr Handy, als sie den gut 100. Anruf von Thaddäus angenommen hatte. Verdammt, ist das dein Ernst? Fauchte der. Sie winselte leise. Ich spare dir deine Entschuldigung. Das kann doch nicht der verkackte Ernst sein! Die, bitte, hilf mir. Es ist was paar... Hilf dir selber. Ganz ehrlich, du hast dich mit diesem Bild ziemlich in die Scheiße geritten. Und er legte auf. Er hatte ihr nicht einmal zuhören wollen. War wütend wegen eines Fotos, das ich Elizabeth gar nicht erst anzusehen brauchte. Sie wusste, welches Bild er meinte. Und sie wusste, wer es veröffentlicht hatte, anstatt es, wie ursprünglich vorgehabt, zu löschen. Mit zitternden Fingern schrieb sie eine Nachricht, in der sie schilderte, was passiert war. Aber sie schickte sie nicht ab. Nur in ihrem eigenen Chat wurden die Ereignisse dieses Tages festgehalten. Und die Dinge, die sie schon längst vergessen hatte, hätten vielleicht auch für immer in diesem Chat bleiben und nicht mal nach draußen dringen sollen. Aber woher hatte sie denn auch wissen sollen, dass sie ihre Erinnerung im Nachhinein betrügen würde? Kapitel 11 Tobias! Rief Elizabeth am nächsten Montag aus, kaum hatte sie ihren Ex-Scheinfreund erblickt. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst! Scheinbar unbeteiligt winkte er ab. Du hast es drauf angelegt. Ich habe nichts getan! Du hättest nicht weglaufen sollen, fauchte er. Seine sichere Miene war bereits nach den ersten Worten in sich zusammengefallen. Ich bin weggegangen, weil du mich nur ins Bett hast bekommen wollen. Weil du dir nicht eingestehen willst, dass du auf Schwänze stehst. Er knurrte leise. Du hast nicht das Recht. Wozu habe ich nicht das Recht? Zu sagen, dass du eine Schwuchtel bist? Nennst du Schwule nicht so? Schwuchtel? Seine Hände ballten sich zu Fäusten. Sie hatte nicht das Recht, das hier vor allen Leuten auszusprechen. Wenn du nicht endlich deine Scheißfresse hältst, schlage ich diesmal wirklich zu, drohte er. Tu's doch, provozierte Liz. Na los, schlag mich doch. Zeig doch ein, dass du deine Aggression nicht unter Kontrolle hast. Tobias spuckte Feuer auf den Boden, tat ihr aber nichts. Du bist es nicht wert. Sie lachte trocken auf. Immer noch mehr als du. Hey, Tadde, ruf mich bitte zurück. Ich kann's erklären, das mit dem Foto war nicht so, wie du vielleicht denkst, sprach Liz in ihr Handy, als erneut nur die Mailbox ihres Freundes anging. Kaum hatte sie wieder aufgelegt, erschien eine unterdrückte Nummer auf ihrem Display. Elizabeth Routledge, meldete sie sich. Sie verstand diese Leute, die nur bei dem Anzeigen bekannter Nummern oder Namen rangingen, nicht. Hey, Lizzie. Adrian. Wie geht es dir? Fragte er leise. Sie antwortete nicht.
Hat irgendwer etwas zu dir gesagt? Wo ist Tuttle? Fragte sie, ignorierte seine Frage. Er hat sein Handy ausgeschaltet. Wollte die Kommentare unter dem Bild nicht mehr sehen. Es tut mir leid, ich habe versucht, Tobi umzustimmen, aber dann haben wir uns gestritten und wer ist Tobi? Wie kam es zu dem Bild? Unterbrach er die Freundin seines Brudis. Sie zögerte. Ein Mitschüler. Liz, meinte er bestimmt. Wie kam es zu dem Bild? Er muss es am Bahnhof gemacht haben. Warum hat er es hochgeladen? Nervös lief Elizabeth in ihrem Zimmer umher. Sie würde wie eine billige Schlampe wirken, würde sie es erzählen. Erzähl's ihm doch einfach. Halt die Klappe, zischte sie in Richtung der blassen Gestalt, die sehnreuig auf ihrem Bett saß. Verwirrt blickte Adrian von seinem Handy auf. Wie? Fragte er. Ein hastiges »Sorry, war nicht an dich«, kam zurück. Ist da wer bei dir? Ja, nein! Also, nein, das war nur eine Katze ja draußen vorm Fenster. Er seufzte leise. Sprach dieses Mädchen eigentlich einmal die Wahrheit? Und warum hat er das Bild nun hochgeladen? Wollte er auf das eigentliche Thema zurückkommen. Er hat mich gebeten, seine Scheinfreundin zu sein. Also damit seine Freunde nicht mehr denken, er wäre schwul und dann aber war da diese Nachricht und wir haben uns gestritten und er hat's veröffentlicht. Adi seufzte leise. Ist sonst alles okay bei dir? Klar. Bei dir? Auch er bejahte, dass sie alle beide logen, wussten sie. Müde lehnte sich Elizabeth an die helle Wand in ihrem Zimmer. Ihre Augen waren schwer, als hätte sie ewig lange nicht mehr geschlafen. Sollen wir auflegen? Fragte Adi an sie. Sie lächelte leicht. Wie du möchtest. Du klingst müde, deshalb frage ich. Ich würde jetzt eh noch nicht schlafen gehen. Oder willst du auflegen? Du hast morgen zwar keine Schule, hast aber seit fast 3 Stunden nichts gegessen und wir haben es schon nach 12. Er würde sich gerne noch weiter mit ihr unterhalten, aber dann würde sie wohl am nächsten Tag nur noch müder sein, als sie es ohnehin schon immer war. Mir geht's gut. Wirklich? Lachte sie leise in ihr Handymikro. Oder bist du müde? Nein, ich nicht, murmelte er und ließ sich rücklings auf sein Bett fallen. Was hast du noch alles vor in den Ferien? Fragte er schließlich. Eigentlich nichts. Außer halt zu euch zu fahren, ne? Wobei, ich wollte noch ein wenig an neuen Gedichten arbeiten. Du dichtest? Interessiert drehte er sich auf den Bauch und stützte sich auf seine Unterarme. Gelegentlich, nuschelte sie. Und was hast du demnächst noch vor? Eigentlich nichts. Außer halt mit dir und T was unternehmen, ne? Typisch YouTuber. In erster Linie bin ich Musiker. Aber du bist auch YouTuber, grummelte Elizabeth und kuschelte sich ein wenig in ihre Decke. Ihre Lieder fühlten sich schwer an. Ja, ja. Adrian lächelte leicht. Schlaf gut, meinte er leise, wohlwissend, dass seine Freundin bereits eingeschlafen war. Kapitel 12. Nachdenklich musterte Elizabeth ihr Zugticket nach Köln, während sie durch die Gänge des Drogeriemarktes ging. Sollte sie Tuttle anrufen und ihm sagen, dass sie ruhig daheim bleiben konnte? Dann würde sie es ihm ersparen, sie wieder auszuladen. Tu's nicht, murmelte eine Stimme hinter ihr, griff nach den Zugtickets und legte sie auf einen Stapel an Taschentuchpaketen. Blondes Haar trat in ihr Blickfeld. Tobias atmete hörbar in ihr Ohr und schlang seine Arme von hinten um ihren Körper, wie er es auch früher schon getan hatte. Es tut mir leid, flüsterte er. Aber trotzdem hast du total überreagiert. Er konnte sehen, wie sie nickte. Ist alles wieder cool zwischen uns? Fragte er, drehte sie herum und blickte geradewegs in ihr tränennasses Gesicht. Hey, was ist denn los? Kannst du... Sie hielt inne. Kannst du mich loslassen? Klar, meinte er und ging einen Schritt zurück. Hat sich das Metall wieder angekriegt? Elizabeth seufzte leise. Nein. Soll ich mal mit ihm reden? Nein. Bist du sauer auf mich? Nein. Schweigend blickten sich die beiden an. Beziehungsweise sah er Tobias sie an. Liz' Augen huschten immer mal wieder zur Seite.
blickten nie länger als einen Wimpernschlag lang in die Seinen. Er zögerte. Irgendetwas stimmte mit ihr nicht. Elizabeth zögerte ebenfalls, nur bei etwas anderem als er. Sie zögerte, einen der Verkäufer anzusprechen und zu fragen, wo sie den Rasierklingen finden konnte. Aber sie tat es dann schließlich doch und kaufte im Beisein ihres Freundes Rasierklingen. Aber hey, Rasierklingen brauchte doch jeder mal. Oder nicht? Willst du etwas trinken? Fragte Elizabeth, als sie und Tobias ihr Haus betreten hatten. Was gibt es denn? Entgegnete er unkonzentriert. Seine Augen lagen auf den kahlen Wänden. Warum waren nirgends Bilder aufgehangen? Tee, Cola, Wasser, Saft, Tee bitte, lächelte er. Einige Minuten später saßen sie sich in einem ziemlich ungelenken Gespräch gegenüber, das zu großen Teilen von einem bedrückenden Schweigen beherrscht wurde. Und wie war der Ausflug? Fragte er nach einer erneuten Schweigeminute, welche wohl für die verstorbene Freundschaft der beiden stand. Ausflug? Verunsichert nahm das Mädchen einen Schluck von ihrem Tee. Na, der, auf dem du mit deinem Großeltern und deinem Cousin warst, erinnerte er sich freundlicherweise noch immer daran, wer genau sie an jedem Tag begleitet hatte. Misstrauisch sah Tobias zu, wie seine Freundin bemüht lange Tee trank, um auch ja nicht zu früh antworten zu müssen. Hey, alles gut? Fragte er vorsichtig. Ja. Ja, klar, erwiderte sie einige Augenblicke später. Und der Ausflug war toll. Es gab so einen Streichelbereich, da konnte man voll die niedlichen Ziegen streicheln, schwärmte sie lächelnd. Ihr Lächeln sah echt aus. Ihre Stimme war hell und fröhlich. Und doch konnte er ihr nicht glauben. Ich bin wieder da, rief Elizabeths Mutter und ließ die schwere Haustür hinter sich ins Schloss fallen. Sie klang gestresst und auch ihre Stirn war in Falten gelegt, als sie die Küche betrat. »Warum liegen hier so viele Tassen?« fragte sie verärgert mit Blick auf Liz' Tasse und die von Toby, welcher jedoch gerade auf Toilette war. »Es sind doch nur zwei«, entgegnete die Abiturientin ungeduldig. »Ja, dann räumen Sie doch gefälligst weg. Wie sieht das denn sonst aus?« Elizabeth zögerte. »Die Tassen sind aber jetzt, hör doch mal auf, ständig zu diskutieren!« Nervosität breitete sich in dem kleinen Körper aus. Sie wollte sich nicht streiten. Aber wieso sollte sie denn die Tassen wegstellen, wenn sie und Tobi ja vielleicht noch was trinken würden? Und wie sollte sie das ihrer Mutter sagen, wenn sie nicht diskutieren sollte? Wobei, hatte sie eben diskutiert? Hatte sie sich nicht eigentlich nur erklären wollen? In deinen Augen diskutiere ich doch, sobald ich den Mund aufmache, murrte sie. Das stimmt nicht. Und jetzt räum endlich die Tassen weg, oder muss ich das etwa wieder machen? Ich bin dir doch nicht dein Sklave! Catherines Ton machte nur zu deutlich, dass man besser nichts auf ihre schlechte Laune erwidern sollte. Aber woher sollte Liz das denn wissen? Sie wusste doch nicht, wie man sich normal unterhielt. Sie kannte doch nur diesen Ton. Selten spricht man in diesem Haus wirklich in normaler Lautstärke. Und wenn doch, dann reichte ein kleiner Funke, um wieder einen Streit zu entfachen. Das habe ich doch mit keinem Wort gesagt! Stieß sie hervor, stand auf und ging in Richtung der Tür. Jemand hatte ihr mal gesagt, dass sie bei Streit ruhig bleiben sollte, dass sie einfach einen Spaziergang machen sollte, statt weiter etwas zu erwidern. Und besonders bei Streitereien mit ihrer Mutter war das weit mehr als nur nötig. Aber sie kam nicht weit. Ihre Mutter griff nach ihrer knochigen Schulter, drehte sie herum und holte mit der Faust aus. Tobias stockte der Atem, als er durch den schmalen Türspalt sah, wie die Faust in der Luft schwebte. Nur um im nächsten Moment auf den zierlichen Körper seiner Freundin zu treffen. Aber nichts geschah. Die beiden Frauen starrten sich nur gegenseitig an. Und keine Sekunde später raste Elizabeth an ihm vorbei und nach draußen. »Hey, hör zu«, sprach Tobias einige Tage später in sein Handy. Ganz eventuell hatte er sich heimlich den Kontakt des Musikers geschickt, als seine Scheinfreundin ihr Handy für einen Moment unbewacht neben ihm liegen gelassen hatte. »Ich habe ihr nichts getan, okay?« »Ich war wütend auf sie, aber das war's auch.« »Du hast sie verletzt, verdammt nochmal«, fauchte Thaddeus ihm entgegen. »Außerdem hätte sie ganz schöne Schwierigkeiten bekommen können wegen des Bildes.« »Es ist aber nichts passiert, meine Güte. Es tut mir leid, ja? Ich hab mit ihr geredet und zwischen uns ist alles wieder cool. Bitte sei nicht mehr sauer auf sie.« »Ich bin nicht wütend auf sie, sondern auf dich.« »Dann zeige das doch auch. Du weißt genau, wie leicht sie zu verunsichern ist. Weißt du was?« knurrte Thaddeus. »Fick dich.« Tobias seufzte.
Vielleicht später. Hör zu, ich mache mir Sorgen um Liz. Warum? Ist was passiert? Hat sie etwas gesagt? Jetzt halt mal ganz kurz die Fresse, unterbrach der Abiturient den Freund seiner Beziehung. Sie konnte mir nicht in die Augen sehen. Also ich weiß auch nicht. Sie ist schüchtern, klar. Aber ich durfte sie noch nicht einmal umarmen. Überrascht dich das? Entgegnete Thaddäus ungehalten. Du hast sie verarscht. Daran lag es nicht. Da bin ich mir sicher. Halt dich von ihr fern. Verstanden? Wütend warf Tobias sein Handy auf sein Bett. Kaum war das eintönige Piepen seines Handys zu ihm vorgedrungen. Warum hörte ihm dieser Kerl denn nicht zu? Was war bitte so schwer daran, ihm zu verzeihen? Und noch dazu war Liz bereits auf dem Weg nach Köln. Nervös musterte Elizabeth den Bahnhof, der immer langsamer an ihr vorbeizuziehen schien. Der Zug war bereits dabei zu halten. Ob Thaddäus inmitten dieser wartenden Menschenmenge stand? Oder Adrian? Oder waren sie nicht unter ihnen und hofften, sie würde wieder fahren oder sie wäre gar nicht erst in den Zug gestiegen? Nur langsam trat sie auf den Kölner Hauptbahnhof. Vielleicht würde sie der Zug des Zuges ja gleich auf die Gleise reißen. Liz? Adrian stand vor ihr und lächelte sie vorsichtig an. Er umarmte sie nicht. Er machte keinerlei Anstalten, sie zu berühren. Thaddäus, der knapp hinter ihm stand, war jedoch um einiges unvorsichtiger. Er schloss Elizabeth in seine Arme und vergrub sein Gesicht in ihren Haaren. »Es tut mir leid«, flüsterte er. Er entschuldigte sich. Er entschuldigte sich. Aber dabei hatte sie doch den Fehler gemacht. Als das schweigsame Trio die Wohnung der beiden Musiker betreten hatte, setzten sie sich ins Wohnzimmer. Irgendwie wusste niemand so wirklich, warum sie alle so bedrückt waren. Es war doch alles gut, oder nicht? Wie war die Schule? Fragte Tuttle nach dem Hereinbrechen des Zeitalters der Worte. Als Antwort kam nicht mehr als ein Nicken. Und der Ausflug? Augenblicklich verstummten Liz stumme Worte, die kaum sichtbar über ihre, sich nur leicht bewegenden Lippen gekommen waren. Sie blickte auf, sah jedoch keinen der beiden an. Gut. Er meinte den Ausflug mit ihren Eltern und ihrem Cousin. Tuttle wollte schon zu einem verstehenden Lächeln ansetzen, aber sein bester Freund kam ihm zuvor. Hör auf zu lügen. Kapitel 13. Hör auf zu lügen. Warum sollte ich lügen? Fragte Elizabeth mit einem leichten Grinsen auf den Lippen. Steck dir deine antrainierte Unschuldsfresse sonst wohin. Ganz ehrlich. Aber lüg mich nicht an, klar? Erwiderte Adrian ungehalten. Zwar wusste er nicht, was passiert war. Aber er wusste, dass etwas passiert war. Elizabeth stand auf, sah sich um und atmete stockend ein und aus. Warum sollte ich lügen? Fragte sie erneut. Sag du es mir. Ich lüge nicht. Klar lügst du. Du magst zwar eine begnadete Schauspielerin sein, aber du hättest ansonsten niemals gefragt, warum ich glaube, dass du lügst. Also sag jetzt bitte einfach, was passiert ist. Unbeholfen sah Thaddäus seinen Freunden zu, wie sie sich gegenseitig ankeiften. Erst als Adi nach der Hand des fliehenden Mädchens griff, stand auch er auf. Lass sie los! Liz machte keinerlei Anstalten, sich aus dem doch eigentlich ganz normalen Griff zu wenden. Und doch zitterte sie, als würde man ihr gerade eine Waffe an den Kopf halten. Adrian zögerte. Rechtfertigte der Zweck gerade seine Berührungen an ihrem Körper? Dass er seine Hand von der ihren zwar löste, sie dafür aber an ihrem Rücken hinunterfahren ließ? Das ist genug! Unterbrach ihn sein Freund der Mitbewohner, als Elizabeth ihre Lippen gerade zu einem hohen, kurzen Schrei geöffnet hatte. Wie von einer Wespe gestochen, ließ er von ihr ab und blickte starr auf die winselnde Gestalt, die kaum luftkriegend auf den hölzernen Boden sank. »Nicht anfassen«, stieß sie schluchzend hervor. »Es ist nichts«, murmelte Elizabeth schließlich, nachdem sie gut 10 Minuten so da gesessen hatte. »Vorbei«, eigentlich war es schon vielmehr eine Art Kauern. Natürlich nicht. Aber es war etwas. Adians Stimme war sanft, aber bestimmt. Man musste kein Psychologe sein, um zu sehen, dass irgendetwas gewaltig schiefgelaufen war. Tuttle zögerte. Er hat sie angefasst,
sprach er schließlich seine Gedanken aus. Seine graublauen Augen richteten sich auf das leer vor sich hinstarrende Mädchen. Ist es nicht so? Normalerweise hättest du niemals zugelassen, dass er deutete mit einem Kopfnicken auf seinen Freund, dich so berührt. Nach einigem Zögern nickte sie. Ich weiß, ich reagiere über. Das passiert so oft zu vielen und meist noch schlimmer. Ich hab nicht das Recht, mich über so etwas zu beschweren. Verdammt ist! Adrian unterbrach sich kurz, ehe er mit immer lauter werdender Stimme fortfuhr. Ist das dein Ernst? So denkst du? Als Elizabeth erschrocken aufblickte und Anstalten machte, vor ihm zurückzuweichen, zogen sich seine Augenbrauen noch mehr zusammen. Nicht schlagen, stieß sie mit flehend gehobener Stimme hervor. Die Wut in seinem Blick verrauchte augenblicklich und Besorgnis nahm ihren Platz ein. Scheiße, Liz, was bitte ist passiert? Ich habe Angst, wenn sie das tun, murmelte Elizabeth. Was, wenn sie alle irgendwann wirklich zuschlagen? Noch dazu reicht es mir, dass ich schon davon träume, dass man mich schlägt. Tadel blickte überrascht von seinem Handy auf. Warte, hat sie dich etwa noch nie geschlagen? Ein zögerndes Kopfschütteln war die Antwort. Er schwieg. Bisher hatte er immer geglaubt, dass er schon mehrfach dazu gekommen war. Adrian knurrte leise. Ich sagte, du sollst aufhören damit. Sie blickte ihn an, stand auf und lief zum Fenster, wo sie sich mit den Unterarmen auf der Fensterbank abstützte. Ich lüge aber nicht, murmelte sie. Natürlich hatte er mit damit seine vorherige Aussage von wegen, sie solle ihn nicht mal anlügen, gemeint. Adi seufzte leise. Sprach sie die Wahrheit oder verstrickte sie sich nur weiter in ihren Lügen? Ich fing sie zögerlich an. Also, ich weiß es nicht. Ich habe mich mal mit jemandem gestritten deswegen, weil er mitbekommen hat, wie ich davon geträumt habe, dass mich irgendjemand schlagen wollte. Und, naja, als ich dann davon erzählt habe, also von dem Traum ist irgendwie deutlich geworden, dass ich... Sie seufzte leise. Wie bitte sollte sie das verständlich ausdrücken, ohne dabei wie eine Lügnerin zu wirken? Ich weiß, wie es sich anfühlt, geschlagen zu werden. Sagen wir es so, schloss sie ihre unbeholfene Erzählung. Droht sie dir oft? Fragte er weiter. Sie wiegte ihren Kopf leicht hin und her. Gelegentlich. Elizabeth drehte sich um und lächelte leicht. Das Karma kommt halt immer zu einem zurück. Die beiden Jungen nickten leicht, wobei keiner von ihnen genau sagen konnte, ob ihre Freundin jetzt ihr eigenes Karma meinte oder das ihrer Mutter. Kapitel 16. Elizabeth atmete zunehmend schwerer, als sie hörte, wie ihre anderen Verwandten die Neuankömmlinge begrüßten. Eigentlich gab es nur zwei Möglichkeiten, warum sie das taten. Möglichkeit Nummer 1 beruhte auf dem Gedächtnis eines Goldfisches. Und Möglichkeit Nummer 2 auf das Eintreffen ihres Cousins und seinen Eltern. Das Mädchen blickte auf. Ein kleiner Stich in ihrer Magengegend ließ sie angespannt ausatmen. Angst tat weh. Angst rührte aus Emotionen und Emotionen bedeutenden Schmerzen. Das war ganz automatisch so. Angst war schmerzhaft und sich immer wieder in Situationen zu bringen, die genau die hervorrufen konnten, grenzte entweder an einem gewaltigen Selbstzerstörungspotenzial oder an mindestens ebenso großer Dummheit. »Spielt ihr mit Schwimmen?« rief ihn ihr Onkel, Julius, zu. Liz zögerte. Ob ihr Cousin wohl genauso am Zögern war? Sie beide setzten sich zu ihren anderen Cousinen und Cousins, wo die Karten bereits gemischt und verteilt wurden. Sie beide würden nebeneinander sitzen und ein Kartenspiel spielen, wie sie es früher manchmal gespielt hatten. Früher, als noch alles gut zwischen ihnen war. Sie beide würden ein Spiel spielen, wie er es ein halbes Jahr vorher gespielt hatte. Blitz, meinte Liz gerade und deckte ihre Karten auf. Mit einem gewissen Gefühl der Befriedigung sah sie zu, wie die anderen Spieler alle ein Streichhölzchen in die Mitte des Tisches legten. Bin ertrunken, meinte ihr Cousin, deutete auf seinem nicht mehr vorhandenen Vorrat ein Streichholzleben und stand auf. Ich bin mit Nick draußen, hängte er noch hinten an, gab dem kleinen Jungen die Knallerbsen und folgte ihm schließlich nach draußen. Nervös blickte sie ihm nach.
Wäre jetzt nicht der perfekte Moment, ihm nachzugehen? Kaum hatte sich die kleine Runde an Kartenspielern aufgelöst, stand auch sie auf. Sie sagte nichts zu den anderen, sondern ging langsamen Schrittes den Flur entlang, bis zur Haustür. Öffnen, heraustreten, schließen, zum Ende der Ausfahrt laufen, wo er bereits stand. Wie fühlte er sich wohl, jetzt wo sie vor ihm stand? Was sollte das? Fragte sie und bemühte sich um einen festen Ton in der Stimme. Ihr beider kleinster und jüngster Cousin, der ausnahmsweise mal nicht aufgrund mangelnder Verhütung entstanden war, spielte ein wenig weiter weg mit seinen Knallerbsen. Stimmte ja. Silvester nahte ja bereits. Unsicher, war es wirklich Unsicherheit? Blickte er sie an. Aber sie erwiderte seinen Blick nicht lange. Sie konnte ihn nicht ansehen. Sie konnte niemanden ansehen. Nicht mehr. Mann, ich... Er seufzte. Mann, es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Ach, du weißt es nicht. Ihre Stimme war höher geworden. Irgendwie panisch. Was sollte das denn bitte heißen? Er musste ihr das sagen können, was sie falsch gemacht hatte. Warum sonst hätte er so etwas tun sollen, wenn nicht wegen irgendeines Fehlers ihrerseits? Es war dumm, okay? Ich hab nicht nachgedacht. Tut mir leid. Sie schwieg. Dachte nach. Tu so etwas nie wieder. Egal bei wem. Und sie ging. Sie wusste nicht, ob er ihr nachgesehen hatte. Ob er es wirklich bereute. Aber sie glaubte ihm. Und wer weiß. Vielleicht würde dann ja endlich alles gut werden. Jetzt, wo sie immerhin wusste, dass es ihm leid tat. Es tat ihm doch leid. Oder? Und doch saß sie nun, einige Wochen später, hier im Badezimmer auf der Toilette und drehte diesen kleinen Gegenstand in ihren Händen. Nie hatte sie richtige Klingen verwendet. Sie hatte sie immer aus den Einwegrasierern entnommen. Sie waren biegsam und nicht sonderlich scharf gewesen. Aber diese hier, sie schien alles durchtrennen zu können. Sie hob ihren linken Fuß an. Schon immer war da diese provokant hervorstechende Art an ihrem Knöchel gewesen, die sie bisher immer gerne hin und her geschoben hatte. Sie hatte gern auf ihr herumgedrückt, fand es irgendwie angenehm, die Ader genau spüren zu können. Und doch hatte sie schon des Öfteren darüber nachgedacht, sie zu durchtrennen. Sie war nervös, klar. Aber sie hatte keine Angst, als sie die Klinge anlegte und durchzog. Einen winzigen Moment der Panik lang tat sie nichts. Starrte auf den Schnitt, der doch eigentlich gar nicht so groß hatte sein sollen. Oh Gott, stieß sie schließlich keuchend hervor. Das Blut spritzte noch immer leicht aus der Wunde, aber so weit wie zu Beginn reichte der Strahl nicht mehr. Er hatte bis zur Wand gereicht. Oh Gott, wiederholte sie sich in wesentlich höherer Tonlage, griff hektisch nach einer Rolle Toilettenpapier und drückte sie geradewegs auf den Schnitt, aus dem in großen Schwallen Blut zu strömen schien. »Scheiße, Manu«, flüsterte sie. Er blickte sie mit geweiteten Augen an. »Okay, hey, bleib ruhig. Drück die Rolle weiter da drauf, ja?« wies er sie an, als wäre er zumindest einigermaßen ruhig. »Aber die Stelle ist schon vollgesucht drehen!« Verzweifelt griff sie nach einer zweiten Rolle, ließ die andere achtlos in die kleine Blutlache fallen. »Manu«, schluchzte sie leise. »Hey, pst, alles gut.« »Ja?« Er lächelte leicht und musterte sie mit seinen grünen Augen. Er brauchte ihr nicht sagen, dass die Lache bereits um einiges größer geworden war. »Bitte Gott«, keuchte sie und verschränkte ihre Hände. »Es tut mir leid. Ich werde es nie wieder machen. Ich werde in die Kirche gehen. Ich werde...« Sie brach ab und starrte wie traumatisiert auf die Blutlache unter und neben ihren Füßen. Sie wirkte leise, rutschte vor einem Toilettensitz und erbrach. »Scheiße, ich...« Wieder brach sie ab. Verzweifelt griff sie nach Manuels Hand, aber er ging einen Schritt zurück und schüttelte seinen Kopf. »Manu!« schrie sie auf. Ihre Stimme war hoch, hysterisch. Die fahrigen Bewegungen ihrer Finger entsperrten ihr Handy. »Wem schreibst du?« »Adi«,
murmelte sie mit erstickter Stimme. »Wieso nicht Tadel?« Sie schwieg. Tadel würde ihr nicht helfen. Das hatte er auch beim letzten Mal nicht. Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, scheinbar genug, um die Ansammlung an Blut noch gut zu verdoppeln. Aber Adians Antwort ließ Erleichterung in ihr aufflammen. Dieser kleine Funken an Hoffnung. »Lizzie-chan, 23:59 Uhr. Adi, bitte sag mir, dass du noch wach bist.« »Lizzie-chan, 0:01 Uhr. Ich wollte das nicht. Wirklich!« »Adi-Tadi, 0:03 Uhr. Was ist passiert?« »Lizzie-chan, 0:05 Uhr. Ich wusste nicht, dass da so viel Blut rauskommt.« Benommen wankte sie in Richtung der Tür. »Nur weg von diesem ganzen Blut.« Kapitel 15. Eine Berührung in ihrem Gesicht ließ Elizabeth aufschrecken. »Manu?« ächzte sie leise. »Adi«, erwiderte die Person neben ihr. »Es tut«, hob sie an, aber ihre Stimme versagte beim Anblick des ganzen Blutes. »Psst. Was machst du hier?« fragte sie, richtete sich auf und rückte ein wenig von Adrian weg. »Wir reden später. Bleib liegen, ja?« Er wollte ihr helfen, aber sogleich flammte Panik in ihrem starren Blick auf. »Nein!« fing sie stotternd an und wich schwer atmend vor ihm zurück. »Nicht anfassen!« »Verdammt, was ist hier gerade denn wichtig?« Er brach ab, seufzte und nickte schließlich. »Okay, ich berühre dich nicht«, versprach ihr Freund ihr und ging sicherheitshalber noch einen Schritt zurück. »Du stehst ganz langsam auf und folgst mir. Ja?« Zwar hatte das Mädchen bereits bemerkt, dass es bei einem solchen Blutverlust, der definitiv über die gesunden 500 Milliliter hinauszuschießen schien, auf keinen Fall stehen, geschweige denn laufen sollte. Aber so nickte es bloß und stand langsam auf. Sie vertraute ihm. »Und jetzt langsam zum Fenster laufen. Ja?« Sein schlechtes Gewissen wuchs, als sie unbeholfen auf das gläserne Etwas zuwankte. Wenn er sie nicht berühren konnte, würde er es ihm schaffen müssen, dass sie es nicht mitbekommen. »Was hast...« Sie brach ab, fiel auf die Knie und blickte ihn fassungslos an. »Adi?« stieß sie nach einem kurzen Moment der Bewusstlosigkeit hervor, indem sie rückwärts an die Wand gesunken war. »Warum hast du...« Weiter kam sie nicht. Sie stöhnte nur leise, als sie zur Seite sank. Und dann war sie still. Verunsichert hob er die reglose Gestalt hoch. Sie war leicht. Sehr leicht. Vielleicht 50 Kilo, wenn's hochkam. »Dir wird nie wieder jemand etwas tun. Alles wird gut«, flüsterte er mit Blick auf das Schlachtfeld. Und ja, Schlachtfeld traf es ganz gut. Es schluckte schwer. An der Wand war Blut. An dem Holzschrank vor der Wand. An der Tür. Am Wäschekorb. An seinen Händen. Und das nicht nur wortwörtlich. Benommen blickte Elizabeth in die Sonnenstrahlen. Sie war sich nicht sicher, ob sie sich letzte Nacht wirklich noch schlafen gelegt hatte. Aber hätte sie nicht noch das Badezimmer putzen? Nein, es ist alles gut. Ich habe doch gesagt, dass ich dringend zu einem alten Schulfreund fahren musste. Unterbrach Adians Stimme ihre Gedanken. Er drehte sich ein wenig in ihre Richtung. Nein, ich habe von ihr nichts gehört. Du kennst sie. Sie geht gerne erst um 5 Uhr schlafen und ist dann erst 10 Jahre später wieder wach. Er schien zu zögern, als er Liz' starren Blick auf sich spürte. Nickte dann aber und stand vom Fußboden auf. Ist gut. Ich melde mich dann. Bye. Es brauchte noch ein wenig, bis er von ihrem Fußboden aufstand und zu ihr trat. Lizzie? Sie blinzelte einige Male, blickte ihn aber nicht an. Ich habe alles sauber gemacht und ihr Klingen entsorgt. Was ist passiert? Fragte sie matt, richtete sich auf und sah sich vorsichtig um. Du hast mich angeschrieben und gemeint, dass du Hilfe brauchst. Du hast vom Blut geredet und als du nicht auf meine Nachrichten und Anrufe reagiert hast, bin ich hier hingefahren. Langsam nickte sie und flüsterte. Es tut mir leid. Ich weiß. Ihr Freund wirkte nervös, als warte er auf etwas. Und erst als Elizabeth aufstand, bemerkte sie, worauf er wartete.
Sie trug saubere Kleidung. Nur ihre Haare waren ein wenig verklebt an manchen Stellen. Was? Sie zögerte, starrte ihn an, ging rückwärts in Richtung Tür. Lizzie, ich konnte dich nicht in deinem Blut liegen lassen. Aber wie? Kopfschüttelnd brach sie erneut ab. Du warst bewusstlos und deine Kleidung voller Blut und... Hör auf! Unterbrach sie seine Rechtfertigung. Was sollte das? Mann, ich... Er seufzte. Mann, es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Ach, du weißt es nicht. Ruckartig schüttelte sie den Kopf. Bist du kitzlig? Ihre Augen waren fest verschlossen, während sie unbeholfen nach hinten und gegen ihr Tier stolperte. Ihr Kopf knallte gegen das Holz und sie stöhnte leise. Du sagst es niemandem, oder? Adrian wusste nicht, was er tun sollte, als Elizabeth ihren Kopf mit voller Wucht gegen ihre Zimmertür schlug. Er wusste, dass sie sich verletzen wollte. Er wusste, dass sie sterben wollte. Und doch ließ er zu, dass sie ihren Kopf immer wieder gegen das dunkle Holz schmetterte. Es tut ihm leid, winselte sie leise. Es tut ihm leid. Er wusste nicht, warum er es getan hat. Lizzie, du... Es soll aufhören, schrie sie mit hoher Stimme. Er soll verschwinden. Verschwinde aus mir. Liz, stieß er gedämpft hervor. Sie keuchte schwer, blickte ihn geradewegs an. Oh Gott. Stöhnte er leise, lief zu ihr und hielt seine Hand an die Stelle der Tür, an die ihr Kopf als nächstes getroffen wäre. Er verzog keine Miene, als ein stechender Schmerz von seiner rechten Hand bis hin zu seinem Herzen zog. Und ja, sein Herz schmerzte. Mehr als seine Hand. Es tat ihm ums Leben weh, seine Freundin so zu sehen. Psst, brachte er zitternd hervor, ehe er sich mitsamt ihres mageren Körpers auf den Boden sinken ließ. Alles gut. Sie wehrte sich nicht gegen seine Berührungen. Sie ließ sie einfach zu und lag nahezu leblos in den Armen ihres Freundes. Kapitel 16. Wer ist Manu? Adians Stimme klang ziemlich vorwurfsvoll und er hatte die Augenbrauen ein wenig zusammengezogen. Elizabeth wusste, dass er wütend war, und sie wusste auch, dass er allen Grund dazu hatte, sie nun zu hassen. Aber dennoch brachte sie es nicht übers Herz, ihm von Manu zu erzählen. Schon einmal hatte sie jemandem von ihm erzählt und diesen Freund anschließend für immer verloren. Noch einmal würde sie es nicht ertragen, jemanden um Manuels Willen zu verlieren. Stumm schüttelte sie den Kopf. Bitte sag es. Ein Freund, gab sie schließlich leise von sich. Vielleicht reicht ihm diese Antwort ja. Und weiter? Nichts weiter. Das war's. Ich schwöre dir, wenn du mich noch ein einziges Mal anlügst, raste ich aus. Ihr Freund, musterte sie von einer Zimmerecke aus. Sag's ihm doch. Kaum merklich wiederholte sie ihr verneinendes Kopfschütteln. Er hat dich halb tot und fast nackt gesehen, während du bewusstlos warst. Ich glaube nicht, dass ihn da noch viel schocken kann. Sie zögerte, nickte und meinte, er ist ein wenig älter als ich. 18, 19, hat braune Haare und grüne Augen. Ich hab dich nicht nach seinem Steckbrief gefragt, sondern danach, wer dieser Kerl ist, dass du glaubst, er wäre bei dir und du dir anschließend deinen Kopf zertrümmerst, erwiderte Adi ungehalten. Er ist ein Freund. Egal, was du denken magst, okay? Das mag ja sein, aber er ist für euch eine Stimme. Er blinzelte langsam, atmete tief durch und nickte. Irgendwie überraschte ihn diese Antwort nicht. Okay. Okay? Fragte sie leise. Er fand es okay? Ja. Okay. Es widert dich nicht an? Du findest es nicht abnormal oder krank? Er scheint dir zu helfen und für dich da zu sein. Was sollte ich daran schlimm finden? Ein leises Lachen drang aus ihrer gereizten Kehle. Diese Antwort machte sie gerade irgendwie glücklich. Und warum auch immer. Aber Adrian stieg nach kurzem Zögern mit ein. Hast du viele Pläne umschmeißen müssen? Fragte Liz, als sie und Adi vor seinem Auto standen. Ich bin scheiße faul. Als würde ich jemals Pläne haben, erwiderte er schmunzelnd, aber keine Sekunde später tauchten wieder die Sorgenfalten auf seine Stirn auf, die er seit seiner Ankunft in einem Synonym für Flachland hatte. Kann ich dich alleine lassen? Sie nickte lächelnd. Wirklich?
hakte er nochmal nach. Würde sie sich etwas antun, sobald er weg war, würde er sich das niemals verzeihen. Wirklich, bestätigte sie. Erzählst du ihm davon? Fragte er mit Blick auf den schwarzhaarigen Jungen, der gerade auf die beiden zukam. Sie verneinte. Warum nicht? Nervös musterte sie den Boden unter ihren Füßen. Liz? Muss ja nicht jeder wissen, nuschelte sie. Wie gerne sie ihm doch erzählen würde, warum sie es nicht konnte. Lizzie? Ich bin eine recht distanzierte Person. Adrian wusste, dass da noch etwas war, was sie daran hinderte, sich dem Jungen, den er offen gestanden noch nie gesehen hatte, anzuvertrauen. Aber wie bitte sollte er sie ausquetschen, wenn genau der nun direkt neben ihm stand? Er grinste schief. Soll ich wieder gehen? Wie gerne der Musiker jetzt doch mit Ja geantwortet hätte. Aber Höflichkeit war nun einmal etwas, was er sich mühevoll antrainiert hatte. Statt zu antworten, zog er Elizabeth zu sich und schloss sie in eine Umarmung. Ob sie wollte oder nicht, sie sollte gerade gekuschelt werden. Schreib mir, wenn etwas ist, nuschelte er in ihre Haare. Sie nickte, vergrub ihr Gesicht in seiner Brust. Sie wollte nicht, dass er ging. Und er wollte das auch nicht. Bist du Jungfrau? Fragte der Junge, als er neben seiner Freundin auf ihrem Bett saß. Sie nickte leicht. Du? Nein. Ich warne dich besser schon mal vor. Ich habe keine Ahnung, wie man küsst. Grinste sie unsicher, beugte sich über den mittlerweile Liegenden und küsste ihn. Als er den Kuss, der ziemlich emotionslos schien, erwiderte und mit seiner Hand bis hin zu ihrem Unterkörper fuhr, begann sie zu zögern. War es wirklich richtig, was sie hier taten? Sie waren Freunde, klar. Aber hatten sie sich nicht eigentlich nur übers Internet kennengelernt und dann durch Zufall herausgefunden, dass sie im gleichen Dorf wohnten und sich anschließend einige Male getroffen? Scheiße, tut mir leid, meinte der schwarzhaarige Junge, kaum war er gegen Elizabeth gelaufen. Muss es nicht, erwiderte sie benommen, richtete sich wieder auf und warf einen Blick in seine braunen Augen. Irritiert hielt sie inne. Er schien mindestens genauso verwirrt zu sein wie sie, als er leise ihren Namen murmelte. Lizzie? Lukas? Sie half ihm ein wenig, sie ihrer Unterwäsche zu entledigen, wofür sie sich für einen winzigen Augenblick lang voneinander lösen mussten. Dein Herz klopft schnell, keuchte er leise. Ich tue das immer, erwiderte sie mit einem Gefühl des Unbehagens. Diese Wortwahl verunsicherte sie nach wie vor. Ohne noch groß darüber nachzudenken, wechselten sie ihre Position und fuhren fort. Sie fuhr durch seine Haare, drückte sich ihm entgegen und erwiderte seine Küsse. Und doch fühlte sie nichts. »Hast du Kondome dabei?« fragte sie ihn, kaum hatte sie ihren Kopf ein wenig von ihrem entfernt. Er schien kurz zu überlegen. »Nein.« Sie schwiegen. »Und was jetzt?« fragte sie leise. »Machen wir es nicht?« Sie nickte. »Natürlich nicht. Als wären sie dumm genug, wirklich ungeschützt Sex zu haben.« Wobei, warum hatte sie ihn fragen müssen? War es nicht eigentlich seine Aufgabe, sich darum zu kümmern? Elizabeth atmete tief durch, ehe sie ihre geschriebenen Worte noch einmal überflog. Ja, so konnte sie ihr neues Gedicht guten Gewissens unterzeichnen. Ich sehe die anderen unter ihre Geschichten. Ich lache kurz auf, würde echt gerne flüchten. Wie hab ich das Recht, mich zu hassen, anzuschreien? Weil ich's getan hab, ihn geküsst, nur ich allein. Ich ihn berührt hab, ihn gedrückt hab, ihn gesehen hab, wie er ist, an ihn geschmiegt hab, mich verloren hab. Doch sag mir kurz, wo bin ich jetzt? Draußen an den Stauseen, wo ich mich anstarr, kann nicht wahr sein. Ich mich reinstürze, will mich nicht sehen. Denn das, was war, darf echt nicht wahr sein. Nicht wegen ihr oder ihm. Nur wegen mir, Herzgeliehen. Doch wohl an wen? An wen, an wen? Kann kein Ausweg vor mir sehen. Ihr sagt, ich bin ein guter Mensch. Ach ja, nein, stimmt. Weil ich ja kämpf. Weil ich mich trau, ihn anzufassen. Doch muss ich doppelt jetzt aufpassen. Ich kann's nicht sehen, will da nicht rein. In diesen Raum. Wo soll ich sein? Nicht hier, nicht da. Wo soll ich hin? Verdammt, ich bin doch nur ein Kind.
verloren, geschlagen, gepeinigt durchs Leben. Ich wollte doch nur ein einziges Mal mir selber auch widerstehen. Keine Angst haben, brauch nur Mut. Doch verfickt, die Welt war wohl zu gut. Und weißt du was? Ist schon okay. Ich tu's nie wieder. Hey, hey, hey. Da sollte mich wer noch mal berühren. Tue ich nichts, schließ nur die Türen. Denn verdient hab ich's denn sicherlich. Denn eigentlich bin ich nur eine Bitch. Kapitel 17. Schwer atmend fuhr sich Elizabeth ein weiteres Mal über ihre Haut. Das heiße Wasser prasselte auf sie herab und schien ihre Sorge und ihren Ekel wegspülen zu wollen. Nur warum duschte sie sich dann nun schon zum dritten Mal? Warum wurde sie das Gefühl nicht los, nach wie vor der Schmutz zu sein? Liz? Beschämt drehte sie sich weg. Er sollte sie so nicht sehen. Liz, ich hab dich schon zigtausende Male nackt gesehen. Sieh mich an. Nur langsam wandte sie sich ihm wieder zu, wich ihr das zurück, als sie bemerkte, wie nah sie sich standen. Er hat nichts getan, was du nicht auch wolltest, oder? Vergewisserte er sich, während seine grünen Augen besorgt über ihren Körper glitten. Schwer atmend nickte sie. Geh jetzt bitte. Als er nicht reagierte, wich sie in Zentimeterschritten weiter zurück. Verdammt, hau ab! Schrie sie aus und schlug nach ihrem Freund, aber ihre Faust traf nur auf die Wand hinter ihm. Alles andere als kontrolliert zog sie ihre zitternden Arme ganz dicht an ihren Körper. Den pochenden Schmerz in ihrer rechten Hand realisierte sie fast gar nicht. Manu, wimmerte sie leise. Ja, begriff er denn nicht, dass er ihr gerade wirklich keinen Gefallen tat? Dass sie Angst vor ihm hatte? Nervös sah sie zu, wie er bis auf den letzten Zentimeter an sie herantrat und seine Hand hob. Dein Herz klopft schnell, raunte er, berührte sie leicht an der Hüfte und lächelte. Bildete sie sich das gerade nur ein oder berührte er sie wirklich? Ein leiser, hoher Klagelaut kam über ihre vollen Lippen, während seine Hände immer tiefer fuhren. Wieder holte sie aus und zuckte überrascht zusammen, als er ein klatschendes Geräusch vernahm. Er schloss seine Augen und atmete tief durch. Bitch, knurrte er leise, griff ihre Handgelenke und drückte sie unsanft gegen die kalten Fliesen. Manu, bitte, hob sie eilig an. Es tut mir leid, ich tu's nie wieder. Er wollte gerade etwas erwidern, als das laute Klingeln von Elizabeths Handy ihm zuvorkam. Der Hall des Badezimmers dröhnte in ihren Ohren, als sie sich an ihrem langjährigen Freund vorbeizuquetschen versuchte. Das ist bestimmt Adi. Er wird sich Sorgen machen, wenn ich nicht... hob sie an, als sie mit einem Mal bewusst wurde, dass ihr etwas mal so gar nicht stimmte. Ihre eigenen Gedanken waren leer. Sie hörte nur ihre eigene Stimme und nicht mehr die Manuels. Und die Anwesenheit einer anderen Person war deutlich spür... Ich kann dich hören. Kaum merklich schüttelte sie den Kopf. Nein, das konnte er nicht. Wenn sie ihn nicht hörte, galt das Gleiche doch auch für ihn. Verdammt, bist du taub? Mit wem redest du denn sonst? Warum bist du so wütend? Fragte sie, ohne auf sein Gesagtes einzugehen. Weil du einfach mit dem nächstbesten Typen fickst und meinst, mich einfach so wegschicken zu können. Sie hielt es nicht für nötig, ihn darauf hinzuweisen, dass sie vorher abgebrochen hatten. Er wusste es ja bereits. Wieder begann das, zuvor bereits einmal verstummte, Handy zu klingeln. »Geh doch ran«, meinte er mit einem provokanten Lächeln auf den Lippen. Er wusste, dass sie das nicht konnte. Nicht, solange er ihr noch immer am Weg stand. »Manu«, sie atmete tief durch. »Nimm deine Pfoten von mir und verpiss dich!« »Hey«, meldete sie sich keine Minute später bei Adi an. Er atmete erleichtert auf. »Gott sei Dank!« Ja, tut mir leid, ich habe mein Handy nicht so schnell gefunden. 5 Minuten lang? Sie warf einen nervösen Blick zu Manuel, der unangenehm nah bei ihr saß. Du kennst mich, lachte sie gestresst vor sich hin. Ich bin eine ziemlich verpeilte Person. Was ist los? Hakte ihr Freund nach. Nichts. Wirklich. Sie brach ab, als sie spürte, wie jemand ihren Rücken berührte. Liz? Es ist alles gut. Aber du, mir geht es gut, verdammt. Fauchte sie ihr Handy, als sie gerade nach hinten gestoßen wurde und rücklings gegen die Duschwand stieß. Aber als sie sich nach dem Grünäugigen umsah, war er nirgends zu sehen. War sie gerade einfach nur gestolpert? Hatte sie sich das alles nur eingebildet? Fuck, stöhnte sie auf, als ihre Finger Blut zertasteten. Ein Bild von letzter Nacht tauchte blitzartig vor ihr auf. Liz?
»Hey, was ist los?« sprach Adia nervös in sein Handy. Aber alles, was zurückkam, war das Geräusch eines fallenden Handys, der mein Körper folgte. Leise fluchend schnappte er sich seine Jacke. »Wohin willst du?« fragte Thaddäus, der hinter ihm im Türrahmen stand und seinen Freund erwartungsvoll anblickte. »Nochmal zu meinem Freund, er braucht wieder meine Hilfe«, erklärte er flüchtig, griff nach den Autoschlüsseln und sprintete schon zur Tür, als ihn ein einfaches »Lügner« innehalten ließ. Er drehte sich nicht um, als sein Mitbewohner weiter zu sprechen begann. »Ich hab dich gehört. Du hast mit Liz telefoniert.« Kapitel 18. Er schien zu zögern. »Und wenn wir es ohne machen?« Mit großen Augen starrte sie ihn an, ehe sie sich neben ihn auf ihr Bett fallen ließ. »Die Wahrscheinlichkeit ist doch eh voll gering, dass da was passiert.« Sie schwieg. Er richtete sich auf und beugte sich über sie. »Komm, das geht ganz schnell«, raunte er, beugte sich vor und knabberte leicht an ihrer Unterlippe. Unfähig, sich zu rühren, blickte sie knapp an ihm vorbei. Sie konnte spüren, wie er ein wenig nach hinten rückte. »Nein«, stieß sie leise flehend hervor und reckte ihren Kopf, um nicht mehr seinen Duft einzuatmen. »Das geht ganz schnell«, er brach ab, als ihre Hand gegen seine Wange klatschte. »Scheiße, was sollte das?« fluchte er, drückte gegen ihre Schulter und atmete tief ein. »Lukas, bitte...« Sie brach ab, als seine letzten Worte eine Erinnerung in ihr weckten. Wie erstarrt blickte sie an ihm vorbei. Was wurde das? Warum ließ er nicht von ihr ab?« »Es geht ganz schnell«, raunte er wieder, lächelte sanft und rückte nach vorne. Schweigend sah Adrian zu, wie Elizabeth im Schlaf hin und wieder leise aufstöhnte. Nur war es kein wohliges, wie beim gewollten oder ungewollten Geschlechtsverkehr oder ein genervtes, wie bei der Verkündung der Hausaufgaben. Es war vielmehr ein schmerzverzerrtes Ächzen oder Wimmern. »Warum ist sie so blass?« fragte Thaddäus, als er mit zwei Bechern Tee ins Zimmer kam. Adis Erklärung dafür war simpel. Sie hat keine Ahnung, wie lange im Bad auf dem Boden gelegen. Aber sein Freund wusste, dass er schon gestern bei dem Mädchen gewesen war, und das bestimmt nicht als Mathe-Nachhilfe. Mit Blick auf den leicht verdeckten Fuß streckte der Blauhaarige seine Hände danach aus und begann, den Knöchel vorsichtig entlang zu fahren. »Scheiße, was?« stieß er mit Blick auf den Schnitt hervor. Noch ehe sich die beiden über die, bei Bewegung noch immer blutverlierende, Wunde unterhalten konnten, nun gut, es wäre wohl eher ein Streiten gewesen, begann Elizabeth zu blinzeln. »Gut geschlafen?« Sie nickte vorsichtig. »Hast nicht so gewirkt.« Es war nicht zu überhören. Tadel war sauer. Sauer auf alle beide, die ihm einmal zu oft etwas verschwiegen haben. »Also, zusammengefasst hast du«, er deutete auf Elizabeth, »ihn, auf Adrian, angeschrien, weil du dich umbringen wolltest, dann aber einen Rückzieher gemacht hast und weil du dann Bewusstseinsprobleme hattest, ist er mitten in der Nacht zu dir gefahren, um dir den Arsch zu retten.« Ohne wirklich einen Blick auf die leicht veränderten Details zu werfen, nickten die beiden. »Wollt ihr mich eigentlich verarschen?« Elizabeth nickte ein weiteres Mal. »Es tut mir leid.« Als Aufforderung weiterzusprechen, begann Adrian leicht zu lächeln. »Es tut mir leid, dass ich euch nicht immer, oder fast nie, die Wahrheit gesagt habe. Ich weiß, dass ihr eine ehrliche Freundschaft verdient habt, und es tut mir leid, dass ich euch das nicht geben kann.« Leise murrend wandte der Blauhaarige seinen Blick ab. In erster Linie störte ihn ganz einfach, dass Elizabeth sich an seinen Freund gewandt hatte, statt an ihn. Aber als er ihre Arme an seinem Körper spürte, wurde sein Blick weich. »Liz?« fragte Adia nach einer Zeit leise. Fragend blickte sie ihn an. »Warum war dein Bett nicht bezogen?« Sie lächelte nervös. »Was ist daran so seltsam? Manchmal bezieht man's neu.« »Dein Bettzeug lag auf dem Boden, als hättest du dort geschlafen. Oder als hättest du es vorgehabt.« »Warte, ich...« Sie hielt inne, blickte auf ihr Bett und sog halber die Luft ein. Ihre Nase zuckte leicht. Scheinbar schien sie es jetzt zu realisieren, dass sie dort geschlafen hatte. Sie wollte an ihren Freunden vorbei nach draußen fliehen, aber dafür müsste sie sie beiseite stoßen. Dafür müsste sie sie berühren. »Was ist hier passiert?« »Nichts«, erwiderte sie flüsternd.
Es war nichts passiert. Niemand hatte ihr wehgetan. Außer Manu, wimmerte sie leise auf. Adians Augen weiteten sich überrascht. Er hat mich... Schluchzend brach sie ab. Manu? Fragte Thaddäus irritiert. Ging es hier gerade um sein Manuel? Also nicht, dass es sein Manuel wäre. Er hat mich nicht losgelassen, beendete sie ihren Satz. Er... Irritiert schüttelte Adi seinen Kopf. Das ist nicht möglich, Lizzie. Er hat es aber getan. Er hat mich berührt, als ich mich duschen wollte, nachdem ich mit Lukas... Wieder brach sie ab. Ist das der Junge, der bei uns war gestern? Mit zusammengekniffenen Augen und aufeinandergepressten Lippen nickte sie. Habt ihr miteinander geschlafen? Fast. Fast. Sie zögerte. Wir waren dabei, aber kurz bevor wir... Also, er hatte etwas nicht dabei und da haben wir aufgehört. Scheiße, Liz. Wie dumm kann man eigentlich sein? Gab Thaddäus leise fachend von sich. Sie reagierte nicht darauf. Liz! Trotzig starrte sie ihn an, was, um ehrlich zu sein, das erste Mal seit der Sache mit ihrem Cousin war, dass sie ihn überhaupt direkt anblickte. Schlampe! Durchbrach er schließlich die kussentstandene Stille. Sie kriegt's einfach nicht hin, murmelte Adian in seinen Becher mit Kakao, ehe er einen großen Schluck nahm. Er fluchte leise, als das viel zu heiße Getränk unter der Haut hervorkam und ihm die Kehle verbrannte. Sie ist 17. Was ist da bitte so schwer am Leben? Erwiderte Tadel ungehalten. Du warst 18, als du dich umbringen wolltest. Es geht hier nicht um mich, okay? Ratlos musterte Adian seinen Freund. Warum bist du so wütend auf sie? Bin ich nicht. Und warum versuchst du denn nicht, sie auch mal zu verstehen? Weil sie einfach mit einem anderen Jungen rumgemacht hat. Verwundert blinzelte er einige Male. War Thaddäus eifersüchtig? Wow, warte mal. Du stehst auf sie? Fragte er schließlich, nachdem er sich wieder gefasst hatte. Sein Freund grummelte als Antwort nur. Ein leises Mauzen unterbrach das Geständnis abrupt und eine kleine, schildpartfarbene Katze mit wenigen Streifen und weißen Pfoten huschte zu ihnen in die Küche. Wo ist Liz? Fragte Adrian und blickte zur Tür. Oben. Warum? Weil ihre Katze nicht mal in ihrem Zimmer ist. Ohne noch groß zu überlegen, lief er durch den Flur zur Haustür, die in den Garten führte. Es überraschte ihn nicht, seine Freundin hinter einer der Hauswände verschwinden zu sehen. Liz, bleib stehen! Rief er aus und wollte ihr hinterher, aber sein Verstand sprach klar dagegen. Er müsste sie schon festhalten, um sie am Weiterlaufen zu hindern. Sie ist weg, gab er seufzend von sich, als er wieder zu seinem Freund trat. Ich weiß. Ist ihr Handy hier? Fragte er, war jedoch schon auf dem Weg nach oben, um das Gerät aus dem, erstaunlicherweise recht ordentlichen Zimmer zu holen. Eigentlich ein Weltwunder, dass sie es bei ihrer Paranoia mal hier liegen gelassen hat. Murmelte er mehr zu sich als zu Thaddäus, kaum war er wieder auf der hölzernen Treppe. Ohnehin hätte ihn sein Mitbewohner wohl eher weniger hören können. Dafür hörte der aber nun das laute Rumpeln, verbunden mit einem ziemlich hohen Schrei. Eilig sprang er auf und hetzte zu Adern in den Flur, welche mit schmerzverzerrtem Gesicht über die geröteten Stellen in seinen Armen strich. Bildete er es sich ein oder war Adi gerade die Treppe runtergefallen? Hey, alles klar? Fragte er vorsichtig und halb wieder auf die Beine. Sein Freund nickte knapp. Ja, jetzt weiß ich immerhin, woher die blauen Flecken an Elisabeths Arm kommen. Ohne noch länger als nötig am Flur zu stehen, bückte er sich nach dem Handy des Mädchens und ging zurück in die altmodische, aber gemütliche Küche. Davon oder von wundervoller häuslicher Gewalt, fügte Tully noch sarkastisch lächelnd hinzu, ehe er folgte. Ihre Mutter kommt das nächste Woche irgendwann wieder, meinte Adi nach kurzem Suchen, wollte das entfremdete Handy schon wieder beiseite legen. Ein Wunder, dass er den Code überhaupt kannte, als sein Blick auf einen anderen Chat fiel. Ist das dieser Lukas? Fragte sein Freund ihn über die Schulter. Ohne zu antworten, ging er auf den Chat und scrollte ihn eilig nach oben. Dein Leben ist nichts wert, las er wenig später leise vor. Verreck einfach, bring dich um. Die tiefe Stimme seines Freundes ließ ihn zusammenzucken. Ich wünschte, du würdest irgendwo an einem Strick von der Decke baumeln. Meinst du, ich will was von so einer hässlichen wie dir? Er knurrte leise, griff nach dem Handy und wollte schon auf den Hörer zum Anrufen gehen, als ihm der Kleinere zuvorkam. Du machst es dadurch nur schlimmer. Sie soll so hässlich sein,
Ach, aber zum Ficken ist sie gut genug, hä? Entgegnete er in lauten Tönen. Wie hatte Liz sich auf so jemanden einlassen können? Und er hat ihr gesagt, sie soll sich umbringen. Nächstes Mal sind wir vielleicht nicht rechtzeitig da und dann hat sie es wirklich getan wegen eines so behinderten Menschen und Taddle. Jetzt halt mal ganz kurz die Fresse! Unterbrach Adrian ihn schon wieder, schnappte sich das kleine technische Gerät, schloss WhatsApp und sperrte es. Solange sie nicht plötzlich schwanger ist, vergessen wir das Thema erst einmal. Ihr ist es auch unangenehm, okay? Sonst hätte sie sich schon längst Tobi anvertraut. Sie ist Jungfrau, brummelte Taddle unzufrieden vor sich hin. Meine Ex ist als Jungfrau schwanger geworden. Denk mal drüber nach. Er seufzte leise. Wir können jetzt erst einmal nichts machen, als abzuwarten und zu hoffen, dass alles wieder normal wird. Kapitel 19. Einfach abwarten. Eindeutig leichter gesagt als getan. Liz? Fragte Adrian leise, setzte sich neben sie und sah zu, wie sie schlagartig zur Seite rückte. Hä? Sag mal, wie stehst du zu Gras? Lächelnd stieß sie den Rauch wieder aus, atmete nach ungefähr der Hälfte ruckartig wieder ein und anschließend vollständig aus. Kann es sein, dass du das nicht zum ersten Mal machst? Fragte Thaddäus grinsend, griff vorsichtig nach dem Joint und zog selber kräftig daran, bis er das Gefühl hatte, sich übergeben zu müssen. Sie nickte. Gut möglich. Aber eins sage ich euch, in der Schule sollte man's echt nicht machen, murmelte sie vor sich hin, während sich ihr gestresster Ausdruck nach und nach verflüchtigte. Und am Abend dann Autofahren ist, glaube ich, auch nicht so legal. Adi kicherte leise. Immer diese Kiffer. Aber seit wann bitte hast du deinen Führerschein? Kurz bevor Tim mit seinen Eltern bei uns war. Nur alleine fahren ist halt noch nicht so drin. Dauert noch. Zufrieden lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück. Ich liebe es. Ihre Freunde stimmten ihr leise grummelnd zu. Sie konnten diesen Drogen ganz einfach nicht den Krieg erklären. Dafür war es zu schön, einfach mal kurz der Realität entfliehen zu können. Ohne sich über irgendetwas Gedanken machen zu müssen. Und solange sie nicht abhängig waren und nur gelegentlich zu den Rauschmitteln griffen, war doch alles gut. Oder nicht? Besorgt blickte Adrian auf, als er das Zittern seiner Freundin bemerkte. Woran denkst du? An nichts, stieß sie stammelnd hervor und sah ihn lächelnd an. Liz, hey, sieh mich an, forderte er sie vorsichtig auf, als ihr Blick keine Sekunde später schon wieder abschweifte. Sie tat ihm den Gefallen, jedoch auch nicht für länger als wenige Herzschläge, was sich bei ihrem Herzschlag auf nur einen winzigen Bruchteil einer Sekunde begrenzen dürfte. Nervös biss er sich auf die Unterlippe. Würde sie jetzt negative Gedanken haben, könnte das leicht in einem Anfall enden. Er blickte zu Taddle. Sie wussten, wo so die falschen Gedanken in Verbindung mit Gras führen konnte. Ich bin mal mit T zu seiner alten Schule gefahren und nachdem wir da gekifft haben, haben wir vor dem Eingang gekotzt, startete er einen Versuch, ihre Stimmung wieder anzuheben. Sie nickte abwesend. Woran denkst du? Fragte er sie erneut. Ich hab nur einen Ohrwurm, murmelte sie. Summa. Ich treffe die Töne nicht. Und? Denkst du, wir treffen sie immer? Aber eure Musik mag man, erwiderte sie, wandte sich ab und seufzte leise. Die drei schwiegen, bis sie endlich leise vor sich hinzusingen begann. Alle fragen, wie es mir geht, yeah, they wanna know. Adrian lächelte leicht, als er mit einstieg. Er kannte Lukas Lieder. Doch ich gebe keinen Fuck, I don't wanna show. Denn egal, was ich auch mache, ich komm nie mal los. Fuck, in manchen Nächten wär ich lieber jeder Tag gleich, ich schlaf ein. Broke's Motherfucker steht auf meinem Grabstein. Das kann doch nicht wahr sein. 100 Jahre sind in meinem Sparschwein. 23 und ich lag rein. Ey. Lächelnd hörte sie zu, wie ihr Freund sang. Sie liebte diese Musik. Und sie liebte seine Stimme. Kapitel 20. Elizabeth seufzte leise, als sie wieder in der Schule saß. Hey, Elle, kam es von Tobias als Begrüßung. Er setzte sich neben sie und lächelte leicht. Wie geht's dir? Gut. Und weiter? Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Irritiert rückte er ein wenig näher an sie heran. Was ist los? Nichts. Sie lächelte. Selbst deine Augenringe haben Augenringe. Ach, der Kaffee macht nicht wach, summte sie müde. Hör auf, einen auf müde zu tun und Playlists zu missbrauchen. Sie seufzte ergeben. T und Adi waren da. Und jetzt sind sie wieder weg und du vermisst sie, fragte er. Das leichte Gefühl der Eifersucht ignorierte er.
Sie nickte leicht. Sobald du... Er zögerte. Dein Abitur hast, kannst du doch auch nach Köln ziehen und das alles hinter dich lassen. Ein leichtes Lächeln schließt sich auf ihre Lippen. Stimmt. Er wusste nicht, was sie alles hinter sich lassen wollte. Er wusste nicht, wie alles in ihr brodelte und sie sich jeden Tag in Gedanken selber anschrie, sie solle es beenden. Aber er wusste, dass er sie liebte. Und dass ihr Herz jemand anderem gehörte. Hi! Rief sie langgezogen in den Flur, als sie die Haustür hinter sich schloss. Es kam nichts zurück, woraufhin sie bloß die Schultern zuckte, in die Küche ging und sich einen Tee machte. Ihre Augen huschten unruhig umher, als fühlte sie sich beobachtet. Oder suchte sie vielleicht jemanden? Ihr Handy holte sie aus den ungewohnt leeren Gedanken. »Hey, T«, lächelte sie, kaum hatte sie abgenommen. »Na du, Adi meinte, dass du mit mir reden wolltest.« Verwirrt hielt sie in ihrer Bewegung inne. »Wie bitte?« »Er meinte, dass du mich was fragen wolltest?« »Du sollst wohl ganz gesprächig sein, wenn du high bist.« Er lachte leise. Sie seufzte. »Ich weiß zwar nicht mehr, was ich ihm gesagt habe, aber ich wollte dich wirklich was fragen.« Sie machte eine kurze Pause, in der sie ihre Wortwahl noch einmal überdachte. »Nächste Woche Samstag ist so eine Familienfeier und... ich wollte fragen, ob du...« Sie zögerte. »Naja, ob du mitgehen möchtest.« Als er antwortete, konnte man das Lächeln, das wohl gerade auf seinen Lippen liegen musste, deutlich heraushören. »Klar, sehr gerne.« »Schrei doch nicht so«, schmunzelte sie. »Also, Samstag um 19 Uhr fängt das an. Kommst du hierher und ich fahre uns dann zur Halle?« Erwähnte sie unauffällig noch einmal ihren Führerschein. »Solange du mich nicht umbringst beim Fahren?« »Klar.« »Ich versuch's«, erwiderte sie selig lächelnd. Mit einem erleichterten Ausatmen stieg Kadeus aus dem Wagen. »Zwei Anmerkungen«, brummte er. »Hör auf, in Schlangenlinien zu fahren und mach nicht meine Musik über Lautsprecher an.« Scheinbar gleichgültig zuckte Elizabeth mit den Schultern. »Kann sie auch laufen?« Ihre Mutter schmunzelte leicht, während sie schon mal vor zum Eingang lief. Mit jedem Schritt, der sie näher in die große Halle brachte, drückte sich Elizabeth näher an ihren Freund. Er zögerte, griff nach ihrer Hand und umschloss sie. »Alles gut«, flüsterte er. Es war nicht schwer zu erraten, dass sie Sorge verspürte bei dem Gedanken, ihrem Cousin wieder gegenüberzutreten. Sie nickte leicht. »Danke«, erwiderte sie in gleicher Tonlage und trat durch die hölzerne Eingangstür. Neugierig folgte er ihren Blicken, mit denen sie die Menge nach den etwa Gleichaltrigen absuchte. Aber außer mit leicht verengten Augen und zusammengezogenen Augenbrauen zeigte sie nicht, dass sie ihn wohl gefunden haben muss. »Bist du okay?« fragte er vorsichtig. Sie nickte, setzte sich zu den anderen Enkeln ihrer Großeltern und wartete, bis auch Tadel neben ihr Platz gefunden hatte. »Trinkt ihr mit?« fragte sie einen Junge mit hellbraunen Haaren, der wie aus dem Nichts plötzlich hinter ihren Stühlen aufgetaucht war. Thaddäus überlegte. War es der generellen Anwesenheit einer anderen Person zu verdanken, dass Liz näher an ihn heranrückte, oder war dieser Junge ihr Cousin? Sie atmete tief durch, drehte sich leicht und lächelte. »Also ich ja. Was ist mit dir, T?« Ein wenig irritiert nahm der scheinbar Namenlose die tiefe Stimme, die die erneute Bejagung begleitete, zur Kenntnis. »War er das?« fragte Tadel leise, kaum war der Junge wieder weg. »Prost!« riefen die anderen. Erst als auch sie ihr Schnapsglas geleert hatte, schüttelte Elizabeth ihren Kopf. »Nein.« Sie sahen nicht an dabei, und auch nach dem vierten Anstoßen blieb sie bei ihrer Aussage. »Hubertus?« fragte sie ein Mann. Elizabeth überlegte kurz und nahm dann die kleine Flasche entgegen. Thaddäus schien länger zu brauchen, um sich zu entscheiden. Er wusste nicht, wie viel das Mädchen vertrug. Konnte es selber darauf achten, nicht zu viel zu trinken? »Ist das okay, wenn wir gleich fahren?« fragte Catherine die beiden irgendwann. »Darfst du fahren?« erwiderte ihre Tochter. »Bin noch im Limit«, kam es zurück. »Also von mir aus können wir gleich ruhig los«, antwortete Thaddäus lächelnd. Sie beide waren angeheitert, aber eindeutig noch dazu fähig, klar zu denken und geradeaus zu laufen. Elizabeth reichte gerade dem Mann die Hand, der ihnen zuvor einige Hubertus-Tropfen gegeben hatte, als ihre fröhliche Stimmung schlagartig umschlug.
Sie ging einen Schritt zurück und schüttelte leicht mit dem Kopf. Was? Fragte sie leise. Ihre Stimme war hoch, kaum zu hören bei der lauten Musik. Sie blickte kurz zu Tuttle, dann wieder zu dem Mann. Ich, stammelte sie unbeholfen, ehe sie an ihnen allen vorbei nach draußen stürmte. Kapitel 21. Erschrocken ging Thaddeus einen Schritt zurück, als Elizabeth knapp an ihm vorbei nach draußen stürmte. »Ey, Liz, warte!« Seine Augen richteten sich auf den Mann, mit dem sich seine Freundin eben noch unterhalten hatte. Er wirkte belustigt und alles andere als sympathisch. Als der Mann einen Schritt in die Richtung machte, in die Liz verschwunden war, stellte sich Tuttle mit grimmiger Miene vor ihn. »Was hast du zu ihr gesagt? Was geht dich das an?« Der Musiker knurrte leise, rampelte den Mann an und ballte seine Hände zu Fäusten. »Was verfickt nochmal hast du zu ihr gesagt?« »Ich habe ihr nur zu ihrem geilen Arsch gratuliert«, zischte der wesentlich Ältere. Ein leichtes, viel zu widerliches Grinsen lag auf den schmalen Lippen, die von einem leichten Bartansatz umspielt wurden. »Perverses Schwein! Sie ist verdammt nochmal minderjährig!« »Na und? Seh dich doch mal um!« Der Mann deutete mit seinen Händen auf eine weitläufige Umgebung. »Kaum jemand ist noch nüchtern. Und dir?« Er stieß leicht gegen die Brust des Blauhaarigen. »Glaubt man doch ohnehin kein Wort. Und wir wissen beide, dass die Kleine nichts sagen wird. Und wer glaubt schon einem arbeitslosen Kiffer?« Als Thaddeus nach draußen ging, um nach Liz zu sehen, wäre er am liebsten wieder zurück in den großen Saal gestürmt, um dem Mann seine Wut ins Gesicht zu schreien. Aber jetzt galt es erst einmal, das Mädchen zu finden. »Liz!« rief er gedämpft über den Parkplatz. »Hey, ich bin's! Wo bist du?« Ihr heiseres Schluchzen erregte seine Aufmerksamkeit und er seufzte leise. Vorsichtig ging er näher an den Steg heran, auf welchem seine Freundin kniete. »Du erkältest dich noch«, murmelte er, legte ihr sein Jackett um und zuckte leicht zurück, als er sah, wie sich ihr Körper bei seiner Berührung augenblicklich anspannte. »Tut mir leid«, fügte er hinzu, als er ihre unbeholfenen Versuche bemerkte, sich die Tränen aus dem Gesicht zu wischen, ohne dabei ihr Make-up zu verschmieren. Scheinbar wäre es ihr lieber gewesen, jetzt nicht gestört zu werden. »Ich bin...« Sie unterbrach sich in einem weiteren Schluchzer. »So eine Pussy. Nicht einmal... Damit kann ich umgehen. Dabei ist das doch nur eine blöde Bemerkung gewesen.« Ihr Wein nahm die Überhand, woraufhin sie aufhörte, nach den richtigen Worten zu suchen. »Was genau hat er gesagt?« »Das...« Sie holte tief Luft, ließ die Schultern hängen und schloss ihre Augen. »Er meinte, ob er mir schon mal gesagt habe, dass ich ein...« Es erschien ihr vulgär, so von ihrem eigenen Körper zu reden, weshalb sie abbrach und sich gleich noch ein wenig kleiner machte. »Dass ich einen geilen Arsch habe.« »Das ist schon eine Anmache«, brummte ihr Freund, stand auf und trat frustriert auf das Holz des Stegs. »Dieses perverse Schwein. Du musst es irgendwem sagen, sonst tut es wieder und wieder und irgendwann fasst er dich an und dann sagst du wieder nichts und dann wieder dich...« Als er sich unterbrach, war es vermutlich schon zu spät, um ihre auffallende Verzweiflung zurückzudrängen. »Scheiße, Liz, ich wollte nicht. Also, es tut mir leid. Das war nicht...« stammelte er unbeholfen und versuchte Elizabeths ungläubigen Blick nicht weiter zu beachten, da er auch so schon verunsichert genug war durch sein eigenes Handeln. Ganz langsam stand sie auf, drückte dem Älteren sein Jackett in die Hand und ging an ihm vorbei wieder in Richtung der Halle. Ihre Schritte waren ungelenk, als würde sie jeden Moment zusammenbrechen. Und vielleicht war es ja auch so. »Liz, warte doch!« Thaddeus wollte ihr folgen und sie daran hindern, wieder in die Nähe dieser unangenehmen Person zu gehen, als er sah, wie sich die Türen schon öffneten und ein Junge heraustrat, der ungefähr so alt wie Liz sein musste. Augenblicklich stoppten ihre Schritte. »Was machst du hier?« fragte sie leise. »Meine Eltern und ich wollten fahren und sie wollten sich noch kurz von den anderen verabschieden.« »Was machst du hier draußen?« kam es ein wenig verwirrt zurück und erblickte an ihr vorbei zu dem jungen Mann, der die beiden unsicher beobachtete. Beziehungsweise ihr. »Wer ist das?« Thaddeus zögerte, überbrückte die paar Meter Entfernung und reichte dem noch Unbekannten die Hand. »Tuttle.« »Tjax? Also, Dad Adam Tuttle?« Als Antwort nickte er bloß. »Und du bist?« »Nuka.« »Und ihr kennt euch, woher?« Nuka warf einen vorsichtigen Blick auf Elizabeth. Hatte sie dem Musiker von der Sache erzählt, die vorgefallen war? »Ich bin
ihr Cousin. Du bist... Warte, du bist der Cousin? Er seufzte leise. Scheinbar ja. Ja, aber eigentlich ist mittlerweile alles wieder cool, oder nicht? Letzteres fragte er an Liz gewandt, welche ihn nicht anzusehen wagte. Ja, klar, murmelte sie, wandte ihren Blick gleich noch ein wenig mehr ab und schluckte schwer. Wirklich? Denn wenn nicht, dann können wir da ruhig noch einmal drüber reden und es ist alles gut zwischen uns. Okay. Die Tür öffnete sich ein weiteres Mal und mit jedem Mal schien eine schlimmere Person zu ihm zu treten. Elizabeths Füße bewegten sich wie von alleine auf den Mann zu. Tuttle wollte sie zurückziehen, damit sie sich nicht begegneten, aber irgendwie wurde er das Gefühl nicht los, dass sie sich ihrer Sache ziemlich sicher war. Du, fing sie an und blickte auf. Ihre Augen funkelten und man konnte Tränen über ihre Wangen rennen sehen. Der Mann lächelte leicht und kam ihr einige Schritte entgegen. Du verdammter Perversling! Luca wollte die Szene vor sich gerne hinterfragen, entschied sich nach einem Blick auf Thaddäus, dann aber doch dagegen. Du bist nicht mehr als ein perverses Arschloch. Und ich schwöre dir, wenn du mich noch ein einziges Mal ansprichst oder ansiehst, kratze ich dir deine gierigen Augen aus und erzähle jedem, was du zu mir gesagt hast. Aber Liz, fing der Unsympath an, als die Schülerin ihr Knie überraschend in die Höhe riss und schließlich auf einen leichten Widerstand stieß. Und das gilt ab sofort, fauchte sie, ging einen Schritt zurück und lächelte engelsgleich. Eine schöne Heimfahrt gab sie in einem Singsang wieder, da Hermines, ein schönes Weihnachtsfest, im ersten Harry Potter Film gleichkam. Es war Nobelpreis gleich. Friedensnobelpreis, versteht sich. Gemischt mit dem Nachgeschmack eines Oscars. Und während sich der Mann, er hatte sich als ihr Onkel Julius herausgestellt, am Boden quälte, blickte Tuttle Liz ein wenig überfordert an. Das, fing er an, begann zu lächeln und zog seine Freundin in seine Arme. War großartig. Scheiße, war das gut, stimmte Luca zu, der sich jedoch hütete, an der Umarmung mit teilzunehmen, da er sich sicher war, dass die Drohung auch für ihn galt und er sein Sehvermögen eigentlich noch behalten wollte. Elizabeth lächelte vorsichtig. Aber offiziell gesehen habe ich ihn heute nicht gesehen, ja? Die beiden stimmten ihr zu, denn während Luca wusste, dass ihr eindeutig zu naives Herz sogar ihn schützte, so wollte er nicht, dass es auch für ihrer beider Onkel galt. Und Tuttle war einfach nur froh, dass sie sich tatsächlich gewehrt hatte. Die am Boden kauende Gestalt beachtete niemand von ihnen mehr. So erleichtert waren die drei gerade. Kapitel 22. Müde lehnte Elizabeth an der plakatierten Wand hinter sich, kaum hatte sie sich vergewissert, dass dort auch wirklich keinerlei Schmutz zu sehen war. Hallo, sprach sie jemand von der Seite an. Ein wenig verwirrt wandte sie ihren Kopf, rückte ein wenig von dem Mann weg und lächelte freundlich, wenn auch unsicher. Hey, wie alt bist du? 17. Ich bin 23. Okay. Nervös blickte sie sich um. Wo bitte blieb Tobias? Es war nicht das erste Mal, dass sie dieser Mann ansprach. Weißt du, fing der Ältere wieder an. Du regst Gefühle in mir. Ihre Augen weiteten sich. Sie spürte, wie sie Erinnerungen umschlang, als stünde sie wieder mit ihrem Cousin in dem Tierpark. Sie atmete hörbar aus. Fühlst du auch etwas? Nervös ließ sie ihren Blick schweifen. Nein. Magst du mich etwa nicht? Es wäre doch unhöflich, jetzt zuzustimmen, oder? Doch. Sie kannte ihn nicht, wusste nur, dass er nicht ganz klar im Kopf war. Aber sollte seine Verhaltensweise an einer Behinderung liegen, wie konnte man ihn dann guten Gewissens allein durch die Stadt laufen lassen? Andererseits war das gerade doch gar nichts. Sie reagierte doch nur erneut über. Eine Berührung in ihrem Arm ließ ihn ihren Gedanken innehalten. Ruckartig zog sie ihren Arm zu sich. Magst du das nicht, wenn ich dich berühre? Fragte er verständnislos. Ich mag Umarmungen nicht so. Sie atmete schwer, schüttelte den Kopf und ging unauffällig einen Schritt zur Seite. Mein Bus kommt, meinte sie, griff eilig nach ihrer Tasche, er hatte sie ja schon vom Boden aufheben wollen, und kramte nach ihrer Busfahrkarte. Der Mann breitete seine Arme aus, als wolle er sie umarmen. Erst als seine Arme bereits leicht gegen ihre Schultern stießen, ging sie wieder einen Schritt zurück. Tschüss, murmelte sie. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie Tobias, der sie musterte. Wer war das? Fragte er, kaum hatten sie sich nebeneinander niedergelassen.
Keine Ahnung, kam es leise zurück. Was wollte er? Nichts. Müde blickte sie ihren Freund an. Er lächelte leicht und nickte. Na dann. Ganz in seinen eigenen Gedanken blickte er aus dem Fenster. Ob er ihr irgendwann sagen sollte, dass er längst ahnte, was passiert war? Der Bus hielt und jemand stieg ein. Elizabeths Atmung setzte aus, kaum hatte sie den schwarzhaarigen Jungen erkannt. Komm, das ging ganz schnell. Sie schüttelte den Kopf. Das war nur ein Traum gewesen. Mehr nicht. Sie bemerkte nicht, wie Tobias sie beobachtete. Bin zu Hause! Rief sie ungefähr eine halbe Stunde später in den Hausflur. Erst als sie schon in der Küche stand, kam eine gestresste Begrüßung zurück. Liz, könntest du mir vielleicht kurz Geld leihen? Ich kann gerade nicht zur Bank, meine Karte ist noch auf der Arbeit. Ein wenig verunsichert blickte das Mädchen zum Fenster. Es war nicht das erste Mal, dass ihre Mutter Geld von ihr leihen wollte. Und es war auch nicht das erste Mal, dass sie nicht mehr die Bank spielen wollte. Manchmal fühlte es sich so an, als würde sie ihrer Familie nur als Objekt dienen. Ihrem Cousin und Onkel als eigene Belustigung und ihrer Mutter als Geldautomat. Davon abgesehen wusste sie genau, dass ihre Mutter nun mal wieder kein Geld mehr auf dem Konto hatte. Sie atmete tief durch, blickte in die Augen ihrer Mutter und ging einen Schritt zurück. Nein. Wie bitte? Irritiert blickte Catherine sie an. Nein, ich gebe dir kein Geld. Für einen Moment wirkte die Frau weiterhin verwirrt. Aber keine Sekunde später flammte Wut in ihrem Blick auf. »Warum bist du so egoistisch?« »Schrei mich nicht an.« Gefährlich ruhig war Elizabeths Stimme. »Du kannst ja ruhig einmal!« Ich sagte. »Schrei mich nicht an.« »Jetzt hör mir mal zu, du dummes Kind!« fauchte die Frau. »Verreck doch einfach!« Mit vor Wut geblähten Nasenflügeln trat Elizabeth näher an ihre Mutter heran, holte aus und ließ die flache Hand gegen ihre Wange treffen. Der Ring, den sie immer an ihrem kleinen Finger trug, hinterließ dabei einen rötlichen Streifen auf der rauen Haut. Die Schülerin knurrte leise. Wag es nicht, je wieder so mit mir zu reden. Kapitel 23. Du hast sie geschlagen? Alles andere als überrascht blickte Tobias seitlich von seinem Bett aus nach draußen. Mit dem Rücken lehnte er an der Wand. Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass es von ihr ausgehen wird, meinte er mit geschlossenen Augen und lächelte dazu leicht. Elizabeth sah knapp an ihm vorbei. »Sie wird mich umbringen«, murmelte sie leise. »Dann schläfst du heute Nacht bei mir, wenn du das möchtest.« Sie begann zu lächeln, als er das sagte. Womit hatte sie ihn nur verdient, wenn sie ihn doch fast gänzlich aus ihrem Leben ausschloss? Elizabeth wollte gerade ihre Haustür aufschließen, als die sich bereits öffnete und ein relativ großer Mann mit leichtem Badeinsatz heraustrat. Mit einem etwas zittrigen Ausatmen ging das Mädchen rückwärts, sodass es gegen Tobias lief. Tränen traten in ihre Augen. »Was machte ihr Onkel hier?« »Hallo, Liz«, sagte er mit der Unschuldsmiene eines Engels. Er blickte ihr direkt in die Augen, begann zu lächeln und trat nun ganz aus der Tür heraus. Er wusste genau, dass sie ihre Drohung niemals ernst machen würde. Als er die Hand reichte, ging sie noch weiter zurück. Sie ging so weit zurück, dass er, der ihr immer wieder gefolgt war, nicht mehr den Weg ins Haus versperrte. Und kaum war der frei, lief sie in den Flur, direkt nach links die Treppe hoch. Unzufrieden sah Tobias zu, wie sie sich schnell atmend gegen ihre Zimmertür lehnte. »Wer war das?« fragte er. »Mein Onkel.« »Was stimmt mit ihm nicht?« Sie zögerte. »Ich finde seine Haltung zu manchen Dingen verwerflich«, meinte sie schließlich, nachdem sie sich ihre Worte zusammengesucht hatte. »Das meine ich nicht«, seufzte ihr Freund leise. »Ich weiß wohl, warum du ihn nicht magst.« Fassungslos blickte sie ihn an, sagte aber nichts. »Ich bin nicht blind, Kleine«, lächelte er müde. »Er ist ein widerliches Arschloch. Ich meinte eher, was bitte mit ihm nicht stimmt, dass er so drauf ist.« Verunsicher blickte sie in seine Richtung. »Liz?« fragte er, trat näher an sie heran und schluckte schwer. »Warum siehst du mich nicht mehr an?« Sie lächelte nervös. »Ich weiß nicht. Siehst du mich bitte an?« Sie versuchte es und blickte in seine tiefblauen Augen, aber es brauchte keine 2 Sekunden, da lag ihr Blick wieder knapp neben ihm. Er biss sich auf die Unterlippe, als wisse er nicht, was genau davon halten soll. »Okay«, murmelte er schließlich leise, griff nach einem großen Plüschpanda und warf ihn dem Mädchen zu. »Soll damit?« Sie zögerte, nickte aber. »Wo gehst du hin?«
fragte Catherine ihre Tochter mit Blick auf die beiden Taschen. In der einen waren die Schulsachen für den morgigen Tag und in der anderen die Sachen, die man eben für eine Übernachtung brauchte. »Was macht Julius hier?« kam es an Stella eine Antwort zurück. »Er ist mein Bruder. Darf er mich nicht besuchen? Ist er noch da?« »Ja.« Zähneknirschend verstärkte Elizabeth den Griff um ihren Panda-Bären. »Ich schlafe bei Toby«, kam sie schließlich doch noch auf die eigentliche Frage zurück. »Warum?« »Er ist mein Freund. Darf ich ihn nicht besuchen?« Tobias verkniff sich ein amüsiertes Grinsen. »Schlagfertig ist sie auf jeden Fall.« Catherine verengte ihre Augen ein wenig. »Ich denke, wir sollten uns mal unterhalten.« Elizabeth nickte lächelnd. »Können wir?« »Klar.« »Darf ich vorher dann aber vielleicht noch das Jugendamt anrufen und ihnen sagen, was du und dein lieber Bruder für verantwortungsvolle Erwachsene seid? Soll ich ihnen sagen, wie oft du mir gesagt hast, ich solle sterben oder wäre nichts wert? Dass ich dich geschlagen habe, ist dahingegen dann vermutlich Notwehr.« »Hey«, meinte Liz, kaum hatte sie den Anruf angenommen. »Wer ist dran?« fragte Tobias vom anderen Ende des Zimmers. »Toddle«, kam es gedämpft zurück. »Wo bist du?« fragte der Musiker. »Bei Toby.« »Jetzt noch?« Sie zögerte. »Naja, ich schlafe heute hier.« »Hast du morgen keine Schule?« »Doch. Und?« »Warum schläfst du denn bei ihm?« »Meine Mutter ist nicht da und...« »Lügnerin!« rief Adrian langgezogen, da eigentlich nur unter das Zimmer hatte vorbeilaufen wollen, nun aber stehen blieb und durch den offenen Türspalt ins Zimmer lugte. Beide Parteien stellten auf Lautsprecher. »Warum also schläfst du jetzt bei dir? Ist ihr Haus abgebrannt?« fragte Adrian, nahm einen Löffel von seinem Müsli und legte sich halb auf Tadel. Tobias grinste schief. »Wer hat denn Lust dazu?« »Und warum?« kam es wieder zurück. Elizabeth seufzte entnervt auf. »Weil ich meine Mutter geschlagen habe, mein Onkel zu Besuch ist und Tobias es mir angeboten hat. Aber immer schön verhüten, ne?« »Adrian«, lachte Tobi leise auf. »Ja, was denn? Noch mehr von eurer Sorte sind echt nicht zuzumuten.« Entnervt sah Tuttle seinen Freund an, kaum hatten sie aufgelegt. »Sie schlägt ihre Mutter. Dich stört es nicht und machst stattdessen Witze?« »Reck dich ab. Es wurde Zeit, dass sie sich mal wehrt.« »Ja, aber nicht so. Gewalt ist fucking useless. Sie bringt einen nicht weiter und gerade sie nicht, wenn sie sich noch nicht einmal vor sich selbst beschützen kann.« »Lass deine Eifersucht nicht an mir aus, okay?« Adrian lächelte gezwungen, ehe er sich in sein eigenes Zimmer zurückzog. Kapitel 24. Entsetzt starrte Elizabeth auf ihr Handy. Mitten in der Nacht war sie wach geworden und, die genauen Gründe dafür kannte sie nicht, auf ihren eigenen WhatsApp-Chat gegangen. Was war das für eine Nachricht, in der sie von ihrem Cousin erzählte? Schweigend sah sich Elizabeth die Bilder und ausgestopften Tiere im Kaminzimmer ihrer Großeltern an. Ihr Cousin musterte sie dabei. Woran dachte er wohl, während er seine nächsten Schritte wählte? Oder hatte er gar nicht nachgedacht über das, was er ihr angetan hatte? Das Brettspiel, irgendeines mit Hippos, das sie eigentlich hatten weiterspielen wollen, lag zur Hälfte ausgepackt vor ihnen auf dem steinernen Tisch. Einige Momente dauerte es noch, ehe der Junge die nur wenig jüngere Person zu sich zog. Sein rechter Arm war dabei ungefähr an ihrer Hüfte, sein Lenker unterhalb ihrer Oberschenkel, gefährlich nah an ihrem Hintern. »Bist du kitzlig?«, fragte er, scheinbar um seinem Handeln einen Grund zu geben. »Nee, eigentlich nicht«, erwiderte sie und rückte wieder ein wenig von ihm weg. »Sicher?« Als er sie das nächste Mal zu sich zog. Sie fluchte leise. Wie konnte ihre Erinnerung nur so von dieser Nachricht abweichen? Irgendwas konnte unmöglich stimmen. Sie atmete tief durch und schloss die Augen. Was war es? In der Nachricht erzählte sie davon, dass er sie mehr berührt habe. In ihren Erinnerungen war jedoch nur das, was sie auch Thaddäus und Adrian gesagt hatte. Sie atmete tief durch. Also hieß es wohl, nochmal in der Zeit zurückzureisen und sich der Vergangenheit zu stellen. »Bist du kitzlig?«, fragte er, scheinbar um seinem Handeln einen Grund zu geben. »Nee, eigentlich nicht«, erwiderte sie und rückte wieder ein wenig von ihm weg. »Sicher?« Als er sie das nächste Mal zu sich zog, spürte sie seine Hand an ihrer Haut unter ihrem Shirt. Sie erstarrte. War seine Hand gerade unter ihrem Shirt verschwunden? War das nur ein Versehen gewesen? Nicht hörbar seufzte sie auf. Sie bildete sich das alles doch eh nur ein. Wozu also wegrücken, wenn er ihr Unbehagen ohnehin nicht bemerkte? Wenn er gar nichts Falsches tat,
sondern sie einfach nur zu empfindlich war. Sie schrie auf und fuhr herum, als jemand gegen ihre Schulter stieß. Mit panischen Atemzügen wich sie vor Tobias zurück, der ihr nur verstört dabei zusah. Lizzie, was? Hör auf! Du sollst aufhören! Hör endlich auf! Sie griff ihr Handy und warf es an ihm vorbei an die Wand. Das waren Lügen. Das waren alles nur Lügen. Diese Nachricht war nicht echt. Sie hatte sich getäuscht. Sie erstarrte, als sie Tobis Arme um sich spürte. Sie starrte an ihm vorbei, als würde sie ihn gar nicht sehen. Lass mich los, stieß sie wimmernd hervor und versuchte, sich aus einer Umarmung zu wenden. Unsicher sah er zu, wie sie sich schließlich wieder von ihm entfernte und sich in einer Ecke seines Zimmers kauerte. Vorsichtig knickte er sich wieder vor sie und streckte seine Hand nach ihr aus. Hey, ich tue dir nichts. Abwehrend versuchte sie, sich noch kleiner zu machen. Lizzie, nicht jeder, der dich berühren will, will dir Böses. Aber jeder, der mich berührt hat, wollte Böses, schrie sie ihm entgegen. Ich sag mir immer wieder, das war nichts. Und ja, stimmt, das war nichts. Aber nichts ist eben doch so viel, dass es eine Bedeutung hat. Lizzie, hey, sieh mich an. Sie schüttelte mit dem Kopf. Sie wollte ihn nicht ansehen. Lizzie, du vertraust mir doch, oder? Zögernd blickte sie auf. Ja, sie vertraute ihm. Aber sie hat auch Adi vertraut. Und das hat er bewusst ausgenutzt. Zwar um ihr zu helfen, aber hatte der Zweck seine Handlung gerechtfertigt. Du kennst mich. Ich würde dir nie wehtun. Langsam nickte sie. Ja. Sie kannte ihn. Sie zögerte, ehe sie ihn umarmte und ihn zu sich auf den Boden zog. Ich will einfach nicht mehr, stieß sie leise schluchzend hervor. Psst, hey, wir kriegen das hin. Das sagen alle. Das sagt jeder. Aber immer wird es noch schlimmer und es passiert wieder und wieder. Lizzie, seufzte er leise. Lass mich dir helfen und ich verspreche dir, dass es besser wird. Dir wird nichts mehr in der Art passieren. Wieder zögerte sie. Was würde passieren, sollte er sein Versprechen nicht halten können? Und doch nickte sie. Danke, flüsterte sie und verfestigte ihre Umarmung vorsichtig. Kapitel 25. Hast du Liz gesehen? Ist sie schon beim Bus? Fragte Tobias hektisch. Lukas schüttelte den Kopf. Keine Ahnung. Aber sie war heute in der Schule. Wo soll ich das wissen? Genervt blickte er ihn an. Das ist wichtig, also piss dir nicht selber ans Bein und sag mir einfach, ob du sie schon gesehen hast oder nicht. Ja, ich hab sie gesehen. Und? Geht doch. Ohne noch weiter auf Lukas schlechte Laune einzugehen, wandte Tobias sich ab und eilte aus der Schule. Er durfte Elizabeth nicht alleine beim Bus lassen. Nicht heute, wo auch der, mehr oder weniger, Fremde wieder an der Bushaltestelle stehen würde. Nicht, nachdem er ihr es wenige Tage zuvor versichert hatte, auf sie aufzupassen. Frustriert blickte er über die Straße. Die Ampel stand auf Rot und neben seiner Freundin stand wieder der Mann. Er konnte sehen, wie sie ihren Arm immer wieder zu sich zog, um nicht mit dem Fremden in Berührung zu kommen. Wie sie ihre Hände langsam zu Fäusten ballte und ihre Fingernägel dabei wohl wieder an ihre Haut drückten. Und er konnte ahnen, wie ihre Gefühle zwischen Verzweiflung und Wut wechselten. Wenn sie doch nur aufblicken und ihn bemerken würde. Erschrocken ging er einen Schritt zurück, als er sah, wie sich der Mann vorbeugte und ihr einen Kuss auf die Wange geben wollte. Die Ampel sprang auf grün und er rannte los. Lizzie, nicht! Zu spät. Das Mädchen hatte seine Faust erhoben und zugeschlagen. Die umstehenden Leute warfen erschrockene Blicke zu den beiden, griffen aber nicht ein, als sie ihre Fäuste ein weiteres Mal in die Höhe hob. Als sie ein drittes Mal zuschlagen wollte, hielt Tobias ihr Handgelenk fest. Verzweifelt drehte sie den Kopf und starrte ihn an. Er zögerte. Scheiße, war sie high? Komm mit, stieß er hervor, kaum hatte er aus dem Augenwinkel einen Streifenwagen bemerkt, der an der Ampel hielt. Er zog sie hinter sich her und verschwamm mit ihr in einer kleinen Seitengasse. Benommen ließ sie sich an einer Wand hinabsinken, kaum hatte sie sich vergewissert, dass da keinerlei Abfall oder ähnliches zu finden war. Wenn die Polizei das mitgekriegt hat, bist du gefickt. Sie nickte knapp. Und das nicht, weil du ihn geschlagen hast. Wieder nickte sie nur.
Ihr Blick durchbohrte ihn regelrecht, weshalb er sich vor sie kniete und ihren Blick erwiderte. Er wusste, dass sie so nicht lange standhalten konnte. Bist du high? Ein Nicken. Hast du das Zeug selber gehabt? Was? Na, ob es dein Gras war oder das von dem anderes. Von dem anderes. Du hast also mitgeraucht. Ein Nicken. Wenn die Polizei das mitbekommen hat und sie noch dazu bemerken, dass du high bist, wird deine Mutter das erfahren. Sie lächelte verzweifelt. Ja, das wusste sie. Und sie fürchtete sich vor dem Tag, an dem ihre Mutter wirklich erfahren würde, dass sie hin und wieder stoned in der Schule war. Sie waren gerade aus der Seitengasse getreten, als zwei Beamte auf sie zukamen. An der Leine führten sie einen deutschen Schäferhund, der mit jedem Schritt, den sie ihnen näher kam, unruhiger wurde. »Elizabeth?« fragte der Mann mit Blick auf das Mädchen. Das nickte knapp. »Und weiter?« »Woodledge, kommen Sie bitte kurz mit.« Verunsichert sah sie den Polizisten an. Sie würden zurück zur Bushaltestelle gehen, wo da ein Mann noch immer sein würde. Sie ging einige Schritte zurück. Tobias räusperte sich. »Ich bin Tobias Braustein«, versuchte er es mit der ersten höflichen Geste, die ihm gerade einfiel. »Ihr geht es gerade nicht gut, weil der Mann, den sie geschlagen hat, sie belästigt hat.« »Das haben uns die anderen Augenzeugen auch schon berichtet«, meinte die Frau mit Blick auf ihren kleinen Notizblock. Ein wenig irritiert beobachtete sie, wie ihr Hund an dem Mädchen zu schnuppern begann und schließlich laut zu bellen anfing. Verzweifelt starrte Elizabeth die beiden Polizisten an. Die Beamtin sah zu ihrem Kollegen, ehe sie sich zunickten. »Kommen Sie morgen bitte auf die Wache, dann klären wir die Formalitäten.« Fassungslos blickten sich die Freunde an, nachdem die Polizisten gegangen waren, und fielen sich schließlich um den Hals. Scheinbar hatte die Polizei in Deutschland wirklich Besseres zu tun, als sich um Minderjährige zu kümmern, die Gras konsumiert haben. »Bin zu Hause«, rief Elizabeth in den Flur hinein, ehe sie die schwere Haustür hinter sich ins Schloss fallen ließ. Ihre Mutter kam aus der Küche und blickte sie unzufrieden an. Sie schien zu überlegen, trat näher an sie heran und blickte ihr direkt in die Augen. Und dann holte sie aus. Kapitel 26. Fassungslos starrte Elizabeth ihre Mutter an. »Warum hast...« fing sie an, sprach aber nicht weiter, als sie den Blickkontakt nicht länger halten konnte. »Bist du stoned?« »Nein.« Sie kniff ihre Augen fest zusammen, als sie erneut einen Schmerz an ihrer Wange verspürte. »Bist du stoned?« »Nein.« Als Elizabeth ihr Handy in ihrer hinteren Hosentasche vibrieren spürte, ging sie einen Schritt zurück, griff unauffällig in die Tasche und drückte eine Lautstärkeknöpfe, um den Anruf anzunehmen. »Bist du stoned?« fragte ihre Mutter sie nun schon zum vierten Mal. Sie kam gar nicht mehr dazu zu antworten, da hatte die Frau ihre flache Hand auch schon wieder erhoben. Bildete sie es sich ein oder war der Schlag mit jedem Mal ein wenig fester? Sie zögerte. Würde die Wahrheit eine bessere Reaktion hervorrufen? Ja. Müde ließ Elizabeth sich auf ihrem Schreibtischstuhl fallen, ehe sie ihr Handy aus der Tasche nahm. Tuttle, der am anderen Ende der Leitung saß, schwieg. Er konnte ihr keine Vorwürfe machen, dass sie scheinbar auch in der Schule high gewesen war, wenn er es damals nicht besser gemacht hat. »Hey«, fing sie schließlich leise das Gespräch an. »Hey«, »was gibt's?« wollte sie auf ein normales Thema kommen, aber er übertönte ihre Stimme mit seiner Frage. »Was war da los? Du hättest den Anruf nicht angenommen, wenn du nicht gewollt hättest, dass ich das mitbekomme.« »War mein Fehler. Tut mir leid.« »Hör auf, dich für alles, was schief geht, zu entschuldigen.« Sie deutete ein Nicken an, wohlwissend, dass er sie nicht sehen konnte. »Was hast du heute so gemacht?« Sie lachte verzweifelt auf. »Ach du, ich war in der Schule, hab jemanden geschlagen, wurde von der Polizei erwischt, die gemerkt hat, dass ich high war und darf morgen auf die Wache kommen, aber nicht wegen der Drogen. Und du so?« Adrian, der bisher still neben ihm gelegen hatte, runzelte die Stirn. »Dein Leben fickt dich echt, oder?« Sie knurrte leise. Das Bedürfnis nach Späßen war ihr längst vergangen. »Hey, bleib ruhig. Das wird wie... Halt die Fresse, Adrian! Deine dummen Sprüche kannst du dir gerne für jemand anderen aufheben.« Unterbrach sie ihn, stand auf und lief zur Tür. »Aber Liz, du...« Unentschlossen blickten sich die beiden an, nachdem Elizabeth ohne ein weiteres Wort aufgelegt hatte. »Das endet nicht gut«, murmelte Adrian, blickte gen Decke und atmete tief durch. Sein Freund nickte zustimmend. »Ja.« Der Meinung war er auch. Ein Sturm zog auf, ob man es nun wahrhaben wollte oder nicht. Und wenn das nur die Ruhe davor war, wie sollte dann erst das große Unwetter werden?
Wenige Tage später saß Elizabeth bei einer ihrer Mitschülerinnen zu Hause und zog kräftig an einem Joint. Neben ihr waren noch 4 andere Leute da, die sie selber zwar nicht kannte, aber dafür mit ihrer Freundin viel zu tun hatten. Waren sie nicht allesamt Pfadfinder oder sowas ähnliches? Sie atmete tief durch, lehnte sich zurück und achtete auf ihren Herzschlag. Mit dem Zählen war sie schon nach den ersten Zügen nicht mehr hinterhergekommen. Zu schnell und zu unregelmäßig schlug es. Der Junge, der noch als einziger mit bei ihr saß, musterte sie flüchtig. »Hast du viel mit Drogen zu tun?« fragte er schließlich. Sie blickte zu ihm, verneinte aber. »Nur mit Gras.« »Ich schon.« Sie nickte knapp. »Worauf lief dieses Gespräch bitte hinaus?« »Es ist doch okay, wenn man jemanden, weil man betrunken war, von dem man was will, an den Arsch gefasst hat, oder?« Sie blinzelte einige Male irritiert. »Hast du etwa?« Er nickte. »Also weil, ich wollte das ja eigentlich nicht.« Sie nickte zögernd. »Weiß sie das denn auch, dass es dir leid tut?« »Sie hat's generell nicht mitbekommen.« Wieder nickte sie nur. Er lehnte sich vor, griff nach dem Joint, der ihm von ihr hingehalten wurde, und zog daran, ehe er eine kleine Rauchwolke vor sich pustete. Er schloss seine Augen, schien jedoch noch immer in ihre Richtung zu sehen. Als er sie wieder öffnete, lag etwas Undefinierbares in ihm. »Ich habe jemanden umgebracht.« Kapitel 27. Elizabeth blickte auf, sagte aber nichts. »Der Typ und ein paar weitere haben uns ein paar Kilo abgeluchst.« »Hast du nicht?« stieß sie gedrückt hervor. »Rechne doch mal. 10 Euro a 1 Gramm. Das dann auf ein paar 1000 Gramm gerechnet. Ich habe ihm in die Schulter geschossen und er ist verblutet.« Er blickte auf, direkt in ihre leicht geröteten Augen. »Das Entsorgen ist gar nicht so schwer. Aber wenn irgendwann im Landkreis Leichen im Fluss auftauchen, weißt du warum?« Verunsichert blickte sie ihn an. »Das war doch eine Lüge. Ein makabrer Scherz. Einfach nicht echt.« Aber andererseits schätzte sie ihn weder ein, so einen Humor zu haben, noch jemanden umgebracht zu haben. Leise nach Luft ringend lehnte Elizabeth an ihre Haustür. Ihre Mutter trat aus dem Schlafzimmer direkt gegenüber. »Du bist stoned.« »Bin ich nicht.« Sie blickten sich gegenseitig an, als warten sie darauf, dass jemand als erstes angriff. »Du kannst deinen Führerschein verlieren, wenn du so Fahrrad fährst. Oder nicht?« »Du kannst den Status als meine Erziehungsberechtigte verlieren, wenn ich zum Jugendamt gehe.« Das Mädchen grinste leicht. »Oder nicht?« Nachdenklich starrte sie an die Decke. Entsprach das, was der Junge gesagt hatte, der Wahrheit? Sie blickte zu ihrer Zimmertür. Fast als wäre Manuel noch hier, hörte sie seine Stimme. »Tja, das hast du jetzt davon, dass du lieber high als nüchtern bist. Du gerätst noch in ganz andere Scheiße, wenn du so weitermachst.« Aber er war weg und das wusste sie. Und das fand sie gut. Als Elizabeth am nächsten Schultag wieder an der Bushaltestelle stand, sah sie sich neugierig um. Der Mann schien nicht da zu sein. Sie lächelte leicht. »Na, dein Ziel erreicht?« Tobias grinste sie zufrieden an. »Ja«, flüsterte sie, sah ihn an und zog ihn ohne Vorwarnung in eine Umarmung. »Hey, alles gut?« schmunzelte er, während er ihr über den Kopf strich. Sie nickte stumm, blickte auf und zwang sich zu einem Lächeln. Längst hatte sie die Tränen nicht mehr zurückgehalten, sondern ließ ihn einfach freien Lauf. »Ich bin einfach nur glücklich«, stieß sie hervor. Auch er lächelte. Normalerweise war es ja schon ein Wunder, sie überhaupt nur lächeln zu sehen. Sie nun aber vor Freude weint sehen zu können, glich einem Wunder. Kapitel 28. »Hey«, nachdenklich blickte Elizabeth von ihrem PC-Bildschirm auf und musterte stattdessen das Bild über ihrem Schreibtisch. Sie und Tobias lächelten beide irgendwie vorsichtig in die Kamera, wobei das gar nicht zu dem Jungen passte. Normalerweise war er selbstbewusst und ließ keine seiner negativen Gedanken nach außen dringen. »Lizzie?« »Hä?« Ein wenig verwirrt blickte sie auf den grünen Kreis um ihr Profilbild. »Sorry, ich wollte dich was fragen.« Bald würde ein neues Familientreffen in Form des 80. Geburtstags ihrer Großmutter stattfinden und nach einigem Überlegen unter Erlaubnis ihrer Mutter hatte sie sich dazu entschieden, Thaddäus zu fragen, ob er sie begleiten wollte. »Klar, gerne.« Er lächelte ein wenig. Vielleicht fragte sie ja mal ihn, weil sie ihn genauso sehr mochte wie er sie. »Okay, cool. Das ist in 2 Wochen am Samstag, den 20. Juni. Vielleicht magst du ja schon am Donnerstag oder Freitag kommen?« schlug sie unsicher grinsend vor. Auch er begann unwillkürlich zu grinsen. »Sehr gerne.
Ich muss Samstagabend dann aber wieder nach Hause. Izzy und Kedos haben uns zu Sonntag eingeladen. Und hast du Freitag nicht nach Schule? Naja, Schwänzen hat doch noch niemandem geschadet. Er lachte leise. Du bist unmöglich. Freitag gehst du noch zur Schule und ich sehe mir damit ein kleines Kaff an. Ey, komm! Als ob du noch nie geschwänzt, heißt nicht, dass du es genauso machen musst. Sieh dir doch mal an, was aus mir geworden ist. Unterbrach er sie lachend. Ich bin ein selbstständiger Musiker. Und? Ich liebe deine Musik und du bist die wohl wundervollste Person, der ich je begegnet bin. Aus dir ist einfach das Beste geworden, was überhaupt aus einem werden kann. Du bist die beste Version deiner selbst und scheiße. Ich liebe diese Version von dir. Kapitel 29. Verträumt strich Thaddäus über Elisabeths Haare. Ich hab dich vermisst, nuschelte er und schob sie ein wenig von sich weg, um ihr in die Augen sehen zu können. Sie nickte lächelnd. Ich dich auch. Tobias, der Elisabeth zum Bahnhof gefahren hatte, sah den beiden aus wenigen Metern Entfernung zu. Er würde nur zu gerne mit Thaddäus tauschen, aber gleichzeitig wusste er, dass seine Freundin dann wohl nur halb so glücklich wäre. »Kommt ihr?« fragte er, stützte sich von der Wand ab, an der er gelehnt hatte, und ging auf sie zu. Tuttle musterte ihn flüchtig. »Danke, Tobi«, nuschelte sie, umarmte ihn und lächelte ihn unsicher an. »Mach ich doch gerne«, erwiderte er, wuschelte durch ihre frisch gefärbten Haare und hob kurz die Hand, um sich von dem Musiker zu verabschieden. Ein knappes Kopfnicken kam zurück. Während Tobias nach Hause fuhr, dachte er über die beiden nach. Oder besser gesagt über Tuttle. Konnte ihn der andere nicht leiden oder war er einfach nur schüchtern? Er seufzte leise. Eifersüchtig zu sein würde nichts bringen. Weder dem Blauhaarigen noch ihm. Zwar wollte er selber gerne mehr von Elisabeth, aber er hatte auch längst bemerkt, dass er nicht an erster Stelle in ihrem Herz stand. Den Platz hatte Thaddäus längst eingenommen. Wieder seufzte er auf und blickte in den Rückspiegel. Wenn am Samstag mal nur nichts schiefgehen würde. »Hallo, Thaddäus«, begrüßte Catherine den jungen Mann mit einem höflichen Lächeln. Sie war kein Fan von seinem Äußeren, keine Frage. Tattoos fand sie zwar nicht schlecht, aber man konnte es auch übertreiben. »Und waren seine Haare nicht zu lang? Gehörte sich das überhaupt für einen Mann?« »Hast du Elisabeth mit diesen Drogen in Kontakt gebracht?« Erschrocken wich das Mädchen hinter ihrem Freund zurück und umschloss seine Hand fester. Tuttle atmete tief durch. »Hallo«, begrüßte er die Frau sichtlich verärgert. »Hast du Elisabeth mit diesem Arschloch von Onkel in Kontakt gebracht?« Ein wenig perplex sah Elisabeth zu ihrem Freund auf. War ihre Mutter gerade wirklich ohne ein weiteres Wort gegangen? Er grinste schief und kratzte sich am Hinterkopf. Ging das zu weit?« Sie schüttelte unbeholfen den Kopf. Um ehrlich zu sein, war sie beeindruckt. Kapitel 30. Elisabeth reagierte nicht, als sich jemand neben ihr auf ihrem Bett niederließ. Sie spürte heißen, klebrigen Atem in ihrem Nacken und keuchte erstickt auf, als sie alles andere als sanft auf den Bauch gedreht wurde. Sie hätte gerne gefragt, wer das war, aber diese Frage erschien ihr ziemlich sinnlos. Es würde wohl kaum jemand antworten, »Ja, hey, ich bin Gustav, dein Vergewaltiger. Wie geht's dir denn gerade?« Nervös versuchte sie, sich aufzubäumen und das schwere Gewicht von ihrem Rücken loszuwerden. Aber ihre Arme gaben schon nach den ersten Zentimetern auf und knickten ein. Ihre Augen fielen immer wieder zu, als würde sie mal wieder versuchen, im Unterricht nicht einzuschlafen. Oder als stünde sie einer Ohnmacht nahe. Wobei, war sie nicht genau das? Ohnmächtig gegenüber der Situation? Sie krallte ihre Finger in ihr Bettlaken und riskierte einen Versuch, sich nach vorne wegzuziehen. Erfolglos. Und obwohl sie ihre Kleidung noch trug, spürte sie etwas gegen ihren intimsten Bereich drücken. Sie wimmerte leise auf und krümmte sich, so gut es ging, zusammen. Sie wusste, dass sie nicht schlief, aber wach war sie definitiv auch nicht. Sie kniff ihre Augen zusammen und öffnete den Mund zu einem lautlosen Schrei. Heraus kam nur ein heiseres Winseln. Ein ungewolltes Gefühl der Leere stieg in ihrem Körper auf. Sie zitterte nicht, obwohl ihr Herz ungesund schnell gegen ihre Brust schlug und sie daran hinderte, vernünftig einzuatmen. Mit einem erstickten Aufschrei zuckte Elisabeth zurück. Thaddäus starrte sie an, als wäre sie vollkommen verrückt geworden. Und vielleicht war sie das ja auch. Er atmete schwer, während er auch nach einigen Minuten noch darauf wartete, dass sie erklärte, was eben los gewesen war.
Verstört blickte sie ihn an, als wäre er der Mann aus ihrem Tagtraum gewesen. Wobei, es hatte sich viel mehr wie eine lebhafte Erinnerung angefühlt. Sie zögerte, blickte in Tuddles gewaltete Augen, rückte ein wenig nach vorne und warf sich ihm um den Hals. Schluchzend umklammerte sie ihn regelrecht, während er es ihr gleich tat. Zwar wusste er nicht, was genau los war, aber wenn man ihre wenigen gemurmelten Worte richtig verstanden hatte, musste man nur noch eins und eins zusammenzählen können. »Ich hab Angst«, gab sie ihm unter Schluchzen zu verstehen, löste sich von ihm und starrte ihn geradewegs an. Er deutete ein Nicken an. Nicht nur sie hatte Angst. Auch er verspürte nach wirklich langer Zeit wieder das unangenehme Ziehen im gesamten Körper, das ihn schon damals gelähmt hat. »Alles gut«, flüsterte er. Ob es ein Zufall war, dass sie so kurz vor dem nächsten Familientreffen wieder schlecht zu träumen anfing? Wobei das wohl definitiv einer der schlimmsten Albträume war, die Thaddäus bei seiner Freundin mitbekommen hatte. Davon, dass dies kein richtiger Traum gewesen war, war ganz zu schweigen. »Ich pass auf dich auf«, sprach er weiter, als Elizabeth mit einem Mal ihren Kopf zu schütteln begann. »Das habe ich nicht verdient«, erwiderte sie mit matter Stimme. »Wie?« Irritiert blickte er sie an. »Ich muss dir etwas erzählen. Ich...« Sie zögerte, während sie sich in ihrem Zimmer umsah. »Ich bin schuld an dem Tod eines Menschen.« Sie nahm einen Schluck ihres viel zu süßen Tees, welcher im Grunde genommen mal schwarzer als Friesentee war, jedoch mittlerweile zu einer milchigen Suppe übergegangen war. Laktoseintolerant war sie jedenfalls nicht. »Vor ein paar Jahren hatte ich eine...« Sie holte tief Luft. »Eine Internetfreundin. Ich war da vielleicht 15. Sie war ein wenig jünger als ich, aber vermutlich schon um einiges reifer, als ich es hier sein werde. Wir haben uns des Öfteren gestritten, was, zugegeben, meistens meine Schuld war. Eines Nachts hat sie...« Sie brach ab, atmete tief ein und wieder aus und ließ die Schultern nun endgültig hängen. »Sie hat mir geschrieben und mich gefragt, wofür man lebt. Ich habe es nicht wirklich ernst genommen, sondern einfach nur für eine weitere Abenddenkerei gehalten. Und ich meinte, dass man für sich selber lebt. Aber sie hat gefragt, was denn wäre, wenn das nicht reicht. Mir selber hat mal jemand gesagt, dass es der Sinn des Lebens ist, jede einzelne Sekunde im Leben zu nutzen und das zu tun, worauf man Lust hat, solange es nicht gegen geltende Gesetze verstößt. Und... ich fand das immer ganz richtig so und habe das auch gesagt und dazu noch...« Das Mädchen unterbrach seinen Redeschwall kurz, um die fehlende Luft nachzutanken. »Dass man aber ganz ehrlich auf die Gesetze scheißen soll. Sie hat noch in der gleichen Nacht Tabletten geschluckt und ist gestorben.« Unbeholfen blickte Thaddäus sie an. »Aber«, fing er an, »dann bist du doch nicht schuld.« »Doch«, fiel sie ihm ins Wort. »Hätte ich das ernster genommen, wäre sie vielleicht noch am Leben.« Sie weinte nicht, während sie das sagte. Vermutlich hatte sie bereits alle Tränen bezüglich diesen Themas vergossen, als sie einem anderen, längst vergangenen Freund mal davon erzählt hatte, als sie das wohl erste Mal in ihrem Leben richtig betrunken gewesen war. Sie seufzte leise, wie sehr sie Manuel doch vermisste. Vor einigen Jahren hatte sie ihn kennengelernt, weil sie keine Freundin in ihrer Nähe gehabt hatte. Doch längst war daraus eine tiefere Bindung geworden, die sie seit dem Vorfall nach Lukas weit mehr als nur vermisste. »Wer war diese Freundin?«, fragte Tuddle leise. Erschrocken blickte Elizabeth auf. Sie war wohl mal wieder zu sehr in ihren Manu-Gedanken versunken. »Wie sie hieß«, wiederholte er seine Frage. Sie hielt inne. Es war ihr unangenehm, den Namen einer Toten zu nennen, der sie nie eine richtige Freundin gewesen war. Sie seufzte leise. »Verena.« Kapitel 31. 31! Verkündete Elizabeth ihren Sieg, legte die Karten offen auf den Tisch und sah zu, wie ihre Verwandten und Tuddle es ihr gleich taten. Nur, dass die noch ausrechneten, wer am wenigsten Punkte hatte. »Ihr spielt Schwimmen wohl sehr gerne«, schmunzelte der Musiker. »Alte Woothledge-Tradition«, schätzte Nuka und gab eines seiner Streichhölzer ab. »Sein Wahnsinn so schlecht«, zog er seine Cousine auf. »Ich will dir nur auch endlich mal eine Chance lassen«, kam es provokant zurück. »Seid ihr irgendwie Titelverteidiger?« Irritiert blickte Thaddäus zwischen den beiden hin und her.
Es freute ihn ungemein, dass sie sich so ausgelassen unterhalten konnten, obwohl so vieles zwischen ihnen schiefgelaufen war. »Ich verteidige. Er erobert«, stellte Elizabeth richtig und verteilte die Karten neu. Nach einiger Zeit stand sie auf. »Bin gleich wieder da«, meinte sie und verschwand in Richtung Flur. »Bin gleich wieder da« war ihre Art zu sagen, dass sie auf Toilette musste. Als sie aber auch nach 10 Minuten noch nicht wieder da war, inzwischen war auch Luca einmal auf Toilette verschwunden, jedoch bereits keine Minute später wiedergekommen, wurde Thaddäus immer unruhiger. »Was ist?«, fragte ihn der Junge. »Wo bleibt sie so lange?«, kam die Frage zurück. Ein undefinierbarer Ausdruck legte sich in die dunklen Augen Lukas. »Ist Julius wieder da?«, fragte er leise. Um ehrlich zu sein, war sich der Blauhaarige gar nicht sicher, ob sich der Onkel der beiden überhaupt mitten im großen Haus befand. Als sich Liz Körper in den gemütlich warmen Wintergarten schob, atmete Tadler erleichtert auf. Sie sah zwar ein wenig durch den Wind aus, aber das war bei ihr auch mittlerweile schon nichts Neues mehr. Nur Nuka schien nicht erfreut über das Auftreten seiner Cousine. Er starrte sie regelrecht an, als sie zu ihrem Tisch laufen wollte, woraufhin sie zögerlich stehen blieb. Nervös ging sie einen Schritt zurück und erwiderte seinen starrenden Blick. Er wollte aufstehen und zu ihr gehen, als Thaddäus ihn am Arm packte und wieder nach unten zog. Als die beiden wieder zu Elizabeth blickten, war die verschwunden. »Scheiße, bist du verrückt geworden?« fuhr Tadel den Jüngeren an, kaum waren sie auf die Hofeinfahrt getreten. »Ich war nicht der Grund dafür, dass sie so in Panik geraten ist, okay?« »Nein, natürlich nicht. Du bist ja nur der Grund dafür, dass sie Albträume hat und sogar während sie wach ist kaum Luft bekommt, weil ihre Gedanken sie nicht mehr in Ruhe lassen können.« »Das tut mir leid, okay?« »Glaub mir, ich schäme mich weit mehr als genug dafür, weil ich genau weiß, was ich für eine Scheiße in ihr angerichtet habe. Aber ich kann nicht mehr ändern, was damals passiert ist.« Thaddäus lachte ungläubig auf. »Weißt du, dass sie sich Vorwürfe deswegen macht? Sie weiß, dass es dem damit auch nicht gut geht und wünscht sich schon alleine deswegen, dass sie dich mehr davon abgehalten hätte. Sie sucht einen Fehler ihrerseits, warum du sie nicht in Ruhe gelassen hast und hat sich fast umgebracht, nachdem sie von dir erfahren hat, dass du nicht weißt, warum du sie ja unbedingt anfassen musstest.« Mit großen Augen starrte Nuka ihn an. »Sie... was? Tut sie nicht?« stieß er hervor und schüttelte entschieden den Kopf. »Tut sie. Sie fragt sich, was gewesen wäre, hätte sie mit dir hier übernachtet. Sie...« Der Musiker holte tief Luft. »Sie will so etwas nicht noch einmal überleben. Scheiße, sie ist dabei erwischt worden, wie sie, während sie bereit war, auf jemanden einschlagen wollte, weil er sie umarmen und ihr dabei einen Kuss auf die Wange geben wollte. Zweimal hat sie ihn geschlagen, wurde danach aber von einem Freund von ihr aufgehalten. Die Polizei hat das gesehen und sie musste am nächsten Tag, nüchtern, den Tatergang schildern. Also überlegst du beim nächsten Mal besser, wen du anstarrst.« Nervös sah Nuka ihm nach. Er musste Liz finden und mit ihr reden. Denn wenn er das nicht tat, würde nicht nur er sein Leben lang eine Mitschuld an dem Kommenden tragen. Kapitel 32. Thaddäus war noch am gleichen Tag wieder zurück nach Hause gefahren, da er für den nächsten Tag mit einigen anderen YouTubern bei Alexander, besser bekannt als Izzy, und Dominic, beziehungsweise The Ketos Zone, eingeladen war, um den Erfolg ihrer Hörspielserie zu feiern, bei denen die beiden die Hauptrollen sprachen. Doch als sein Handy klingelte, sollte sich seine gute Laune wohl schlagartig ändern. Sein Lächeln gefror, als die Person am anderen Ende der Leitung zu sprechen begann. Adrian warf einen fragenden Blick zu ihm herüber, sagte aber nichts. Nur langsam senkten sich Tadels Mundwinkel. Was? War das Einzige, was der blauhaarige Musiker von sich gab, während er langsam rückwärts taumelte und so gegen Izzy stieß. »Hey!« empörte der sich, wobei man nicht sagen konnte, ob da nun Izzy oder Primo sprachen. Als er aber die Panik in den Augen seines Freundes sah, biss er sich nervös auf die Unterlippe und schwieg. »Nein, das... Hey, warte! Das kannst du nicht... Warte, du... Verdammt, das ist... Das ist eine Lüge!« fiegte Thaddäus, unfähig, sich klar zu äußern. Adi nahm ihm vorsichtig das Handy aus der Hand und entfernte sich ein wenig von den anderen. »Hey, hier ist Adi. Was gibt's?« stammelte er keine Sekunde später. »Tobi? Was redest du da? Sie würde... Nein, sie würde sich nie... Verdammt, hör auf damit!« Wut entbrannt schlug er mit seiner Faust gegen die steinerne Wand des Hauses. »Du lügst! Du lügst! Du bist nicht mehr als ein verdammter Lügner! Adi, hör auf!«
schrie Revi, der seinen Freund so schnell wie möglich von der Steinwand wegzog. Blut tropfte von dessen Fäusten. »Er lügt! Er lügt!« schrie Adi immer wieder in viel zu hohen Tönen. »Er lügt!« Verzweifelt schlug er um sich, als Sebastian ihn festzuhalten versuchte. »Tut er nicht!« Ein relativ großer, junger Mann trat zu ihm. Seine Haare waren in etwa schulterlang, vielleicht ein wenig kürzer noch, und seine Augen gaben einen matten Grünton her. »Manu?« Sebastians Augenbrauen zogen sich zusammen, während er Adi langsam auf den Boden sinken ließ. »Er lügt. Er kann gar nicht die Wahrheit sagen«, murmelte Adi an in monotonem Singsang. »Was sagt er denn?« hakte Sebastian nach, kniete sich neben seinen Freund und strich ihm behutsam über den Rücken. Er hinterfragte gar nicht erst, warum German Let's Play hier mit bei ihnen stand. Und wer denn überhaupt lügen sollte, interessierte ihn in dem Moment auch gar nicht. »Dass Liz sich umgebracht hat«, murmelte Manuel an Adis Stelle und wandte den Blick ab. »Und woher willst...« fragte Adrian, als er mit einem Mal abbrach und zurückdachte an die ganzen Erzählungen von Liz, wenn sie von Manu gesprochen hatte. Für einen winzigen Moment lang schien Manuel verunsichert, aber dann war da wieder die bedrückte Miene und er erwiderte den starren Blick bloß mit einem klitzekleinen Lächeln auf den Lippen. »Du bist das.« »Was?« »Na klar, du bist der, von dem sie immer geredet hat. Deshalb hat sie auch immer so in sich hineingerinnt, als wir von dir geredet haben.« Adians Verzweiflung schien verschwunden, als er aufsprang und nach Manus Arm griff. »Sie hat gar nicht von einer Stimme gesprochen. Sie meinte die ganze Zeit über dich.« Unbeholfen löste der Größere die verkrampfte Hand von seiner Jacke. »Ich, wovon und wie haben sie für verrückt erklärt? Wir dachten die ganze Zeit über, sie hätte irgendwelche Stimmen in sich.« »Dabei habt Adi«, murmelte Manuel bedrückt. »Ich weiß echt nicht, wovon du da redest.« »Natürlich weißt du das! Woher sonst solltest du wissen, wovon Tobi geredet hat? Wo ist Tadel? Wir müssen sofort zu Liz und uns entschuldigen! Tadel!« »Adi, beruhig dich!« »Tadel! Tadel, komm her!« Verblendet sah sich Adi nach seinem Mitbewohner um. »Adi, verdammt, jetzt halt die Fresse!« Als Manuel seine Hand wieder senkte, war das klatschende Geräusch längst verklungen. Ebenso Adians unbeholfene Versuche, die anderen zu ignorieren. Mit großen Augen starrte er seinen Freund an und leistete keinerlei Widerstand, als der ihn in eine innige Umarmung zog. Er wollte ganz einfach nicht glauben, dass das, was Tobias ihm eben am Telefon gesagt hatte, der Wahrheit entsprach. Denn eigentlich hätte es nur einen Grund geben können, warum Elizabeth so nah an den Abgrund gerückt war. Man hatte ihr ausdrückliches »Nein« ein zweites Mal ignoriert. Kapitel 33. Sonntag, der 21. Juni 2020. Es gibt keinen Abschiedsbrief. Tobias starrte an Thaddäus vorbei, als würde er gar nicht neben ihm stehen. Der Blauhaarige schüttelte stumm den Kopf und tippte weiter auf der Tastatur an Elizabeths Computer herum. Den Code hatten sie schnell herausgefunden. Es war das von vor einem Jahr. Das Datum, an dem sie sich kennengelernt hatten. Ein kleines Lächeln tauchte auf seinen Lippen auf, als er an den Tag zurückgedachte. Am Tag zuvor hatte ihn seine Freundin verlassen, und er war nicht sonderlich erfreut gewesen, dann auch noch mit einem pubertierenden Mädchen in Kontakt zu treten, das sich noch dazu als GLP-Fan entpuppt hatte. Aber sie hatte etwas an sich gehabt, von dem er fasziniert wie noch nie zuvor gewesen war. Ob es nun ihre Stimme, ihr Aussehen oder ihre schüchterne Art gewesen war. Auch heute noch faszinierte es ihn. Mit einem Unterschied. Sie war nun tot. »Sie hat gelegentlich auf ihrem PC in ein Tagebuch geschrieben«, meinte Adi. Erklärte er seine Sucherei, nachdem er sich von seiner Erinnerung gelöst hatte. »Hey, Em. Eigentlich wollte ich mich vor meine Handykamera setzen und da dann sagen, was passiert war. Aber im Nachhinein erschien es mir ganz schön selbstverliebt, davon auszugehen, dass sich wirklich jemand für mich interessieren könnte. Wer mir das eingeredet hat? Keine Ahnung. Du, ich, mein Onkel, meine Mutter. Irgendwie solche Leute halt, die mein Leben zerfickt haben.« Sollte sich doch jemand dafür interessieren, wird er bestimmt genug Zeit aufgewendet haben, sich in meinen PC zu loggen. Und das Tagebuch hier, nicht schwer zu erraten, wo es war. Der Ordner privat ist schon ziemlich eindeutig. Ich war heute mit Tadel bei meiner Familie. Meine Oma ist 80 geworden und hat das dann halt mit uns gefeiert. Es war echt cool. Wir haben wie immer schwimmen gespielt und ich habe mich echt gut mit Nuka verstanden. Es tut mir noch immer leid, wie das alles gekommen ist. Und hey, weißt du was? Ich habe die Runde Schwimmen gewonnen.
Irgendwann wollte ich auf Toilette gehen. Ich wollte gerade wieder gehen und hatte die Tür schon geöffnet, als Julius mich wieder zurück ins Bad gedrängt hat. Du verdammte Hure, bring dich um. Niemand interessiert sich für dich. Niemand wird dir glauben. Das sind ja keine neuen Worte. Ich wollte mich entschuldigen und an ihm vorbei aus dem Badezimmer, als er mich an meine Hüfte, oder nennt man es Taille, gepackt und zu sich gezogen hat. Er hat dazu leise gestöhnt, obwohl er doch noch gar nichts gemacht hat. Als ich ihm klar machen wollte, dass ich das nicht wollte, hat er mich ignoriert und wieder von sich gestoßen. Ich hatte mich in eine Ecke des Badezimmers gekauert und ihn gebeten, mich in Ruhe zu lassen. Es hat ihn nicht gestört. Er hat sich vor mich gekniet und mich auf den Boden gedrückt. Irgendwann hat jemand an die Badezimmertür geklopft. Seid ihr fertig? Hat sie die Person gefragt. Ich hätte etwas sagen können, obwohl man mir den Mund zugehalten hat. Gehört hätte man mich. Aber ich habe es nicht, weil ich wusste, wer da vor der Tür gestanden hatte. Was hätte ich denn tun sollen, wenn dann beide mit mir in diesem Badezimmer gewesen wären? Sie alle beide hatten meine abwehrenden Versuche mehr als einmal ignoriert. War es nicht ganz logisch gewesen, dass ich Angst hatte, mich bemerkbar zu machen? Aber weißt du, ich wünschte, ich hätte es doch getan. Ich hätte etwas gesagt und ich bin mir sicher, er hätte mich daraus geholt. Weil er sich seiner Fehler bewusst war. Aber ich habe es nicht. Und weißt du noch was? Hätte ich es getan, würde ich jetzt nicht hier sitzen und nur darauf warten, dass das Datum auf den 21. umspringt. Julius hat genau den Tag vor meinem 18. Geburtstag abgewartet. Vor einem Jahr habe ich Tadel kennengelernt. An dem Tag war ich 17 geworden, aber niemand hatte das interessiert. Gleich bin ich 18 und keinen Tag länger. Verrückt, oder nicht? In den letzten 366 Tagen hat sich einiges verändert. Ich habe Tadel kennengelernt, Adi, Tobi, beinahe mein erstes Mal gehabt, mich ein Gras probiert, zwei Leute geschlagen, wurde von der Polizei dabei erwischt, wie ich jemanden geschlagen habe und dabei high gewesen war. Einige Leute, wie zum Beispiel Kelvo, würden sagen, sie würden ihr Leben wieder wählen und es genauso leben wollen. Ich kann das nicht. Denn eigentlich will ich gar nicht mehr leben. Lizzie, 21.06.2020, 0:01. Alternatives Kapitel 34. Als Thaddäus nebenan ins Badezimmer gehen wollte, wäre er beinahe über Adrian gefallen. Der Kleinere hatte sich auf den kalten Badezimmerfliesen hingekauert und starrte leer vor sich hin. Hier hat sie sich schon mal eine Ader durchgetrennt, stieß er hervor, während er langsam aufblickte. Und diesmal waren es sogar drei, sprach er weiter, kniff die Augen zusammen und lächelte verzweifelt. Ich hätte sie damals nicht alleine lassen sollen. Dann hätte sie das mit Lukas nicht gemacht und sie hätte Manuel nicht verloren. Er hätte sie bestimmt beruhigen können. So nüchtern er auch sprach, ein Arzt hätte sofort gesehen, dass er einige Gramm verraucht hatte. »Wir reden darüber, wenn du nüchtern bist«, murmelte Tadel, zog sein Freund vorsichtig auf die Beine und half ihm, zurück in Elizabeths Zimmer zu gehen. Unten klingelte es an der Haustür. »Wer ist das?«, fragte Adrian leise. Thaddäus lächelte gezwungen. »Nuka.« »Verdammt, ich hab ihn doch sogar noch gehört!« »Ich hab gehört, wie er ihr gedroht hat, sie soll auch ja leise sein.« Die drei hatten Nuka gar nicht erst sagen müssen, warum Elizabeth sich umgebracht hatte. Dann die Tatsache, dass sie es getan hatte, legte ihm die Gründe dafür offen. »Wenn ich sie damals einfach in Ruhe gelassen hätte, wäre das alles doch gar nicht passiert. Sie hatte mir deutlich gesagt, dass ich sie nicht berühren sollte.« Tobias starrte ihn vom anderen Ende des Zimmers aus an. »Du hast recht«, murmelte er, zog seine Beine an und lehnte sich dabei an die Wand hinter dem Bett. Du hättest sie einfach in Ruhe lassen sollen oder gar nicht erst mit in diesen Park gehen dürfen. Er machte eine kleine Pause, atmete tief durch und lächelte vorsichtig. Aber sie war auch vorher schon depressiv veranlagt. Und Julius hatte genau das verdeutlicht, was sie auch vorher schon gedacht hat. Niemand interessiert sich für sie. Sie gehört ihm und ist nicht mehr als ein Objekt.
Unbeholfen blickte Nuka zu dem jungen Mann, der neben ihm stand. Aber er war doch schuld daran, oder nicht? Was hatte er denn sonst aus den letzten 3/4 Jahren gelernt? Tadel schüttelte kaum merklich den Kopf, hob eine Hand und zögerte, als sich der Kleine in eine abwehrende Haltung duckte. Dachte er etwa, er würde ihn schlagen? Nuka starrte ihn an. Warum schwebte Tadeus Hand noch immer in der Luft? Warum hatte er noch nicht zugeschlagen? Wie sein Vater damals, nachdem er erfahren hatte, was Alice angetan hatte. Er erstarrte, als er 2 warme Arme um sich spürte. Er zögerte, ehe er die Umarmung leise weinend erwiderte. Wie lange hatte er nun schon niemanden mehr umarmt? Die letzte Person war Liz gewesen. Und danach? Zu groß war immer die Angst gewesen, er würde noch einmal jemanden mit seinen Berührungen verletzen können. Es tut mir so leid, flüsterte er heiser. Nuka? Ohne dass die anderen es mitbekommen hatten, war Catherine Woodledge durch die nur angelehnte Tür ins Zimmer getreten. Was machst du hier? Erschrocken blickte er auf. Tadel hat mich angerufen. Ja, warum interessierst du dich dafür? Unterbrach sie ihn. Er zögerte. Dafür klang ziemlich kalt. Weil ich auch mit Liz zu tun hatte. Ja, das weiß ich, aber das ist doch schon lange her. Irritiert blinzelte er einige Male. Sie wusste, was damals passiert war? Sie nickte bestätigend. Deine Mutter hat mir wohl erzählt, dass du Elizabeth unsittlich angepackt haben sollst. Aber es ist ja nichts passiert, also was machst du jetzt hier? Er schluckte schwer. Bisher hatte er seine Tante eigentlich immer, naja, nett in Erinnerung gehabt. Thaddeus knurrte leise. Miststück, zischte er, während er aufstand und auf die unbeliebte Frau zuging. Wie bitte? Miststück, rief er aus und holte aus. Wie oft hast du sie geschlagen, hä? Wie oft hast du ihr deutlich gemacht, was du von ihr hältst? Wie oft hast du bloß zugesehen, wenn dein Bruder da war? Wie oft hat er sie wirklich belästigt? Sie keuchte erstickt auf, als sie rücklings gegen die Zimmertür stieß. Er hat sie nie, ich kenne Liz. Von Nuka hat sie nie eine solche Angst gehabt. Bei Julius aber hat sie keine Luft bekommen. Sie konnte nicht atmen, weil ihr ihre Erinnerungen die Luft abgeschnürt haben. Sie hat Albträume gehabt, in denen sie weit mehr als nur unsittlich angepackt wurde, um dich mal zu zitieren. Er holte tief Luft. Julius hat sich schon von klein auf wie seinen Besitz angesehen. Deshalb hat sie sich nicht richtig gegen Nuka gewehrt. Deshalb wusste sie, wie es sich anfühlt, geschlagen zu werden. Deshalb war sie schon immer empfindlich bei Berührungen gewesen. Deshalb hat sie Nuka verziehen, aber Julius nie darauf angesprochen, dass er sie wie Scheiße behandelt hat. Stur blickte sie ihn an. Er lächelte traurig. Du tust mir leid, Catherine. Denn weißt du, deine Tochter hat in 18 Jahren mehr aus ihrem Leben gemacht als du. Nur der Ausgang hätte dir gehören sollen. Du hättest in Säcken abtransportiert werden sollen, nicht sie. Sie blickte an ihm vorbei und nickte. Und wenn schon, ich habe nichts damit zu tun gehabt. Er lachte verbittert auf. Wie alt war sie, als er damit angefangen hat? Sie schwieg. Ich bitte dich, Catherine. Sag einem 5-jährigen Kind, es solle deinen Schwanz in den Mund nehmen und es tut das. Sie hat es vermutlich nur seltsam gefunden, aber sich nichts dabei gedacht. Er deutete ein Lächeln an. Vielleicht tragen wir alle Mitschuld. Aber du hast sie von Beginn an deinen Bruder verkauft. Du hast es gewusst, ihr Leben dann aber nur noch mehr erschwert. Und weißt du was? Ich wünschte wirklich, wir würden für dich noch eine Todesstrafe haben. Hi. Das letzte Kapitel ist sozusagen wirklich nur als alternatives Kapitel zu verstehen, also eigentlich gehört es nicht mehr dazu, aber ich hatte Bock nochmal ein bisschen das Tadel nochmal einen gewissen Charakter zur Rechenschaft zieht, beziehungsweise halt einfach Catherine Woodledge. Ich hoffe, niemand mag diese Person. Ich mag sie nicht, also das ist so... Sie und Julius sind so die einzigen, und Lucas sind so die einzigen Charaktere, die ich tatsächlich nicht mag in dem Buch. Also, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich habe am Anfang aber nicht gesagt, von wem das Buch ist. Vielleicht habt ihr es auch schon auf dem Cover gesehen. Das ist halt meins gewesen.
Hi. demnach würde es mich vor allem auch interessieren, wie ihr das Buch generell geschrieben fandet und nicht nur, wie ich halt das vorgelesen habe. Wobei mich da auch interessieren würde, ist es euch aufgefallen, dass ich normalerweise, zum Beispiel bei Behind the Mask, habe ich ja einfach immer nur während ich aufnehme geschnitten, also heißt, mir hat eine Stelle nicht gefallen, stoppe ich die Aufnahme und dann lösche ich halt den Teil und dann nehme ich das nochmal neu auf. Also die Stelle nochmal neu auf. Hier habe ich das halt auch so gemacht, allerdings habe ich das jetzt hier auch so gemacht, dass ich das Ganze jetzt read gehört habe und währenddessen halt die ganzen Pausen rausgeschnitten habe. Zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal die wörtliche Rede, da habe ich vor allem extreme Probleme damit, habe ich das sehr starke Gefühl. Zum Beispiel, jo, ist alles okay? Fragte Tadel. Da ist ja so eine ekelhafte Pause zwischen. Klar, das ist gerade mal eine Sekunde. Nicht mal. Aber manchmal ist sie halt noch länger gewesen. Mich selber hat das halt schon ziemlich gestört. Und wenn euch das selber nicht gestört hat, also ich habe das halt dann extra rausgeschnitten. Tatsächlich waren es 15 Minuten Stille, die rausgefallen sind. Ungefähr. Und keine Ahnung. Also, wie soll ich das sagen? Wenn euch selber das nicht gestört hat, dann würde ich das beim nächsten Mal halt einfach so lassen, weil ich selber höre mir mein Let's Read ja nicht an. Also in dem Sinne. Ja, nicht, dass ich mir das jetzt zwischendurch anmache, weil ich mir so gerne nicht selber zuhöre. Wenn ich halt einfach eine Geschichte erzähle, die ich selber schon gelesen habe. Bei den anderen Videos lasse ich drüber reden. Aber, wisst ihr, was ich meine? Also, ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn es euch selber nicht gestört hat, lasse ich das halt das nächste Mal drin, weil wenn das niemanden stört, dann wozu verändern? Aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich kann auf jeden Fall sagen, dieses Video hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Nicht nur, dass ich das Buch halt geschrieben habe. Sehr viel Zeit war das. Nein. Gut 4 Stunden aufnehmen. Dann über 4 Stunden schneiden. Also, weil man sich das zwischendurch anhört. Währenddessen anhört, heißt die Länge des jetzigen Let's Reads und dann noch das, was rausgeschnitten wurde und dann noch die Zeit, die man zum Schneiden verbracht hat. Und oh mein Gott, ist das viel Zeit gewesen. Okay. Gab es jetzt noch irgendwas? Ich glaube nicht. Wir haben in der Zeit alle sehr bisschen viel Freizeit, habe ich so das Gefühl. Also zumindest so Leute in meinem Alter. Oder besser gesagt Schüler, denn einige meiner ehemaligen Mitschüler haben ja auch schon eine Ausbildung angefangen. Auch wenn die jetzt vermutlich eher auf Eis liegt. Aber an und für sich haben wir sehr, sehr, sehr viel Freizeit derzeit. Demnach kann vielleicht auch öfter was kommen, wer weiß, wir wissen ja nicht, wie lange das noch geht. Und, naja, was wollt ihr so als nächstes sehen oder hören? An und für sich würde ich lieber als nächstes über etwas reden, statt dass ich nochmal ein Let's Read mache in so einer Länge, weil ich ja eigentlich Behind the Mask beenden wollte erst noch, bevor ich was anderes anfange. Aber wenn ich es direkt schon beende, dauert's aber halt auch länger. Also das Video. Falls es euch aufgefallen ist. Das nächste wäre dann vermutlich sowas wie das Fanfiction-Video, wo ich halt mit Gacha Live im Hintergrund alles dahin packe. Ist zwar auch viel Aufwand, aber das mache ich wesentlich lieber. Okay. Vielleicht habt ihr da ein paar Themen, über die man viel reden kann. Gut. Oder Fragen. Weiß nicht. Mir egal. Haut einfach was raus. Egal wie verrückt die Vorschläge sein mögen. Ich bin auch verrückt geworden durch dieses Video, also pff. Okay, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich hoffe, ihr könnt die Länge der Abmoderation verkraften. Ich denke, in Anbetracht der Länge des Videos ist das akzeptabel.